Mitten auf der Brücke blieb Lilli stehen. Der Schulrucksack klebte ihr am Rücken. Keuchend stützte sie sich auf ihren Knien ab und verschnaufte erst mal. Die Hühnerfeder, die sie an einem Lederband um den Hals trug, baumelte vor ihren Augen. Sie strich sich die verschwitzten Locken aus der Stirn und erschrak. Wo war ihre Haarspange? Hastig fuhr sie sich durch die Haare. Die Igelhaarspange, sie war weg. Am liebsten hätte sie geweint. Aus Wut über das, was passiert war, und aus Angst davor, was passiert sein könnte. Und wegen der Igelspange. Aber ein wildes Kücken weint nicht. Erst beim Weitergehen fiel Lilly ihr Fahrrad ein. Das hatte sie glatt vergessen. Einfach an der Schule stehen gelassen. Lilly sperrte die Haustür auf, ließ ihren Schulrucksack neben dem Schulregal fallen und ging da nicht nach links in die Wohnung, sondern gleich weiter durch die Hintertür Richtung Garten. Lilly drehte den Wasserhahn vor der Werkstatt ihres Vaters auf, ließ Wasser in die Gießkanne laufen und schleppte sie zum Gewächshaus. Zusammen mit Bob und Verena hatte Lilly die vordere Hälfte des alten Gewächshauses zu einem Hühnerstall umgebaut. Mit einem Ächzen hob Lilly die Gießkanne über den Zaun des Freigeheges und goss Wasser in die Hühnertränke. Emma, Isolde, Huberta, Dolly und Kokoschka drängten sich gackernd um ihre Beine. Nur Clara blieb wie immer erstmal auf Abstand und lief nervös nickend auf und ab. Eigentlich gehörten die Hühner ja Sprotte, Frieda, Trude, Melanie und Wilma. Und diese fünf waren die coolste Mädchenbande der Welt. Die wilden Hühner eben. Aber auf ihrer letzten Klassenfahrt hatten die wilden Hühner beschlossen, erwachsen zu werden. Lilly fand das total doof. Wer wollte schon lieber zu den Erwachsenen gehören, als zu einer Bande? Gar nicht doof hingegen fand Lilly, dass Bob, Verena und sie jetzt so etwas wie die Nachfolgerinnen der wilden Hühner waren. Und weil Sprotte in den Sommerferien mit Fred nach Amerika hatte fliegen wollen, Trude mit Steve nach Dänemark gefahren war, um ihren gemeinsamen Freund Torte zu besuchen, Wilma einen Theaterworkshop in Hamburg absolvierte, Melanie im Kosmetiksalon jobbte und Frieda mit Willi durch die Uckermark radelte, hatten die wilden Hühner ihre echten Hühner bei den wilden Küken, also bei Lilly, Bob und Verena einquartiert. Lilly nahm Huberta hoch und setzte sich mit ihr auf den Deckel der Futterkiste. Erst pickte Huberta nach Lillys Ohrläppchen. Aber als Lilly sie streichelte, gurrte sie nur noch leise vor sich hin. Lilly fühlte ihr eigenes Herz und das des Huhns schlagen. Einen Augenblick schien es, als wäre ein Huhn zu umarmen das richtige Rezept, um die Zeit anzuhalten. Aber dann wurde Huberta zappelig, kratzte Lilly mit ihren Krallen und sprang flatternd zu den anderen Hühnern an die Tränke. Lilly streute ihnen noch eine Handvoll Getreide hin und verschloss dann sorgfältig den Deckel der Futterkiste. Während Lilly über das Hühnergatter kletterte, erklomm jenseits der Hecke Herr Röhrig eine alte Klappleiter und streckte sich nach den Äpfeln in seinem Apfelbaum. Rechts von dir, Hans-Dieter, da hängen ganz viele. Als er sich nach rechts wandte, entdeckte Herr Röhrig Lilly neben dem Hühnergatter. Wasch dir bloß die Hände, Mädchen, wenn du das Drecksvieh angefasst hast und kämm dich mal ordentlich. Lillys wilde Locken zu kämmen hatte gar keinen Sinn. Die wuchsen in alle Richtungen und ringelten sich, wie sie wollten. Frau Röhrig schleppte einen Gartenstuhl zum Apfelbaum. Ihr fehlt halt die Mutter! Sie stieg auf einen Stuhl und stieß mit ihrem Besen gegen einen Ast. Lilli hörte Äpfel ins Gras fallen. Der Vater hat doch dafür keinen Sinn. Da fehlt einfach die weibliche Hand. Das mit der weiblichen Hand nervte Lilli wirklich. Und Frau Röhrig ließ keine Gelegenheit aus, es zu wiederholen. Lilli lief rüber zu ihrer Weihnachtsinsel. Der Garten war natürlich nicht der indische Ozean. Und Lillys Weihnachtsinsel keine echte Insel, sondern einige nah beieinander stehende Tannen, die ein weicher Boden aus Moos und Nadeln umgab. In den Zweigen glitzerten noch immer die Christbaumkugeln, die Lilly vorvorletzten Winter dort aufgehängt hatte. Lilly spannte ihre Hängematte nach, legte sich hinein und schaukelte ein wenig hin und her. Hier konnte man sie vom Nachbargarten aus nicht sehen. Die Nadelbäume verströmten ihren harzigen Duft. Der Ruf eines Rotkehlchens ertönte. Lilly dachte nach. Das heute, das war der schlimmste erste Schultag ihres Lebens. Sogar noch schlimmer als der allererste, an dem sie als Einzige nicht mit ihrer Mutter, sondern mit ihrem Vater da war. Und jemand fragte, ob ihre Mutter tot sei. Nein, einfach abgehauen, mit einem Musiker. Lilly wäre es lieber gewesen, sie hätte einfach sagen können, meine Mutter ist tot. Dann hätten sie wenigstens alle bemitleidet. Aber so war sie nur ein Mädchen, das seine Mutter nicht kannte und nichts von ihr besaß als eine alte Haarspange aus Silber. Die Haarspange bestand aus zwei silbernen Igeln, die mit einem schmalen Scharnier verbunden waren, so dass man sie auseinanderklappen und um eine Haarsträhne herum wieder zusammenklicken konnte. Sie musste die Igelhaarspange heute vor der Fahrradhalle verloren haben. Hoffentlich war Ole nichts passiert. Lilly wischte alle unruhigen Gedanken weg, schloss die Augen und wiegte sich sanft in der Hängematte. Jetzt war sie eine Prinzessin. Eine indische. Lilli Maharani. Sie stand im Schatten eines mit goldenen Tressen geschmückten Baldachins. Grüne Wellen rollten an den weißen Sandstrand. Die Prinzessin hielt Ausschau. Endlich tauchte am Horizont die Flagge der Bakasse auf. Da plumpste Lilli Maharani aus der Hängematte. Ihr Vater stand neben ihr und grinste. Seine langen Haare waren zu einem Zopf zusammengebunden und voller Sägemehl. Na, du Traumfängerchen! Er legte sich in die Hängematte und klopfte neben sich. Lilly kuschelte sich zu ihm. Er zog aus der seitlichen Tasche seiner Arbeitshose einen Zollstock und kratzte damit etwas Hühnerdreck von Lillys Sandale. Das mit den Hühnern, Lilly, das geht so nicht weiter. Du weißt, ich will keine Haustiere. Und die Röhrichs schimpfen sowieso dauernd über die Viecher. Und als das eine neulich auch noch ausgebüxt ist. Das war natürlich Huberta. Sie hatte eine ziemliche Verwüstung im Salatbeet der Nachbarn angerichtet. Der Frisésalat hatte es Huberta am meisten angetan. Wir müssen die Hühner sowieso bald zurückgeben. Lilli hatte einen Kloß im Hals und schluckte. Ihr Vater gab ihr einen Stups auf die Nasenspitze. Ich koche uns dann mal Spaghetti. Nach dem Mittagessen spülte Lilli ab und ihr Vater schrieb einen Einkaufszettel: Klopapier und Frisésalat für Herrn Röhrig. Als Wiedergutmachung für den Schaden, den dein Huhn in seinem Beet angerichtet hat. Hm, fällt dir noch was ein? nicht an die Schule denken, ein richtiges Bandenquartier finden und sich nie mit Jungs einlassen, dachte Lilly. Laut sagte sie aber nur, Nuss Nougat Creme. Jetzt drehte Lilly schon eine geschlagene halbe Stunde Däumchen und Bob und Verena waren noch immer nicht aufgetaucht. Wie sollten sie je eine richtige Bande werden, wenn die beiden nicht mal pünktlich zum Bandentreffen aufkreuzten? Lilly wollte die Hoffnung schon aufgeben, da klingelte es. Sie lief zum Tor der Werkstatt. Passwort? Vor dem Firmenschild mit der Aufschrift Schreinerei Stefan Holler wackelte Verena unsicher mit ihrem schmalen Kopf. Ihre glatten Haare glänzten wie ein Helm aus Gold. Ähm, es. äh. es war doch Südsee, oder? Lilly verdrehte die Augen. Bob stemmte sich am Tor hoch. Jetzt spinne ich, mach auf, Lilly. Das nervt echt mit deinen Passwörtern. Wir sind eine Bande, vergessen? Aber jeden Tag ein neues Passwort, das ist doch bescheuert! Bob kletterte jetzt einfach über das Tor. Und wenn uns jemand ausspioniert, oder bei Dunkelheit, oder am Telefon, da muss man das Passwort wissen. sah, das ist doch Quatsch. Außerdem ist es jetzt nicht dunkel. Bobs Mama war Italienerin, und manchmal rutschte Bob ein italienisches Wort raus. Verena stand noch immer brav vor dem Tor. Das Passwort lautet Maharani, sagte Lilly gnädig. Maharani, leierte Verena, und Lilly drückte auf den Knopf. Der elektrische Antrieb surrte und das Tor schob sich auf. Es begann leicht zu regnen und Lilly verzog sich mit ihren Freundinnen ins Gewächshaus. Der vordere, kleinere Teil fungierte als Hühnerstall. Der hintere Teil war durch einige alte Fenster, die Lillys Vater von einer Baustelle mitgebracht hatte, abgetrennt und diente den wilden Küken als provisorisches Bandenquartier. Hier gab es sogar eine Steckdose und eine elektrische Kochplatte, auf der Lillis Vater normalerweise seinen stinkenden Knochenleim erhitzte. Das kam zum Glück nicht allzu oft vor, denn der Gestank war so erbärmlich, dass er ein Bandentreffen völlig unmöglich machte. Auch noch zwei Tage danach. Aber jetzt kochte auf dieser Kochplatte kein übelriechender Leim, sondern einfach nur Teewasser. Lilly sah hinüber zu den Hühnern, die sich hinter den Fensterscheiben in ihre Nester duckten. Die Nester bestanden aus Holzkisten, die mit Stroh gefüllt waren irgendwie schaffen wir es nicht so eine bande zu sein wie die wilden hühner jedenfalls nicht so richtig vielleicht schwören wir noch mal verena blätterte im bandenbuch das auf ihrem schoß lag das wasser im kochtopf blubberte und einige tropfen landeten auf der kochplatte und verdampften zischend bob stellte den schalter auf null gab etwas tee in die kanne und brühte ihn auf ein angenehmer duft breitete sich aus dschungelfeuer ich hab frieda extra gefragt wo sie den kaufen die drei wilden Küken hoben die Hand und erneuerten ihren Schwur. Ich schwöre, die Geheimnisse der wilden Küken mit Leib und Leben zu schützen und nie zu verraten. Sonst will ich auf der Stelle völlig tot umfallen. Keiner musste ins Bandenbuch gucken. Alle drei kannten die Worte auswendig. Bob füllte Dschungelfeuer in die Tassen. Der Regen prasselte auf das Glasdach. Hm. Verena pustet auf ihren Tee. Eigentlich haben wir gar keine Geheimnisse. Fast hätte Lilly jetzt ihren Freundinnen erzählt, was heute nach der Schule passiert war. Sie öffnete den Mund, aber dann trank sie doch nur einen Schluck Tee. Bob musste als Erste nach Hause. Seit Luisa Wilhelms bei ihnen wohnte, herrschte eine eiserne Disziplin. Luisa war die Schwester von Bobs Vater, Jens Wilhelms, und zugleich die neue Klassenlehrerin der wilden Küken. Tante Luisa unterrichtete Englisch, Biologie und Chemie. Als Gegenleistung dafür, dass sie vorübergehend bei Bobs Familie wohnte, hatte Tante Luisa sich eingeredet, Bob schon während der Ferien Nachhilfe geben zu müssen. Und Verena musste sowieso immer früh nach Hause. Das lag an ihrem Opa. Peter Hinsken war der Meinung, Mädchen sollten am besten zu Hause sitzen und warten, bis sie verheiratet werden. Dem Vater von Verenas Mutter gehörte die Firma, in der Verenas Vater als Geschäftsführer arbeitete und dass sich die Gräfis keine Sorgen um Geld machen mussten, verdankten sie Verenas Opa Hinsken. Am Tor schaute Lilly sich um, ob sie auch wirklich niemand hören konnte. »Das Passwort für morgen lautet Dschungelfeuer!« Lilly lag in ihrem Bett. Es regnete kaum noch, nur ab und zu tröpfelte es gegen die Fensterscheibe. Wieso hatte sie ihren Freundinnen nicht einfach alles erzählt? Hoffentlich war Ole nichts passiert. Auch wenn Ole heute selber schuld gewesen war, als sie nach der Schule ihr Rad holen wollte, wieso musste er da auch solchen Blödsinn reden? Vor der Schule gab es eine Fahrradhalle, die viel zu klein für die große Schule war. Es war eher ein Schuppen als eine Halle, deshalb standen immer unzählige Räder um die Halle herum, wie Herden von Drahteseln, die im Stall keinen Platz mehr fanden. Lilli sah alles genau vor sich, wie Ole sich zwischen all den Rädern hindurchdrängte und ihr dann den Weg versperrte. Lass mich zu meinem Rad. Lilly schubste Ole beiseite, oder, besser gesagt, sie versuchte, ihn beiseite zu schubsen. Dabei fiel ihr der Schlüssel für ihr Fahrradschloss aus der Hand. Direkt vor Oles Füße. Ole kickte ihn weg. Wie kindisch bist du denn? Mir war Lilly nicht eingefallen. Während sie sich nach dem Schlüssel bückte, machte Ole. But, 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 but. Endlich bekam Lilly den Schlüssel zu fassen. But, 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 Ole zeigte auf die Feder, die Lilly um den Hals trug. Fehlt nur noch die Hühnerbrust. Ole krähte vor Lachen, und Lillis Herz raste so schnell, dass sie keine Kontrolle mehr über ihre Arme hatte. Beide Hände schnellten nach vorne und gaben Ole einen solchen Stoß, dass er hintenüber in all die Fahrräder stürzte. Lilly rannte einfach los, nur weg! Als sie um die Ecke der Fahrradhalle bog, sah sie nur noch einen Berg aus Fahrrädern und darunter einen Fuß von Ole. Aber sie rannte einfach weiter, angetrieben von ihrer Wut, die sie sich erst auf der Nepomukbrücke aus dem Leib gelaufen hatte. Lilly zog sich die Decke bis ans Kinn. Wieder hatte sie den Berg aus Fahrrädern vor Augen und Oles Fuß. Sie stellte sich vor, wie der Hausmeister aus der Schule gerannt kam und einen bewusstlosen Jungen unter all den Fahrrädern entdeckte. Ein Rettungswagen traf ein. Ole wurde auf eine Trage gehoben und mit einer goldenen Rettungsdecke zugedeckt. Der Wind wehte die Rettungsdecke kurz hoch, und sie sah, dass ein Fahrradlenker in Oles Brust steckte. Oh, sie hatte wirklich zu viel Fantasie. Lilly wischte sich über die Augen und erschrak. Scheppern flog etwas gegen die Fensterscheibe. Lillys erster Gedanke war, Ole stünde da unten im Garten und würde ihr Fenster mit Erdbrocken oder gar Steinen bombardieren. Aber bis auf das einmalige Scheppern blieb es still. Lilly kroch aus dem Bett und lugte durch die Scheibe, konnte aber nichts erkennen. Eilig kramte sie ihre Taschenlampe aus einer ihrer vielen Bettschubladen und öffnete leise das Fenster. Lilly leuchtete zum Gewächshaus. Bei den Hühnern war alles ruhig. Dann leuchtete sie nach links über die Hecke der Röhrichs. Einzelne Tropfen in der regennassen Hecke reflektierten den Lichtstrahl. In der Dunkelheit ihrer Weihnachtsinsel verlor sich kurz der Schein der Taschenlampe, tauchte dann aber am Holzlagerschuppen ihres Vaters wieder auf und wanderte über das Einfahrtstor bis zur Werkstatt. Nichts, nur eine Amsel flog auf. Ein Vogel. Oh. Lilli richtete den Strahl ihrer Taschenlampe direkt unter sich. Im Lichtkegel lag regungslos ein winziger Vogel auf dem Rost vom Kellerschacht. Lilly schlich sich raus. Es war ein Rotkehlchen. Sie riss ein Rhabarberblatt ab und legte den leblosen Vogel drauf. Sie wartete ein paar Minuten in der Hoffnung, dass das Rotkehlchen durch den Aufprall nur kurz das Bewusstsein verloren hatte. Aber Lilly wartete umsonst. Starr lag der Vogel da, den Schnabel geöffnet. Vielleicht war das genau der Schnabel, der heute Nachmittag so fröhlich für sie gezwitschert hatte. Lilly wickelte den toten Vogel in das Rhabarberblatt und trug ihn zu ihrem Friedhof. Sie war barfuß und das nasse Gras war kalt. Lillys Tierfriedhof lag zwischen der Weihnachtsinsel und dem Komposthaufen unter den Birken. Hier lagen jede Menge Käfer begraben, ein Maulwurf, verschiedene Vögel und eine Libelle. Die meisten Grabsteine waren nur bunte Kiesel, aber es gab auch ein paar Holzkreuze und kleine, aus Gräsern geflochtene Kränze. Lilly grub ein Loch legte das Rhabarberblatt mit dem toten Rotkilchen in das Grab und schob Erde darüber. Dabei verrutschte die Taschenlampe, die neben Lilly auf dem Boden lag. Der Lichtkegel fiel jetzt auf ihre Hühnergötter. Hühnergötter, so nennt man Steine, die ein Loch in der Mitte haben. Solche Lochsteine findet man häufig an der Ostsee. Lilly hatte alle ihre Hühnergötter auf Schnüre gefädelt, zu mehreren, manche aber auch einzeln. Und so hingen sie in den Zweigen der Birken. Einmal hatte ihr Papa durch so einen Stein hindurchgeguckt und behauptet, durch das Loch könne man in den Himmel sehen. Seither musste Lilly beim Anblick der Steine immer an ihre Mutter denken, obwohl die ja gar nicht tot war und erst recht nicht im Himmel, sondern einfach nur nicht da. »Lilly?« Die Außenbeleuchtung an der Werkstattwand ging an und ihr Vater kam in seiner kurzen Schlafhose durchs Gras gestarkst. Lilly schniefte. Ihr Vater nahm sie hoch und drückte sie. »Wieso schlafwandelt mein Traumfängerchen hier durch die Nacht?« ein Vogel ist gegen meine Scheibe geflogen. Eine Windböe fuhr in die tropfenden Zweige und die Hühnergötter bewegten sich an ihren Schnüren. Sieht aus, als würden sie tanzen. Lillys Vater trug Lilly ins Haus und deckte sie zu, nachdem sie ins Bett geschlüpft war. Am nächsten Morgen schleppte sich Lilly völlig übermüdet auf dem Weg zur Schule über die Nepomukbrücke. Hey, Lilly! Lilly drehte sich um. Es war Sprotte. Lillys großes Vorbild und das ehemalige Oberhuhn der ehemaligen wilden Hühner. Na, auch zu spät dran? Sprotte grinste. Ich schaffe es so selten pünktlich zu sein. Frau Rosa hat es schon aufgegeben, jedes Mal einen Eintrag ins Klassenbuch zu machen. Wie geht's unseren Hühnern? Gut. Besonders Huberta ist super. Wir holen sie bald bei euch ab, sobald Frieda mit ihrem Praktikum bei der Lebensgemeinschaft Gut Feldberg beginnt. Die haben da einen Biobauernhof. Da kann Frieda die Hühner unterbringen und sich um sie kümmern. Hast du schon eine Ausrede fürs zu spät kommen? Lilly grinste. Ich sag, die Straßenbahn hat den Platten. Oder der Bus hat sich verfahren. Die beiden gingen links und rechts am alten Stadtbrunnen vorbei. Man kann auch sagen, ein Psychopath hat einem das Heft mit den Hausaufgaben geklaut. Sprotte zwinkerte Lilly zu. Cool, dann hat man auch gleich eine Ausrede, weil man die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Lilly zwinkerte zurück. Oder ich sag, mein Wasserbett hat ein Loch und ich wäre fast ertrunken. Sprotte nickte fachmännisch. Sie waren mittlerweile an der Fahrradhalle angekommen und Lillis Augen blieben an ihrem Rad hängen. Ganz unschuldig stand es inmitten der Drahteselherde. Sie lief hin und suchte den Boden nach der Haarspange ab. Hast du was verloren? fragte Sprotte. Lilli winkte ab. Und? Wie läuft's mit Fred? Oh, Liebe ist kompliziert. Eiligburg sprotte nach rechts ab ins Hintergebäude der Schule. Lilly hingegen musste nach links über den Pausenhof gehen und dann durch die Aula. Als Lilly viel zu spät das Klassenzimmer betrat, klopfte Ole mit strenger Miene auf seine Armbanduhr, als wäre er hier der Boss. Trotz ihrer Erleichterung darüber, dass er offensichtlich unverletzt war, hätte Lilly dem Blödmann am liebsten den Papierkorb über den Kopf gestülpt. Ole saß in der langen Fensterreihe zwischen seinem Bruder Little und seinem besten Kumpel Mitch. Lidl war Oles Zwillingsbruder, aber nicht einreich, so daß sie sich zwar ähnlich sahen, jedoch nicht zum Verwechseln. Eigentlich hieß Little Linus, aber alle nannten ihn nur Lidl. Lilli hatte keine Ahnung warum, denn Lidl war sogar ein wenig größer als Ole. Frau Schlei unterrichtete Mathe, und einer lebenden Volumenberechnung gleich steckte sie immer in hautengen Klamotten. Sie holte das Klassenbuch raus und zückte ihren Stift. Lilli Holler, Grund des zu spät kommens? Eine Sekunde lang lag Lilly die Ausrede mit dem Wasserbett auf der Zunge, aber dann entschied sie sich für die Wahrheit. »Ich hab verschlafen, weil ich mir die halbe Nacht wegen unterschiedlicher Sachen Sorgen gemacht hab.« Lilly schaute unwillkürlich zu Ole, der mit Mitch tuschelte. »Das ist die dümmste Ausrede, die ich je gehört habe. Setz dich!« Frau Schlei machte einen dicken Strich ins Klassenbuch und warf es zurück in die Schublade. Dann nahm sie endlich Lidl dran, der schon die ganze Zeit den Finger in die Luft reckte. »Linus!« das Volumen eines Quaders errechnet sich aus dem Produkt seiner drei Kantenlängen oder aus dem Produkt von Grundfläche und Höhe. Little war eigentlich kein Streber. Er wusste nur alles. So als wäre er von Außerirdischen auf den Planeten Erde geschickt worden, um zu kontrollieren, ob die irdischen Lehrer auch wirklich alles richtig machten. Deshalb nannten ihn einige in der Klasse auch Professor Little. Nach Mathe hatten sie Englisch bei Frau Wilhelms, Bobs Tante. The Itzy Bitsy Spider climbed up the water spout. Bob sang das Lied auswendig und lächelte dabei schief. Down came the rain and washed the Spider out. Immer wieder musste die Itzy Bitsy Spinne die Regenrinne raufklettern und sich vom Regen runterspülen lassen. Es war eins dieser Lieder, die man endlos singen konnte, weil sie kein Ende und keinen Anfang haben. Ich übe das schon seit Tagen mit Tante Luisa. Out came the sun and dried up all the rain, and the itsy bitsy spider climbed up the spout again. Bob verdrehte die Augen. Nach der letzten Schulstunde verabredeten sich die wilden Küken noch schnell zum Bandentreffen am Nachmittag in der Eisdiele. Dann stürmte Lilly auch schon aus dem Klassenzimmer. Heute wollte sie mit ihrem Rad verschwunden sein, bevor Ole an der Fahrradhalle auftauchte. Lilly durchsuchte die Nester im Gewächshaus nach Eiern und hörte ihren Vater von der Werkstatt her schimpfen. Mist, irgendwo muss das verdammte Ding noch sein! Lillys Vater war oft auf der Suche nach irgendwas, nach einem Hobel, einem Schnitzeisen oder auch nach einer Idee für ein neues Regalsystem. In Dollys Kiste fand Lilly ein Ei und jeweils eins in den Nestern von Kokoschka und Clara. Sie hielt ihr T-Shirt auf und legte die Eier vorsichtig hinein. Hoppla, wer war das denn? Ein weiteres Ei lag weich gepolstert auf den Gartenhandschuhen, die Lilli immer in den Eimer neben der Tür warf. Das stammte sicher von Huberta, dem Huhn mit dem stärksten Freiheitsdrang. Lilli ließ die Eier in die heiße Pfanne plumpsen. Spiegeleier aus frisch gelegten Eiern, wie lecker! Da ihr Vater schon Lasagne fürs Mittagessen besorgt hatte, würde es die Eier eben als Vorspeise geben. Der Gedanke, dass die Hühner bald nicht mehr bei ihr wohnen würden, machte Lilli traurig. Ihr Vater deckte den Tisch. Da ist es ja! Er kramte sein Schnitzeisen aus der Besteckschublade und klopfte sich mit dem Griff gegen die Brust. Wieso kriegen wir das nicht hin, einigermaßen Ordnung zu halten? Lilli ließ die Spiegeleier auf zwei Teller gleiten und guckte kurz auf. Ihr genügte die Ordnung, die sie hatten. Während Lilli und ihr Vater schweigend die Spiegeleier aßen, drehte die Fertiglasagne in der Mikrowelle ihre Runden. Ob Lilli das mit der Entschuldigung bei den Röhris nicht einfach vergessen könnte? Das Signal der Mikrowelle unterbrach ihre Gedanken. Ich übernehme den Abwasch. Dann kannst du gleich zu Röhrichs gehen, bevor die ihren Mittagsschlaf halten. Ihr Vater verteilte die Lasagne auf zwei Teller. Okay, geht klar. Keine halbe Stunde später stand sie mit zwei Salatköpfen unterm Arm vor der vergitterten Haustür der Röhrichs. Lilli! Frau Röhrich blickte sie verwundert an. Ich wollte mich nur entschuldigen, wegen der Sache mit dem Huhn. Hans-Dieter hat sich gerade hingelegt. Ähm, vielleicht können Sie ihm was ausrichten. Lilly wollte das Ganze jetzt hinter sich bringen und nicht später noch mal wiederkommen. Wenn Sie Ihrem Mann sagen, dass das nicht mehr vorkommt, weil erstens müssen die Hühner bald weg und zweitens... Lilly stockte. Ein zweitens fiel ihr nicht ein. Also hielt sie Frau Röhrich einfach die beiden Friseesalate hin. Als Ersatz, ich muss dann los. Sie machte sich aus dem Staub. Lilly war als erste in der Eisdiele. Bob war noch nicht da, dabei wohnte sie dort. Natürlich nicht in der Eisdiele, sondern in der Wohnung darüber. Ihrer Mutter und ihrer Oma gehörte nämlich die Gelateria Cantarella. Lilly nahm an dem kleinen Tisch ganz in der Ecke Platz und schaute Gelatino zu, wie er durch das Fenster seitlich der Theke Eis an Passanten verkaufte. Er war ein paar Jahre älter als Lilly und sah aus wie ein Italiener, obwohl er aus Rosenheim in Bayern kam und eigentlich Georg Hadersdorfer hieß. Wie ein Jongleur warf er ein Gefäß mit Schokostreuseln in die Luft und fing es wieder auf. Gil, du schaukst! Gilatino grinste zu Lilly herüber und streute eine Ladung Streusel über die Eisportion vor ihm. Passwort Dschungelfeuer! Bob steuerte auf Lilly zu. Fast gleichzeitig betrat Verena die Eisdiele. Blinzelnd schob sie die Sonnenbrille hoch in ihren blonden Pony. Gilatino pfiff durch die Zähne. Verena tat, als hätte sie das nicht gehört und setzte sich zu Lilly und Bob. Passwort? fragte Lilli. Äh Mist? Mist ist es nicht. Lilli verschränkte die Arme. Es ist Dschungelfeuer, sagte Bob und fügte mit einem Blick zu Lilli hinzu. Irgendwie nervt das echt. Lilli senkte die Stimme, damit nur Bob und Verena sie hören konnten. Punkt eins unseres heutigen Bandentreffens. Was tun wir, wenn wir die Hühner nicht mehr haben? Zweitens. Wir haben noch immer kein Bandenquartier. Das Gewächshaus ist viel zu nah. Papa kriegt doch alles mit. Das ist schädlich für Geheimnisse. Und damit war sie beim dritten Punkt angelangt. Und außerdem haben wir überhaupt keine Geheimnisse. Außer dass Verena neuerdings in Gelatino verknallt ist. Aber das sieht ja sogar ein blindes Huhn. Bob zupfte Verena die Brille aus dem Haar und setzte sie selbst auf. Spinnst du? Verena schnappte sich ihre Brille wieder und klemmte sie an den Kragen ihres Kleides. Da Verena kein Eis wollte, holte Bob nur für Lilli und sich eins. Das war der Vorteil, wenn sie sich in der Eisdiele trafen. Man bekam immer gratis ein Eis. Und meistens eine Schüssel mit Waffelbruch. Lilly fand, dass die zu Bruch gegangenen Eiswaffeln fast besser schmeckten als die ganzen. Frau Wilhelms erschien in der Eisdiele. Mit einem kurzen Nicken grüßte sie Gelatino und nahm dann Bob ins Visier. Legt euch bloß keine Lehrerin als Tante zu. Da setzte sich Frau Wilhelms auch schon zu ihnen. Sie deutete auf Verenas Brille. Very pretty, Veronica. My name is Verena, Miss Wilhelms. Frau Wilhelms nickte. Very stylish, your sunglasses, Verena. Thank you very much. Your English is very good, Verena. Frau Wilhelms lächelte Verena zu und wandte sich dann an Bob. Sind wir zwei nicht zur Hausaufgabenbetreuung verabredet? Very scheiße, rutschte es Bob raus. Frau Wilhelms überhörte das und stand auf. Also, verabschiede dich von deinen Freundinnen und komm da nach oben. Bevor sie sich wegdrehte, blieb ihr Blick kurz auf Lilly haften. Verena winkte Frau Wilhelms nach. Have a very nice day, Miss Wilhelms! Kaum war Bobs Tante auf der Treppe nach oben verschwunden, drehten sich Lilly und Bob zu Verena. Mensch, Verena, du bist echt very, very. Und von da an hieß Verena bei den wilden Küken einfach nur noch very. Lilly und Verry verabschiedeten sich von Bob und gingen raus zu Lillys Rad. Servus, Bella! rief Gelatino Verry hinterher. Verry warf ihm eine übertriebene Kusshand zu. Du bist doch nicht wirklich verknallt in den, hä? Lilly steckte den Schlüssel in ihr Fahrradschloss. Verry tippte sich an die Stirn. Er hat Gel in den Haaren. Und sein Hemd? Also wirklich! Gelatino hatte die Haare nach hinten frisiert. Er trug eine schwarze Hose und ein weißes Hemd. Ein weißes Hemd? Was soll denn damit sein? Schwarz-Weiß ist dermaßen out. Also wirklich, dass dir das nicht auffällt. Veri holte ihr Handy raus, drückte eine Taste und hielt es ans Ohr. Opa, ich bin's Verena. Du kannst mich jetzt abholen. Vor der Eisdiele Cantarella, ja? Sie steckte das Handy wieder ein. Mein neues Rad ist noch nicht geliefert worden. Wieso nimmst du nicht dein altes? Veri nahm ihre very stylische Sonnenbrille ab. Seit Opa sich aus der Firma zurückgezogen hat, ist er dauernd zu Hause und nervt. Da kann er mich doch auch fahren. Opa nörgelt ständig rum, vor allem an Hartmut. Veri nannte ihre Eltern nicht Mama und Papa, sondern Ilona und Hartmut. Zu Veris Mutter kamen oft Heilpraktiker, Gurus oder Astrologen und halfen ihr bei der Suche nach dem Sinn von irgendwas. Lillis Papa bezeichnete Ilona deshalb als esoterische Tussi. Opa redet Ilona dauernd rein und schimpft darüber, wie Hartmut die Firma führt. Und mich nervt er mit seiner Chronik. Veri sollte ihrem Opa helfen, Zeitungsausschnitte für seine Firmenchronik zu sammeln und zu ordnen. 50 Jahre Hinsken-Küchen. Oh, als ob das nicht noch Zeit hätte. Das Jubiläum ist doch erst nächstes Jahr. Ein großer, krumm glänzender Geländewagen mit der Aufschrift Hinsken-Küchen vom Feinsten bremste neben ihnen. Verry stieg ein. Vielleicht können wir ja noch mal ein neues Rad abholen, Opa. Peter Hinske nickte. Bye, bye. Very winkte aus dem davonfahrenden Auto. Lilly schüttelte den Kopf. Very war wirklich very, very. Lilly schob das Rad durch die Fußgängerzone. Sie wollte sich gerade auf den Sattel schwingen, da entdeckte sie Ole, Lidl und Mitch. Sie duckte sich hinter einen Container mit Bauschutt und beobachtete die Jungs. Ole und Lidl saßen auf der Mauer vom alten Stadtbrunnen. Mitch demonstrierte irgendwelche Kampftechniken an unsichtbaren Gegnern. Er drehte sich auf einer Fußspitze um sich selbst und verteilte Karateschläge an seine Luftfeinde. Dabei verlor er fast das Gleichgewicht. Mitch tat gern so, als wäre er einer der knallharten Helden aus den Actionfilmen, die er sich dauernd anguckte. Ole warf Mitch eine Aprikose aus der Obsttüte zu, die zwischen ihm und seinem Bruder lag. Dann teilte Ole eine weitere Aprikose in zwei Hälften reichte eine Hälfte Lidl und steckte sich die andere selbst in den Mund. Er holte weit aus und warf den Aprikosenkern genau in Lillis Richtung. Kurz dachte Lilly, er hätte sie entdeckt und der Wurf hätte ihr gegolten. Aber als Ole einen zweiten Kern warf, erkannte sie den wahren Zusammenhang. Ole zielte auf eine Taube, Lilli bemerkte gleich, dass die Taube Probleme mit ihrem Flügel hatte, denn auf der einen Seite lagen die Federn nicht glatt am Körper, sondern standen fächerförmig ab. Sie konnte bestimmt nicht fliegen. Kurz musste Lilli an das Rotkillchen denken. Die Taube wich aus und flatterte mit den Flügeln. Ole warf einen dritten Kern. Noch während der Kern in der Luft war, ließ Lilli ihr Fahrrad fallen, rannte zu den Jungs hinüber und kickte die Aprikosentüte in den Brunnen. Ole starrte sie an. Lilli. Wo ist sie? Lilly blickte sich suchend um. Wo ist die Taube? Littles ausgestreckter Finger zeigte auf die Taube. Sie saß völlig unversehrt auf einer Bank. Little klatschte kurz in die Hände, die Taube flog auf und verschwand über den Dächern. Mit sprang das Bassin des Brunnens. Dein MP3-Player, Boss! Erst jetzt sah Lilly, dass unter den schwimmenden Aprikosen ein MP3-Player im Brunnenwasser lag. Winzige Luftbläschen stiegen aus seinem Innern auf. Mitch erwischte das Kabel der Ohrstöpsel, fischte das Gerät aus dem Wasser und gab es Ole. Dann drehte er sich zu Lilly. Den ersetzt du ihm sonst! Er machte Bewegungen wie ein Kung-Fu-Kämpfer und stieß mit dem Fuß bis knapp vor Lillys Gesicht. Tropfen aus seinem nassen Schuh landeten auf ihrer Haut. Lilly wollte etwas sagen, aber sie bekam den Mund nicht auf, sondern stand nur mit hängenden Schultern da. Ole trat jetzt nah vor sie. Sie sah seine dunkelblauen Augen. Wo andere ein Hirn haben, hast du ein schwarzes Loch. Er zog Little und Mitch mit sich fort. Kommt, Jungs, wir schlagen uns nicht mit Mädchen. Wie eine Schar kugeliger Entenküken schwammen die Aprikosen im Brunnenwasser. Lilly hob ihr Fahrrad auf und radelte nach Hause. Lilly hatte die Hühner versorgt und das Gewächshaus ausgemistet. Sie hatte versucht, den Liedtext von Ezibitzis beide auswendig zu lernen und ihre Mathehausaufgaben erst auf einem Schmierzettel gemacht und dann sauber ins Heft übertragen. Sie hatte einen Korb Dreckwäsche in die Waschmaschine gesteckt, Waschmittel eingefüllt und die Maschine angeschaltet. In der Küche gab es nichts zu tun, denn die hat ihr Vater schon auf Vordermann gebracht. Und jetzt saß Lilly in der Kiste mit den Hobelspänen und schaute ihrem Vater bei der Arbeit zu. Sie schlang die Arme um ihre angewinkelten Beine und stützte das Kinn auf die Knie. In der Werkstatt herrschte das wundervollste Chaos. Maschinen standen herum, Werkzeuge lagen auf dem Boden und in den Regalen oder hingen an den Wänden. Überall verstreut waren Leisten, Bretter, Furniere und Holz in allen Größen und Formen. lilli's Vater hatte ein Werkstück aus rotbraunem Holz in die Hobelbank gespannt und hobelte. Immer wieder klopfte er die Spanspiralen aus dem Hobel und warf sie neben Lilly in die Kiste. mahagonilocken locken wie bei dir!« Ihr Vater pfiff bei der Arbeit. Das hatte er schon lange nicht mehr gemacht. Was wird das? Ein Stuhl. Im englischen Chippendale-Stil. Er zeigte auf ein Foto von einem Stuhl, das zwischen den Schraubzwingen an der Wand hing. Die Kundin hat schon so einen in Alt und will einen zweiten dazu. Lilly betrachtete den Stuhl auf dem Foto. Sieht teuer aus. Ist kein echter Chippendale. Ihr Vater spannte das Werkstück aus, drehte es um und klemmte es wieder in den Schraubstock. Nur nachgemacht. Aber trotzdem über hundert Jahre älter als der, den ich hier mache. Er fing an, die andere Seite zu bearbeiten. Weißt du, Thomas Chippendale war ein Kollege von mir, im 18. Jahrhundert in England, ein fantastischer Schreiner. Hoffentlich kriege ich die Schnitzereien einigermaßen hin. Das Holz ist ziemlich kostbar. Westindisches Mahagoni. Ihr Vater redete und die Späne, die aus seinem Hobel wirbelten, dufteten. Lily bemühte sich gar nicht alles zu verstehen, was ihr Vater sagte. Es genügte, seine Stimme zu hören und in den Spänen zu hocken. Sie träumte noch ein bisschen von der indischen Prinzessin und schlief ein. Lilli hielt Huberta auf dem Arm und streichelte ihr über die Federn. »Wie lautet heute überhaupt das Passwort?« Veri saß barfuß vor dem Hühnergatter im Gras. »Das Passwort!« Lilli fasste sich an den Kopf und Huberta hopste ihr vom Schoß. »Das hatte sie gestern ganz vergessen. Mist!« Mist es jedenfalls nicht. Bob grinste und hielt Isolde ein Löwenzahnblatt hin, das Isolde jedoch verschmähte. Ist doch auch egal. Sollte Lilly es jetzt schon ansprechen? Schon bei den letzten Bandentreffen hatte Lilly mit dem Gedanken gespielt, aber heute würde sie es durchziehen. In Gedanken versunken ging sie zu den Johannisbeerbüschen, die entlang des Holzlagers wuchsen und voller roter und schwarzer Beeren hingen. Wir könnten Marmelade kochen. Barry und Bob sprangen sofort auf. Eine ganze Stunde lang ernteten die wilden Küken Beeren. So muss Sommer schmecken. Erst aßen sie sich satt, dann holten sie eine große Schüssel und machten sie voll. Sie gerieten ziemlich ins Schwitzen, denn die Sonne brannte, und als sie die Beerenmarmelade auf dem Kocher im Gewächshaus kochten, war es so heiß, als wäre der Topf ein Vulkan und die dickflüssig blubbernde Marmelade Lava. Ein Wunder, dass ihr noch nicht geschmolzen seid sagte Lillis Vater, der immer wieder nach ihnen schaute. Erst, weil er eigentlich den Kocher für seinen Leim brauchte, und dann, um die Marmelade zu kosten, bis ihn jemand anrief, der seinen fachmännischen Rat haben wollte wegen eines geeigneten Bezuges für die Sitzfläche des Chippendale-Stuhls. Er setzte sich sofort ins Auto und fuhr los. Die wilden Küken stellten den Gartentisch in den Schatten, setzten sich drumherum und strichen sich lauwarme Marmelade auf das schon etwas altbackene Brot aus dem Brottopf in der Küche. Die Schmetterlinge flatterten um den Sommerflieder herum, ein paar weiße Wolken verschönerten den Himmel und es war so ruhig, dass sie sogar den Flügelschlag eines Taubenpärchens hörten, das über sie hinwegflog. Barry leckte sich die Finger ab und Bob versuchte mit der Zunge den Marmeladenklecks auf ihrer Nasenspitze zu erwischen. Und dann sagte Lilly es endlich. »Wir sind überhaupt keine Bande!« Bob berührte die Hühnerfeder, die sie genau wie ihre Freundinnen an einem Lederband um den Hals trug, und funkelte Lilli böse an. Du willst die Bande auflösen, hab' ich recht? Lilli schüttelte den Kopf. Was dann? Lilli kramte ihr Handy aus der Hosentasche und legte es zwischen die Marmeladengläser auf den Tisch. Wir geben Fuchsalarm. Eine Sekunde lang schwebte Lillis Daumen über der Taste für SMS senden. Fragend schaute sie zu Bob und Verry. Soll ich? Oder soll ich nicht? Bob machte einen runden, spitzen Mund, als würde sie pfeifen. Das machte sie immer, wenn sie angestrengt nachdachte. Verry blinzelte nervös. Ach, das dauerte Lilli zu lange. Ohne eine Antwort der beiden abzuwarten, landete ihr Daumen auf der Taste. Als Erste trafen Trude und Friede auf ihren Fahrrädern ein. Lilli drückte auf den Schalter an der Garagenwand. Noch während sich das elektrische Einfahrtstor für Trude und Frieda öffnete, hielt das Taxi von Sprottes Mutter am Straßenrand. Aus dem Taxi stiegen Sprotte und Melanie. Was ist passiert? Weil Lilly nicht gleich antwortete, packte Sprotte sie an den Schultern und schüttelte sie. Was? Raus mit der Sprache! Ist was mit den Hühnern! Nein, mit uns. Die vier wilden Hühner waren alle mindestens einen Kopf größer als Lilly und kamen ihr so fremd vor wie noch nie. Wie Erwachsene eben. Bob lächelte schüchtern in die Runde. Wir haben Marmelade gekocht. Wenn ihr kosten wollt? Sogar die lange Verry wirkte klein neben Melanie. Da kam Wilma angesaust. Sie war mit dem Rad gleich durch das noch offenstehende Eingangstor gedüst und sprang jetzt vom Sattel. Hab ich was verpasst?« Erst hatte Lilly sie gar nicht erkannt. Ihre Haare waren weiß gepudert und seine Mozartzopf geflochten. Die Augen waren rot umrandet und funkelten gefährlich aus dem bleichgeschminkten Gesicht. Wir hatten gerade Kostümprobe für das Musical unserer Theater AG. Jetzt standen also die wilden Hühner komplett versammelt vor den wilden Küken. Also, was ist los? Entsprottes Stimme schwangen zugleich Besorgnis und Ungeduld mit. Wir, wir brauchen eure Hilfe, fing Lilly an. Irgendwie kriegen wir das allein nicht hin, eine Bande zu sein. Wir haben ja nicht mal Geheimnisse. Und dann sprudelte es aus Lilli heraus, und sie sprach sich ihre Sorgen von der Seele. Von einem Bandenbuch, in dem noch kein einziges Abenteuer drin stand, von einem Bandenquartier, in dem ihr Vater seinen stinkenden Knochenleim zubereitete, und dass sie nicht mal das mit den Passwörtern hinkriegten. Mit jedem Satz von Lilli wurde Sprottes Gesicht finsterer. Und deshalb gebt ihr Fuchsalarm? Bei uns wilden Hühnern gibt es drei Arten von Alarm. Und keiner darf nur aus Blödsinn ausgelöst werden. Melanie schüttelte den Kopf und Wilma sah immer vampirischer aus. Es gibt Rattenalarm, was so viel heißt wie: Achtung, die Jungs kommen. Und Marderalarm. Trude verschränkte die Arme vor der Brust. Das bedeutet normale Gefahr. Und nur wenn es ganz schlimm wird, Sprotte kochte richtig. Also bei allergrößter Gefahr. Ja, bei Lebensgefahr. Dann löst ein Bandenmitglied Fuchsalarm aus. Eine Minute später waren die wilden Hühner verschwunden. Und gleich darauf verabschiedeten sich auch Bob und Verry. Wir brauchen noch ein Passwort für morgen, sagte Lilli am Tor. Verry schüttelte genervt den Kopf. Du spinnst. Am nächsten Morgen fand Lilli für ihr Rad sogar einen Platz in der Fahrradhalle, seitlich an der Betonwand, die über und über mit Sprüchen und Graffitis vollgekritzelt war. Wie in Zeitdupe steckte Lilly den Schlüssel in ihr Fahrradschloss und drehte ihn noch langsamer herum. Lilly hockte sich auf den Gepäckträger und überlegte, ob sie überhaupt zum Unterricht gehen sollte, oder doch wieder heimfahren und ihrem Vater irgendwas von plötzlichen Kopfschmerzen erzählen. Sicher waren Bob und Verry schon im Musiksaal. Sie würden ihr heute bestimmt keinen Platz freihalten. Lilly schlug ihre Ferse gegen die Wand. Wenn die beiden schon von Anfang an dagegen waren, die SMS zu schicken, dann hätten sie das gestern gleich sagen sollen, rechtzeitig. Einsam und verlassen saß Lilly auf ihrem Gepäckträger und weinte leise. Von der Schule her hörte man den Gong, das Geschrei und Gegröle war verstummt. Die erste Stunde hatte angefangen. Lilly schniefte, und gleichzeitig traf sich ihr Blick mit dem von Sprotte, die am Ausgang der Fahrradhalle an der Mauer lehnte. Wie lange mochte Sprotte wohl schon da gestanden haben? Sprotte nickte Lilly fast unmerklich zu und ging weiter Richtung Schule. Lilly wischte sich die Tränen weg und entschied sich gegen das Kopfweh, obwohl sie inzwischen tatsächlich welches hatte. Frau Homolka war so vertieft in die Klänge, die sie der Klasse vorspielte, dass sie gar nicht merkte, wie Lilly klammheimlich in den Musiksaal huschte. Bob winkte ihr zu und Veri nahm die Tasche vom Stuhl neben sich. Die beiden hatten ihr doch einen Platz freigehalten. Wenn sie noch sauer waren, ließen sie es sich immerhin nicht anmerken. Nach Musik hatten sie eine Freistunde. Und Verri gingen raus in den Pausenhof. Lilly schwindelte noch kurz in die Bibliothek zu müssen. In Wahrheit aber suchte sie eine Gelegenheit, um Ole allein zu erwischen. Am Ende der Musikstunde hatte sie zufällig mitbekommen, wie Frau Homolka Ole bat, ihr beim Hochtragen eines Tageslichtprojektors zu helfen. Lilly setzte sich auf einen der drei beigen Sessel, auf denen man normalerweise wartete, bis man im Sekretariat drankam. Als Ole um die Ecke bog, starrte Lilli betont gelangweilt auf die Schließfächer der Lehrer an der Wand gegenüber. Aber aus dem Augenwinkel beobachtete sie Ole. Der drückte die Klinke vom Raum mit den Tageslichtprojektoren, aber die Tür war abgeschlossen. Also setzte er sich jetzt ebenfalls, ließ aber einen Sessel zwischen sich und Lilli frei. Von Mitch und Little war keine Spur. Alles lief genau, wie Lilli gehofft hatte. Nur, dass sie jetzt nicht den blassesten Dunst hatte, was sie sagen sollte. Schweigend betrachteten sie die Schließfächer, deren Namensschilder verrieten, wem welches Fach gehörte. Die Nachnamen waren ganz ausgeschrieben, die Vornamen abgekürzt. A. -Punkt stand hinter Schlei. Frau Schlei hieß Alexa, fiel Lilli ein. Und Herr Buse hieß Norbert. Was wohl das R hinter Herrn Wieses Namen bedeutete? Da rutschte Ola auf den Platz neben ihr und zeigte auf die Schließfächer. Guck dir mal das Schild von Herrn Buse genau an. Erst kapierte Lilly nicht, was Ole meinte, aber dann sprang es ihr förmlich in die Augen. Buse, hm, stand da, und darunter Sport. Zusammen ergab es Busensport. Lilly musste lachen. Lidl hat das entdeckt! Ole lachte ebenfalls. Tut mir leid wegen dem MP3-Player. Lilly griff in die Hosentasche. Sie hatte ihr Sparschwein geplündert, um Ole das kaputte Gerät zu ersetzen. Lilly kramte drei Zehn-Euro-Scheine raus und hielt sie Ole hin. »Hier, weil ich ihn doch kaputt gemacht hab.« Ole schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich war das Ding viel teurer gewesen. »Reicht wohl nicht? Vielleicht als Anzahlung?« »Der ist nicht hinüber.« Ole zog seinen MP3-Player aus der Husentasche. »Aber seit du ihn gewässert hast, spielt er nur noch Songs mit Wasser. Pass auf!« Er reichte Lilly einen Ohrstöpsel, berührte das Display mit der Fingerspitze... Und dann hörte Lilly eine Melodie. Das ist Bridge over Troubled Water. Ole grinste. Lilly war erleichtert. Und das nicht nur wegen der gesparten 30 Euro. Frau Humolka kam mit ihrem Schlüssel in der Hand um die Ecke marschiert und winkte Ole eilig zu sich. Ole zupfte Lilly den Ohrstöpsel raus und folgte der Lehrerin in den Lehrmittelraum. In den restlichen Schulstunden schaute Lilly immer wieder zu Ole rüber, während Frau Wilhelms auf ihren hochhackigen Schuhen vor einer am Kartenständer aufgehängten Schautafel des chemischen Periodensystems auf- und abstöckelte. »Wir unterscheiden verschiedene Aggregatzustände.« Lilly entdeckte, dass Ole unter der Bank einen kleinen Zettel zusammenrollte. Offensichtlich wollte er ihn an Mitschweiter reichen, aber der Zettel fiel ihm runter. Philipp, der links von Ole saß, bemerkte das sofort und kickte das Papierrollchen in die Mitte des Klassenzimmers. Im gleichen Moment traf Oles Blick den von Lilli, und plötzlich wusste sie, dass der Inhalt des Zettels etwas mit ihr zu tun hatte. Sie musste diesen Zettel aus dem Verkehr ziehen, und zwar schleunigst. Schon streckten sich unter den Bänken etliche Füße nach der geheimen Botschaft aus. Jetzt oder nie. Während Frau Wilhelms das Wort, gasförmig neben die Worte, flüssig und fest an die Tafel schrieb, Sauste Lilly wie ein geölter Blitz in die Mitte des Klassenzimmers, schnappte sich den Zettel und saß wieder auf ihrem Platz, bevor Frau Wilhelms sich umdrehte. Lillys Finger rollten die Botschaft unter der Bank auf. Sie sah aber nur eine unverständliche Buchstabenkombination. Sie steckte die Nachricht in das kleine Seitenfach ihres Schulrucksacks und lugte vorsichtig zu Ole. Der wirkte nicht sonderlich beunruhigt. Anscheinend war er sich verdammt sicher, dass Lilly es nicht schaffen würde, die Geheimschrift zu knacken. So teuer? Das ist ja Wahnsinn! Bob rechnete gerade aus, wie viele Räder von ihrem Modell sie für den Preis von Verrys neuem Rad bekommen würde. Da fuhren Ole, Little und Mitch in Schlangenlinien an den drei Küken vorbei. Auf ihr Reiter! Schwingt die Schwerter! Reitet! Reitet zur Vernichtung der Welt! Tod! 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 feuerte Mitch die beiden Brüder vor sich an. Was für ein Idiot! Verry schüttelte angewidert den Kopf. Karo-Muster, zu einem gestreiften Hemd unmöglich! Zwischen Mitchs gestreiftem Hemd und seiner tief sitzenden Jeans leuchteten rot-weiß karierte Shorts. Hey Mitch! schrie Bob ihm nach. Wir sehen deine Unterhose! Als die Jungs außer Sicht waren, unterhielten sich Lilly, Bob und Verry über die Schule, über die Ungerechtigkeit von Hausaufgaben und über Opa Hinsken, der Verry gestern Abend wieder mit seiner Firmenchronik genervt hatte. Bob erzählte von Tante Luisa, die ja eigentlich nur vorübergehend bei ihnen wohnen wollte. Aber inzwischen hatte Bobs Vater die Wahnsinnsidee, Tante Luisa das sogenannte Arbeitszimmer, in dem sowieso nur der ganze Papierkram der Eisdiele aufbewahrt wurde, sowie das Gästezimmer samt Gästebad sozusagen als kleine Wohnung für länger zu vermieten. Wisst ihr, was das heißt? Bob rollte mit den Augen. Lebenslange Nachhilfe. Lilly, Bob und Barry redeten und redeten. Über alles Mögliche, nun nicht darüber, was sie vorhatten. Sollen wir das wirklich tun? Bob sah über das Gelände der Nepomukbrücke auf das Wasser hinunter. Verry stellte sich neben sie und überlegte laut. Wir haben immer noch die Hühner, zumindest noch drei Wochen. Vielleicht sollten wir so lange warten. Vielleicht werden wir ja noch eine richtige Bande. Aber als Lilly ihr Lederband mit der Hühnerfeder vom Hals nahm, machten es ihr Bob und Verry nach. Der Fluss wälzte sich unter der Brücke hindurch. Ein sich langsam drehendes Stück Styropor trieb vorbei. Sie streckten die Arme aus. Die Bandenhalsketten baumelten über dem Abgrund. Ein Windstoß bewegte die Federn. Da klingelte es in Lillis Hosentasche. Die Feder noch immer über die Brüstung haltend, fischte Lilly das Handy raus. Eine neue Nachricht, verkündete das Display. Von Sprotte. Lilly öffnete die SMS. Drei Köpfe beugten sich über das Handy und lasen gleichzeitig ein Wort. Kükenalarm! Lilly trat in die Pedale. Hinter sich hörte sie Bob schnaufen und hinter Bob die Gangschaltung von Verrys Superrad klackern. Jetzt ging es zum Glück bergab. Der Fahrtwind pfiff durch Lillys Locken und ihre Gedanken drehten sich im Kreis. Über Kükenalarm stand nichts im Bandenbuch. Was hatte das zu bedeuten? Fast hätte Lilli die Abzweigung verpasst. Zum Glück klingelte Bob hinter ihr wie wild. Dann ging es den Feldweg lang. Das letzte Stück mussten sie schieben. Und dann waren sie an der Wiese. Sie konnten den Wohnwagen schon sehen das legendäre Bandenquartier der wilden Hühner. Vor dem Wohnwagen war ein Sonnenschirm aufgestellt. In dessen Schatten saßen Sprotte, Frieda, Trude, Melanie und Wilma und tranken Tee. Lilli, Bob und Verry warfen ihre Räder ins Gras, rannten los und stolperten. Ein ganzer Turm aus leeren Blechdosen stürzte scheppernd um. Kleiner Rückfall in alte Zeiten. Sprotte stellte schmunzelnd ihre Teetasse beiseite, während sich die wilden Küken aufrappelten. Fast gleichzeitig rief Frieda Rattenalarm, die Jungs kommen. Und tatsächlich kamen Willy und Steve auf einem Moped angetuckert. Kaum hatten sie die Helme abgenommen, da fiel Frieda Willy um den Hals und Trude Steve. Lilli schaute zu Sprotte Kommt Fred auch? Sprotte schüttelte den Kopf. Eine Minute später setzte sich eine merkwürdige Karawane in Bewegung. Vorneweg gingen Sprotte, Melanie und Wilma. Dann folgten die wilden Küken. Und zum Schluss kamen Trude und Steve, gefolgt von Frieda und Willi, der einen Klappspaten dabei hatte. Es war ein weiter Fußmarsch, bis Sprotte endlich stehen blieb. Willi zeigte auf einen knorrigen Baum. Hier hatten wir Pygmäen mal unser Baumhaus. Die Pygmäen, so nannte sich eine Bande von Jungs, die gemeinsam mit den wilden Hühnern schon jede Menge Abenteuer erlebt hatten. Abenteuer, von denen Lilly nur träumen konnte. Willi trat näher an das Ufer eines Tümpels, leckte den Finger ab, prüfte den Wind, schaute nach dem Stand der Sonne, machte fünf weitausholende Schritte und stieß dann den Spaten in den Boden. Hier müsst ihr graben, erklärte Steve. Lilly schaute zu Sprotte, die zuckte mit den Schultern. Deshalb haben wir euch gerufen. Lilly ergriff den Spaten und grub. Schon nach wenigen Spatenstichen traf sie auf etwas Hartes. Es klang hohl. Jetzt knieten die wilden Küken zu dritt am Boden und gruben mit den Händen weiter. Eine Schatztruhe! Bob buddelte Erde beiseite. Lilly bekam eine Bodenkante zu fassen und zog eine Kiste hoch. Atemlos standen die wilden Küken um die schmutzige Schuhschachtel große Holztruhe. Der Deckel war fest mit dem Unterteil verschraubt. Barry rubbelte ihn mit ihrem Taschentuch sauber. »Lies mal!« Lilly fuhr mit dem Finger die Buchstaben nach, die sich wie schwarze Würmer auf dem Holzdeckel ringelten. »Nur um Mitternacht öffnen.« »Was ist das für eine Truhe?« »Psst!« Steve hob in den Wald lauschend die Hand. Alle hielten den Atem an und niemand wagte sich zu bewegen, bis Steve den Kopf schüttelte. »Ich dachte, ich hätte was gehört.« er zeigte auf die Truhe. Ist irgendwie magisch das Ding. Diese Truhe. Sprotte legte die Hand auf den Deckel mit der eingebrannten Inschrift. Haben wir vor vielen Jahren hier vergraben für den Fall. Kurz hörte man nur noch die Geräusche des Waldes und ein leises Glucksen im Tümpel. Für welchen Fall? hauchte Lilli. Sie war sich nicht sicher, ob Sprotte ihr wirklich zuzwinkerte, oder ob der Eindruck nur durch einen Sonnenreflex in Sprottes blaugrau glitzernden Augen entstanden war. »Für den Fall, dass uns die Abenteuer ausgehen.« »Und jetzt gehört sie euch!« Willi lächelte. Es waren noch sieben endlos lange Stunden bis Mitternacht. Lillis Vater hatte in der Werkstatt früher aufgehört als sonst und stand gerade unter der Dusche. Lilli hockte in ihrer Hängematte und hörte sein Pfeifen durch das gekippte Badezimmerfenster. Sie hatte gerade mit Vary und Bob telefoniert. Beide hatten ihren Eltern die Erlaubnis aus den Rippen geleiert, heute bei Lilli übernachten zu dürfen. Aber bis zu ihrem Eintreffen würde es wohl noch eine ganze Weile dauern. Ein Duft von Duschgel und Rasierwasser hüllte ihren Vater ein, als er sich zu Lilly in die Hängematte setzte. Hm, du riechst aber gut. Muss ja ein wichtiger Kunde sein.« »Ich gehe mit der Kundschaft erst in die Ausstellung mit Chippendale-Möbeln und dann in die Oper.« »Mist, wie geht dieser blöde Knoten noch mal?« Ungeschickt versuchte er, eine Krawatte zu binden. Lillys Vater und eine Krawatte, das passte so gar nicht zusammen. »So, so, in die Oper. Du triffst dich mit einer Frau,« rutschte es lilli raus. Ihr Vater dachte kurz nach. Seine langen Haare waren nicht zusammengebunden, sondern lagen wie ein Fächer über den Schultern seines Jacketts. »Sie ist nur eine Kundin.« Er stand auf. »Ich komme wahrscheinlich erst gegen Einsheim. Da liegt ihr Küken garantiert schon in den Federn, klar? Und wenn irgendwas ist, du hast ja meine Handynummer. Und im Notfall klingelst du bei Röhrichs, Den habe ich schon Bescheid gesagt.« ich würde die Krawatte weglassen, rief Lilly ihm noch nach, aber er drehte sich nicht mehr um. Lilly schaukelte hin und her und hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie so inständig hoffte, dass ihr Vater sich nie im Leben verlieben würde. Lilly wartete und zählte die Sekunden. Sekunden, die noch zäher waren als Holzleim. Und bevor die Zeit gänzlich kleben blieb, beschloss sie, zur Eisdiele zu fahren, sich ein Pistazieneis zu schnorren und Bob abzuholen. Dies entpuppte sich als keine gute Idee, denn bereits auf halbem Weg fing es an zu tröpfeln, und als Lilly ihr Rad vor der Eisdiele abstellte, schüttete es richtig. Lilly schaute durchs Fenster. Die meisten Wände waren gelb gestrichen, und durch die offene Tür hörte man die Musikbox. Bobs Papa tanzte mit seiner Schwiegermutter. So gebückt die Nonna manchmal ging, tanzend schien sie zu schweben. Bobs ältere Schwester Julia knutschte mit einem Typen rum, den Lilly noch nie gesehen hatte. Bob saß auf dem Schoß ihrer Mama und Sigi, das Nesthäkchen, fuhr auf seinem winzigen Kinderfahrrad mit Stützrädern im Kreis. Gelatino verfrachtete geschickt Eiskugeln in die Waffeln und brachte sie den einzigen Gästen der Eisdiele. Es waren zwei junge Frauen, die lachend begannen, ihr Eis zu schlecken. Lilly stand draußen vor der Scheibe und schaute zu. Eine richtige Familie, dachte sie. Und das Wort Familie war ihr seltsam fremd. Sie gab sich einen Ruck. Kaum hatte Lilly einen Fuß in die Eisziele gesetzt, da drückte ihr Gelatino auch schon ein Pistazieneis in die Hand. »Fast so grün wie deine Augen!« Lilly lehnte sich gegen die Musicbox und schlägte das grüne Eis. Sie hatte doch alles, was sie brauchte. Sie hat ihren Papa und sie hat eine Bande. Ihre beiden Freundinnen würden heute bei ihr übernachten und es gab eine hölzerne Truhe, die genau um Mitternacht geöffnet werden wollte. Es hatte aufgehört zu regnen und weiße Wölkchen huschten über den blauen Himmel. Lilly, Bob und Verry hockten im Gewächshaus um die geheimnisvolle Schatztruhe. Der Duft von Dschungelfeuer durchzog das Gewächshaus. Verrys Schlafsack verströmte den Geruch eines biologischen Schrankparfums, aber am intensivsten roch es nach Schokolade. Auf der Kochplatte stand ein Topf mit heißem Wasser und darin schwamm eine Schüssel mit geschmolzener Schokolade. In die tauchten sie abwechselnd auf die Gabel gespießte Bananenscheiben, Weintrauben und Himbeeren. Als die drei papsat waren und die Schokoladenschüssel restlos sauber geleckt war, suchten sie drei passende Schraubenzieher in der Werkstatt und überlegten hin und her, was passieren würde, wenn sie die Truhe einfach vor Mitternacht aufschrauben würden. Aber sie kamen zu dem Schluss, dass sie nichts riskieren sollten. Lilly kramte den Zettel mit der Geheimschrift aus ihrer Tasche. Eine Weile versuchten sie, den Code zu entschlüsseln, aber es gelang ihnen nicht. Wenn sich Little die Geheimschrift ausgedacht hat, kriegen wir das nie raus, sagte Bob. Am besten höre ich auf, mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Lilly steckte den Zettel wieder in ihre Hosentasche. Dann sammelten sie Hühnerfedern. Alle verlorenen Federn ihrer gefiederten Gäste bewahrten sie in einer leeren Pralinenschachtel auf. Draußen wurde es endlich dunkel. Im Licht ihrer Taschenlampen kauerten die wilden Küken um die kleine Schatztruhe und rätselten über deren Inhalt. Lilly ließ ihre Hand über den Deckel gleiten. »Sie hat auf alle Fälle etwas Magisches.« »Aber nichts Gruseliges,« sagte Verry schnell. »Huhu«, machten Lilly und Bob gleichzeitig. Wie sie es erwartet hatten, zuckte Verry erschrocken zusammen. »Hört auf!« Sie kuschelte sich tiefer in ihren Schlafsack. »Elona hatte mal einen Lehrer für Atemtechnik.« Verris Stimme wurde immer leiser. Der hat behauptet, er könne irgendwie so atmen nach so einer Indianertechnik, dass er in Trance fällt und mit den Verstorbenen reden kann. Psst. Bob legte den Finger auf die Lippen. Habt ihr das gehört? Diese Stimme. Das kommt aus der Truhe. Bob legte ihr Ohr an die Truhe und redete mit verstellter Stimme in ihre hohle Hand. Sie haben mich geköpft. Ich bin der sprechende Kopf von. Bob verdrehte ihre Augen. Von Varys Ur-Ur-Urgroßvater Dagobert Hinsken. Ich stinke vor Geld, aber dafür riecht sogar mein Schlafsack nach Parfum. varry gab Bob einen Schubs. Bob kippte hinten über und ihr Fuß landete direkt in Lillis Gesicht. Die hielt den nackten Fuß von Bob fest und legte ihr Ohr daran. Ich bin der sprechende Fuß von Bobina Wilhelms und ich stinke ein bisschen nach Käseschweiß. Es gibt überhaupt kein Käseeis, beschwerte sich Bob. Passwort? Verry hielt sich den Bauch vor Lachen. »Käse-Eis«, presste Bob kichernd hervor. Falsch! Käse-Schweiß!« Verry platzte fast. Wie spät ist es eigentlich? Kurz nach elf. Lilly gähnte. Und dann fuhr sie plötzlich zusammen. Bob und Verry ging es ebenso. Was war das? Da, schon wieder. Lilly kramte ihre Taschenlampe raus. Vielleicht sind das Ole und die anderen. Bob und Verry folgten Lilly mit ihren Taschenlampen nach draußen. Es ist bloß der Anhänger! Bob hielt den Lichtstrahl auf den Anhänger von Lillys Vater. Die dunkelgraue Anhängerplane hatte sich gelockert, und die lose Halteleine und die im Wind flatternde Ecke der Plane verursachten das Geräusch. Trotzdem, sagte Lilly. Wie trotzdem? fragte Verry. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass uns jemand beobachtet, wenn wir genau um Mitternacht die Schatzkiste öffnen, erklärte Bob, die Lilly sofort verstanden hatte. Oder jemand stört uns, und dann ist Mitternacht vorbei, und wir müssen bis morgen warten. Wisst ihr noch die Stolperleine? Heute am Wohnwagen der wilden Hühner. Wir brauchen eine Falle für unerwünschten Besuch. Noch während Lilly das sagte, hatte sie eine Idee. Macht ihr schon mal die Plane vom Anhänger ab. Ich such mein altes Babyplanschbecken. Lilly hatte das aufblasbare Planschbecken im Keller zwischen ihren alten Spielsachen gefunden. Jetzt hockte sie vor dem Gewächshaus im Gras und pustete den untersten Ring auf. Das reicht. Wassermarsch! Bob und Barry hatten inzwischen den Gartenschlauch angeschlossen und füllten Wasser in das Planschbecken. Gemeinsam breiteten die drei wilden Küken die Anhängerplane darüber. Zuletzt spannten sie noch eine Stolperleine und kehrten zufrieden ins Gewächshaus zurück. Nach vierzig Minuten bis Mitternacht noch 38 Minuten. Wie lange noch? fragte Verry gerade zum 27. Mal. Da ertönte draußen ein Schrei und gleich darauf ein lautes Platsch. Ole, ich hatte recht! Lilli griff sich ihre Lampe und rannte, gefolgt von den anderen beiden wilden Küken aus dem Gewächshaus. Schnell! Lilli packte das Seil vor ihr am Boden. Eine dunkle Gestalt zappelte auf der Plane und prustete. Wasser spritzte in alle Richtungen. Gleichzeitig mit Lilly zogen auch Verry und Bob am Seil. Die Plane schloss sich um den Eindringling wie ein Beutel. Lilly, was soll das? tönte es unter der Plane hervor. Ich bin patschnass. Das ist nicht Ole, durchfuhr es Lilly. Papa? Die Küken ließen das Seil los. Triefend kroch Lillys Vater aus dem Beutel. Bob hob die Taschenlampe auf, die leuchtend im Gras lag. Entschuldigung, Herr Holler, das war ein Versehen. Und Verry machte einen Knicks. Lillis Vater lachte und schüttelte sich das Wasser aus den langen Haaren. Lilly hatte eine Standpauke erwartet, dass er ihre Freundinnen sofort heimfahren und ihr dann mindestens eine Woche Hausarrest aufbrummen würde. Aber ihr Papa grinste nur. Ihr drei seid wohl auf Männerfang, hä? Du bist nicht sauer? Und ob, trompetete ihr Vater. Aber seine Stimme klang nicht sauer, sondern irgendwie glücklich. Lilly leuchtete in sein lachendes Gesicht. »Ist das Lippenstift?« Das auf seiner Wange war eindeutig ein roter Kussmund. »Du hattest recht mit der Krawatte.« Lillys Vater zog die Krawatte aus der Jackentasche. »Sie findet sie auch scheußlich.« Er wirbelte die triefende Krawatte durch die Luft. Ein paar Tropfen trafen Lilly. »Ich nehme jetzt eine warme Dusche, und ihr kuschelt euch in eure Schlafsäcke. Das Chaos hier könnt ihr morgen aufräumen.« Lillys Vater stapfte über die Plane Richtung Haus. Verblüfft sah Bob ihm nach. Dein Dad ist echt voll in Ordnung! Wie spät ist es? fragte Verry. Eine Minute vor zwölf! Wie der Blitz sausten die drei wilden Küken ins Gewächshaus. Zehn, elf, zwölf! zählten sie zu dritt die Schläge der Turmuhr von St. Nepomuk und setzten ihre Schraubenzieher an. Lilly hatte die erste Schraube längst gelöst, als Verry und Bob noch mit ihren kämpften. Sofort knöpfte sich Lilly die vierte und letzte Schraube vor. Gleichzeitig ließen die drei wilden Küken die Schraubenzieher sinken. Die schrägen Dachscheiben des Gewächshauses reflektierten das Licht ihrer aufgestellten Taschenlampen. Kurz war es still. Sechs Mädchenhände fassten den Throndeckel und hoben ihn an. In der Kiste war ein dickes Knäuel Holzwolle. Immerhin kein Totenkopf. Verry zupfte erleichtert ein kleines, blechernes Aufziehküken aus der Wolle. Herzdame. Bob holte eine Spielkarte aus der Truhe und legte sie auf den Deckel. Lilly wühlte in der Holzwolle. Ne Münze. Sie drehte ein Zwei-Cent-Stück zwischen den Fingern. Hm. Alle drei waren etwas ratlos. Verry drehte an dem Aufziehschlüssel, der aus dem Rücken des Spielzeugkükens ragte, setzte es neben der Spielkarte auf den Truhendeckel und ließ es los. Das Blechküken hüpfte klappernd im Kreis, als würde es unermüdlich Körner vom Boden aufpicken. Schließlich wurde es immer langsamer und kippte torkelnd vom Deckel. Seine Blechkrallen zuckten noch ein, zwei Mal, dann lag es reglos da. Hm, die Karte könnte Glücksspiel bedeuten. Bob beleuchtete die Spielkarte mit ihrer Taschenlampe. Die abgebildete Herzdame trug ein weit ausgeschnittenes Kleid und hielt einen Fächer in der Hand. Und die Münze könnte für Reichtum stehen. Zwei Cent? Verry schüttelte den Kopf. Wohl eher für Armut. Lilly betrachtete die Münze genauer. Es ist eine griechische, mit einem Schiff drauf, einem Segelschiff. Vielleicht sollen wir beim Kartenspiel jede Menge Geld gewinnen und dann eine Schiffsreise nach Griechenland machen, überlegte Bob. Die ganze Geisterstunde lang rätselten die wilden Küken, was die drei Sachen wohl bedeuten könnten, kamen aber zu keiner zufriedenstellenden Lösung. Müde und ratlos lagen sie schließlich schweigend in ihren Schlafsäcken. Lilly hörte Bob und Verry atmen. Es klang, als würden sie schon schlafen. Hin und wieder raschelten die Hühner auf der anderen Seite vom Gewächshaus und gurten abwechselnd im Traum, als wären sie ein schlafender Geflügelchor. Einmal, an Weihnachten, ist schon ewig her, sagte Verry plötzlich. Sie schlief also doch noch nicht. Da habe ich mir eine kleine Schwester gewünscht, weil ich immer so allein bin. Bob hat's am besten. Die hat eine richtige Familie, mit allem, sagte Lilly. Kurz dachte sie, Bob würde schon schlafen, weil sie nichts dazu sagte. Aber dann raschelte Bobs Schlafsack. Bei uns ist immer so viel los. Manchmal vergessen sie mich einfach. Sei froh. Ich kann keinen Schritt tun, ohne dass meine Eltern ihren Senf dazugeben. Und Opa natürlich sowieso. Stimmt schon. Abgesehen von Tante Luisas pädagogischer Folter hab ich's echt gut. Lilly lauschte kurz in die Stille. Ich habe neulich die silberne Igelhaarspange von meiner Mama verloren. Bob rutschte mit ihrem Schlafsack etwas näher zu Lilly, und auf der anderen Seite rückte Verry näher. Hey Oberküken, ich weiß ein gutes Passwort. Freundinnen. Freundinnen. sagten alle drei wie aus einem Mund. Am nächsten Morgen wurde Lilly von einem Hupen geweckt. Sie rappelte sich hoch und lief zum elektrischen Tor, Opa Hinsken lehnte sich aus dem Fenster seines Geländewagens. Hallo Lilly. Verena soll sich bitte beeilen. Wir haben dieses Wochenende viel vor. Da hielt auch schon ein zweites Auto. Frau Wilhelms stieg aus dem knallroten Cityflitzer. Ist Bobina schon auf? Lilly lief zum Gewächshaus und rüttelte an den Schultern ihrer Freundinnen. Deine Tante Bob. Dein Opa verri Lilly sauste wieder ans Tor. Dort standen Opa Hinsken und Frau Wilhelms beieinander und lachten. Frau Wilhelms hielt sich an der Schulter von Opa Hinsken fest und balancierte auf einem Fuß. Ihren linken Stöckelschuh hatte sie in der Hand und schüttelte ein Steinchen raus. "Ist dein Vater gar nicht da?", wandte Frau Wilhelms sich an Lilli, während sie wieder in ihren Schuh schlüpfte. "Der ist nur schnell zum Bäcker gegangen", behauptete Lilli. Opa Hinsken bückte sich zum Beet seitlich der Einfahrt, pflückte eine Ringelblumenblüte und reichte sie Frau Wilhelms. In diesem Augenblick flackerte eine Idee durch Lillis Kopf. Wieder lief sie zurück ins Gewächshaus und griff sich die Spielkarte aus der Schatztruhe. Während Lilly nachdenklich die Herzdame mit dem Fächer betrachtete, rollten Bob und Verry ihre Schlafsäcke zusammen. Am liebsten würde ich meinen Opa zum Mond schießen. Der will heute den ganzen Tag mit mir an der blöden Chronik arbeiten. Und Tante Luisa gleich hinterher. Die will das ganze Wochenende mit mir büffeln. Ein erneutes Hupen drängte zur Eile. Wir sehen uns heute Nachmittag bei Bob rief Lilly, während Verri in den Geländewagen ihres Opas und Bob in das rote Auto ihrer Tante kletterte. Mit der Herzdamekarte in der Hand winkte Lilly den davonfahrenden nach. Verri und Bob starrten Lilly an, als wäre sie eine Außerirdische, die hier in der Gileteria Cantarella hockte und Pistazieneis schleckte. »Du willst meinen Opa mit meiner Tante verkuppeln?« Ihr liegt mir doch dauernd damit in den Ohren. Mein Opa nervt, meine Tante nervt. Ich weiß jetzt, was die Spielkarte bedeutet. Lilly lehnte die Spielkarte mit der tiefdekolletierten Herzdame gegen den Zuckerstreuer. Liebe! Wenn wir die beiden zusammenbringen, seid ihr aus dem Schneider. Dann haben die überhaupt keine Zeit mehr, sich über euch Gedanken zu machen vor lauter, na, ihr wisst schon, Liebesglück. Liebesglück? Warri sah aus, als würde ihr das Wort Brechreiz verursachen. Wie soll das denn gehen? Bob sah Lilly ebenfalls zweifelnd an. Ich glaube nicht, dass Tante Luisa der Typ ist für Liebesglück und so. Bobs Oma brachte zwei Behälter mit frischem Eis von hinten aus der Küche, verstaute sie in der Kühltheke und setzte sich dann neben ihre Enkelin. Deine Nonna wird alt, Bobina. Sie fasste sich an den Rücken. Aber sie macht immer noch das beste Eis der Welt. Stimmt, dachte Lilly und ließ sich den letzten Rest Pistazieneis auf der Zunge zergehen. Nonna, glaubst du, Tante Luisa könnte sich Hals über Kopf verlieben? fragte Bob. Bei ihr müsste man nachhelfen, wie ich damals bei deinem Nonno. Die wilden Küken spitzten die Ohren, während Bobs Oma erzählte. Lorenzo war ja so schüchtern, also habe ich ihn zu einem Eis eingeladen, in Neapel, in die Gelateria meiner Eltern, und ich hatte ein ganz besonderes Eis gemacht. Mein Bestes, mit viel Noce Muscata, wie sagt man auf Deutsch, Muscatnuss. Den restlichen Samstagnachmittag verbrachten die drei wilden Küken in Veris Zimmer. Verry hatte die Bibliothek ihrer Mutter geplündert, und nun hockten die drei zwischen Bücherstapeln und lasen und blätterten und blätterten und lasen. Ihr Plan stand fest. Sie wollten eine Liebeseiscreme zusammenmischen, der nicht einmal Tante Luisas Lehrerinnenherz würde widerstehen können. Lilly notierte sich etwas aus dem Lexikon der spirituellen Medizin. Ich wusste gar nicht, dass es so viele schweinische Pflanzen gibt. Hört euch das an. Brustwurz. Bob grinste und deutete mit dem Finger auf eine Seite aus die Kräuter der Liebe vor sich. Und erst Windhöschen. Very beugte sich vor. Windröschen steht hier nicht, Höschen. Kein Wunder, Bob, dass du so schlechte Noten hast. Sie klappte, die Seele der Pflanzen, an einer mit Eselsohr markierten Seite auf. Und was haltet ihr von Ramselkraut? In diesem Moment klopfte es, und noch bevor die Mädchen reagieren konnten, kam Opa Hinskin herein. Verena, wir müssen jetzt wirklich langsam anfangen. Die Zeitungsausschnitte für die Firmenchronik ordnen sich nicht von allein. Er schaute auf die aufgetürmten Bücher. Ach so, ihr macht Hausaufgaben? Ja, ein Referat für Biologie bei Frau Wilhelms. Verry zwinkerte Lilly und Bob zu. Oh, charmante Frau. <laughs> naja, wenn es für die Schule ist, muss meine Chronik natürlich warten. Kaum hatte Opa Hinskin die Tür hinter sich geschlossen, sprang Verry auf. Wir machen es. Wir ziehen das durch, und zwar möglichst schnell. Los kommt, bevor der Bioladen zumacht. Es gab weder Brustwurz noch Ramselkraut im Bioladen und Windhöschen schon gar nicht. Also kauften die drei wilden Küken den Rest von ihrer Liste, nämlich Zimt, Anis, Selleripulver, Muskatnuss und Vanille und machten sich auf den Weg zur Gelateria Cantarella. Bobs Vater war noch immer auf einer mehrtägigen Fortbildung der Arbeitsagentur. Damit er nicht mit dem Zug fahren musste, hatte ihm seine Schwester ihr Auto geliehen. Bobs Mutter war mit Julia und dem kleinen Siegi im Schwimmbad. Also hielten nur die Nonna und Gelatino die Stellung in der Eisdiele. Letzterer bekam hinter seiner Verkaufstheke gar nicht mit, dass die wilden Küken in der Küche die Eismaschine anwarfen. Und Bobs Oma stellte keine Fragen, sondern machte es sich in ihrem Sessel neben dem Schrank gemütlich und blätterte in einer italienischen Illustrierten. Milch, Zucker und Eigelb landeten in der Eismaschine und wurden darin gleichzeitig gerührt und gekühlt. Verri rieb Muskatnuss dazu, extra viel. Lilli kratzte Vanille aus den Schoten, auch extra viel. Das Selleriepulver roch stark nach Gemüsebrühe, also nahmen sie davon nur eine halbe Messerspitze. Schließlich verfeinerten sie ihre Kreation noch mit etwas mehr Zimt und einer gehörigen Prise Anis. Da tauchte plötzlich Bobs Oma hinter ihnen auf. Am besten ihr fügt noch etwas davon hinzu. Überrascht sahen Lilli und ihre Freundinnen die Nonna an, die geheimnisvoll lächelte und langsam den Deckel von einem winzigen Döschen schraubte. In dem Döschen befand sich ein Knäuel aus roten Fäden, die wie ein Büschel Locken ineinander geringelt waren. Saferano, Safran. Ein Faden reicht, um ein Herz zu binden. Verry beugte sich dicht an Lillys Ohr. Dann brauchen wir zwei, für zwei Herzen. Die Nonna zwinkerte ihnen auffordernd zu. Veri nahm einen der winzigen roten Fäden und dann griff auch Lilly vorsichtig in die Dose. Der Faden auf Lillys flache Hand war winzig, strömte aber einen intensiven, fremdartigen Duft aus. Lilly und Veri bliesen die Safranfäden von ihren Handflächen in die cremige Masse und Bob stellte die Maschine wieder an. Sofort bekam das Eis eine wunderschön gelbe Farbe, als würde es leuchten. So, jetzt ist alles drin. Ob es überhaupt schmeckt? Bob schnupperte vorsichtig an dem Eis. Veri hielt ein Eislöffelchen hoch und blickte fragend in die Runde. »Freiwillige?« Lilly hatte keine Lust, das Versuchskaninchen zu spielen, und Bob presste kopfschüttelnd die Lippen aufeinander. »Okay, dann ist das jetzt wohl mein Job.« Veri nahm einen Löffel von dem Liebeseis und blinzelte. In diesem Augenblick kam Gelatino rein. »Jetzt schon wieder ein Schüssel Waffebruch für euch. Ist wir Verhextheit! Er stellte eine Schüssel mit zerbrochenen Eiswaffeln auf den Tisch und ging raus. Veri griff lächelnd in die Schüssel und aß die Waffelstücke, als hätte sie nie etwas Besseres gekostet. »Es wirkt!« Auf dem Heimweg lehnte Lilly ihr Rad ans Geländer der Nepomukbrücke und sah dem Fluss beim Fließen zu. Eigentlich war es egal, ob es an der Eiscreme lag oder ob Veri schon immer heimlich in Gelatino verknallt war. So oder so würden sie Opa Hinsken und Frau Wilhelms das Liebeseis verabreichen. Und das war auf alle Fälle ein Abenteuer. Und dieses Abenteuer hatten sie der Spielkarte aus der Holztruhe zu verdanken. Lilly saß mit Huberta auf dem Schoß im Gewächshaus. Huberta starrte unbeweglich vor sich hin, während Lilli sie streichelte. Plötzlich fiel eine Holunderdolde mit lautem Klatsch auf das Gewächshaus und Huberta flatterte aufgescheucht von Lillys Schoß. Während Huberta am Gatter entlang nach Würmern scharrte, nahm Lilli das blecherne Aufziehküken aus der Schatzkiste. Von den Füßen und dem kleinen Schnabeldreieck einmal abgesehen, hatte das Blechküken die Form eines Eis. Flügel und Augen waren aufgemalt. Lilli drehte den Schlüssel, bis die Feder im Räderwerk ganz gespannt war, setzte das Küken auf das Brett oberhalb der Strohgefüllten Holzkisten und ließ es frei. Sofort klackerte das Blechküken los. Dann wurde es immer langsamer. Machte noch einen letzten Hüpfer, torkelte und plumpste vom Brett hinunter in Dollys Nest. Im gleichen Augenblick fiel bei Lilly der Groschen. Sie rannte ins Haus, kramte ihr Handy aus der Schultasche und diesmal war sie es, die den Kükenalarm auslöste. Lilly, was ist los? Verry sprang atemlos vom Rad. Sie trug Hotpants, ein mit Sternchen verziertes Top und ihre Füße steckten in weißen Basketballstiefeln. Was sind das denn für Puschel? Lilly deutet auf Verrys Fahrradkorb. Die nennt man Pompons. Verry wedelte mit den glitzernden Riesenpuscheln. Gleichzeitig sauste Bob um die Kurve und bremste so scharf, dass ihr Hinterreifen quietschte. Kitsche, was ist los? Bob sprang vom Rad und machte angesichts von Verrys Verkleidung noch größere Augen, als sie ohnehin schon hatte. Wie siehst du denn aus? Als Ausrede habe ich gesagt, ich müsste zum Training der Cheerleader. Unsere Firma ist doch Sponsor der Basketballmannschaft. Barry schüttelte erneut ihre Pompons. Kurz darauf hockten die drei im Gewächshaus und starrten auf das Blechküken. Dolly lief neugierig auf das Küken zu und setzte sich schließlich drauf. Sie will es ausbrüten, sagte Bob. Dolly war noch nie die hellste. Lilli zog dem Huhn das Spielzeugküken unter dem Hintern weg. Aber dein Plan, der ist wirklich genial, Oberküken. Vary blinzelte anerkennend. Aber Was aber? Verry runzelte die Stirn. Ich mein, die Hühner haben bisher auch kein Küken ausgebrütet. Wieso sollte das jetzt plötzlich klappen? Mensch, Very. Manchmal bist du wirklich Very, Very. Lilly und Bob setzten sich links und rechts von Very auf die Futterkiste. Wir brauchen natürlich einen Hahn. Und das möglichst schnell. Lilly hob eine Hühnerfeder auf. Und ich weiß auch schon, wo wir einen finden. Wir fahren ein bisschen mit den Rädern durch die Gegend. Rief Lilly ihrem Vater in der Werkstatt zu. Hm? Ihr Vater war über die Lehne des Chippendale-Stuhls gebeugt und schnitzte. Ach, Lilly, bring doch auf dem Rückweg Milch mit. Und vielleicht Brot und Käse, ja? Mach ich. Lilly schloss die Werkstatttür und lächelte ihre Freundinnen an. Nach einer Viertelstunde hatten sie endlich den Stadtrand erreicht und bogen in eine kleine Nebenstraße. Sie kamen an der Stelle vorbei, wo der Feldweg zu dem Wiesengrundstück abzweigte, das Werichs Opa gehörte. Vor ein paar Wochen hatten sie an dem kleinen Weiher dort ein Picknick gemacht und anschließend eine Papierschiffchenregatta veranstaltet. Aber jetzt fuhren sie geradeaus weiter zum Gut Feldberg, das ziemlich einsam auf einer Anhöhe lag. Neben dem Eingang lehnten die wilden Küken die Räder an den Zaun. Während der Öffnungszeiten des Hofladens stand das Tor offen. Es gab verschiedene Werkstätten, in denen Behinderte mit ihren Betreuern arbeiteten. Eine Käserei, eine Kerzenzieherei, aus der es nach heißem Bienenwachs roch, eine Metzgerei und eine Werkstatt, in der Leder zu Gürteln und Taschen verarbeitet wurde. Wir müssen hier lang, das Hühnergehege liegt hinter der Lederwerkstatt, dirigierte Bob. Das gibt's doch nicht! Guckt mal, wer da draußen an der Werkbank arbeitet. Ole Mitch und Little. Lilly konnte es nicht fassen. Schnell in den Hofladen, bevor Sie uns sehen. Barry zog die anderen beiden mit sich. Im Laden kaufte Lilly auch gleich Milch, Käse und Brot. Die wilden Küken waren froh über den kleinen Auftrag von Lillys Vater. So waren sie bestens getarnt. Durch das Schaufenster spähten sie hinaus. Mist, sie sind immer noch da. Ach, so kommen wir nicht unbemerkt zum Hühnergehege, ärgerte sich Lilly. Lasst uns zu den Rädern flitzen, ohne dass sie es sehen, schlug Very vor, und sie liefen los. Lilly packte die Lebensmittel in Bobs Fahrradkorb. Und nun, wir müssen die Kerle irgendwie ablenken. Hm, lasst mich das machen! Varie nahm ihre Pompons vom Gepäckträger. Kümmert ihr euch um den Hahn! Lilly und Bob warteten hinter einem Busch neben der Lederwerkstatt. Lilly hatte die mit etwas Stroh ausgepolsterte Pappschachtel, die sie mitgebracht hatten, unter dem Arm. Nervös bohrte ihr Finger in einem der Luftlöcher des Kartons herum. Kannst du erkennen, was die da machen? Bob reckte den Kopf. Die hämmern auf irgendwelchen Lederstreifen rum oder sowas. Und dann stockte den beiden der Atem. Was tat Verry da? Mit eleganten Tanzsprüngen näherte sie sich den Jungs. Die ließen verblüfft ihre Hämmer sinken. verri warf ihre Pompons in die Luft, sprang hoch, wirbelte um sich selbst, fing die Pompons wieder, schnellte erneut in die Höhe, machte einen schwebenden Spagat und tänzelte mit den Glitzerpuscheln vor ihrem Po wedelnd davon. Wow! Bob sah ihr ungläubig nach. Wow! Auch Lilly war voller Bewunderung für very Aber da stieß Bob sie auch schon in die Seite. Los schnell, die Jungs laufen Verry hinterher. Lilly und Bob hatten Glück. Die Tür zum Hühnergehege war nicht abgeschlossen, und sofort entdeckten sie einen Hahn, der so stolz in der Gegend herumstand, dass Bob ihn mit einem Griff erwischte. Lilly klappte die Schachtel auf und Bob setzte ihn hinein. Avant die Lilli, da kommt wer! Lilli und Bob machten, dass sie wegkamen. Der Hahn verhielt sich vollkommen ruhig, während Lilli die Schachtel mit Gepäckspinnen auf ihrem Fahrrad festzurrte. Wahrscheinlich ließ er sich die weichgekochte Kartoffel schmecken, die Lilli vorsorglich mit in die Schachtel gepackt hatte. Da raschelte es neben ihnen im Gebüsch, schnelle Schritte näherten sich. Erst segelten zwei Glitzerpuschel über den Zaun und dann landete Verry neben ihnen im Gras. Und die Jungs? Lilly sah ihre Freundin besorgt an. Abgehängt! Verry grinste. Nachdem die wilden Küken den Hahn zu den Hühnern in den Freilauf gesetzt hatten, gluckten die Hühner ganz verschüchtert im hinteren Teil des Gewächshauses. Der Hahn rührte sich erst nicht. Dann lief er plötzlich los und stieß gegen die Gewächshausscheibe. Männer! sagte Lilly. Der Hahn hielt inne. Sein Kamm klappte mal auf die eine, mal auf die andere Seite aber er hat schöne Federn, sagte Bob. Von Neugierde getrieben, kamen die Hühner nach und nach aus dem Gewächshaus und beäugten ihren Gast. Der Hahn schien sich wieder erholt zu haben. Kaum hatte Dolly ihm den Rücken zugekehrt, sprang er auch schon auf sie drauf. Sieht nicht gerade nach der großen Liebe aus. So ist das bei Vögeln. Und beim? <laughs> Lilli, Bob und Verri beschlossen, dem Hahn und den Hühnern bis morgen Zeit zu lassen, und Cicero, wie sie den Gockel für eine Nacht getauft hatten, dann wieder zurück nach Gutfeldberg zu bringen. Am nächsten Morgen wurde Lilli weder vom Klingeln ihres Weckers geweckt, noch von ihrem Vater, sondern von einem lauten Kikeriki. Schlaftrunken rieb sich Lilli die Augen. Natürlich, das war Cicero. Lilli deckte den Tisch fürs Frühstück. Aber obwohl der Hahn noch ein paar Mal krähte, saß Lillys Vater nur da, pustete müde auf seinen heißen Kaffee und schien nichts zu bemerken. Bevor sie losradelte, sah Lilly noch nach den Hühnern. Alle schienen wohl auf zu sein. Wie ein Wachsoldat marschierte Cicero vor den Hennen auf und ab. Eine seiner schönen Federn lag auf dem Boden. Lilly hob sie auf und verstaute sie in der Federschachtel. Wie verstreute Diamanten glitzerten die Tautropfen im Gras und das gleißende Sonnenlicht blendete Lilly. Es versprach, ein heißer Tag zu werden. In der ersten Stunde hatten sie Englisch bei Frau Wilhelms. Lilly dachte darüber nach, wie die wilden Küken der Lehrerin und Veris Opa wohl am besten die Liebeseiscreme verabreichen könnten. Fällt dir nichts auf? flüsterte Veri in ihr linkes Ohr. Trotz der Hitze heute, flüsterte Bob in ihr rechtes Ohr. Und jetzt fiel es auch Lilly auf. Ole, Lidl und Mitch hatten langärmelige T-Shirts an. Von da an konnten sich die wilden Küken noch weniger auf den Unterricht konzentrieren als sonst. So aufmerksam sie auch jede Armbewegung von Ole, Lidl und Mitch verfolgten. Trotz der brütenden Hitze, die im Laufe des Vormittags einsetzte, bekamen sie die Handgelenke der Jungs nie zu sehen. Wie verabredet traf Lilly am Nachmittag vor der Eisdiele ein. Auf ihrem Gepäckträger war die Schachtel mit Cicero befestigt. Aber anders als geplant kamen Bob und Verry nicht raus zu ihr, um gemeinsam mit Lilly zum Gut Feldberg zu fahren. Stattdessen klebte Bob allein hinter der Scheibe und gab Lilly Zeichen, reinzukommen. Kurz zögerte Lilly, ob sie die Schachtel auf dem Rad lassen sollte, nahm Cicero dann aber aus Angst, dass er gestohlen werden könnte, lieber mit. Guck mal, Tante Luisa und Verrys Opa trinken zusammen ein Espresso. Perfetto! Sehr aufgeregt und nicht ganz unauffällig deutete Bob auf den Tisch ganz außen am Fenster. »Haben Sie das Eis schon gegessen?«, fragte Lilly etwas verwirrt. Bob schüttelte den Kopf. »Und wo ist Verry? »In der Küche, damit Ihr Opa sie nicht sieht.« Frau Wilhelms erkannte Lilly und lächelte ihr über die Schulter von Opa Hinsken hinweg zu. Lilly grüßte zurück und folgte Bob Richtung Küche. »Wie habt Ihr die beiden an einen Tisch gekriegt?« »Von allein.« Bob öffnete die Küchentür. »Papa sucht doch noch immer Arbeit und Tante Luisa hatte die Idee, einfach Herrn Hinsken zu fragen.« Bobs Oma döste im Sessel und Verri stand mit Gelatino am Küchentisch. Sie gab ihm den Behälter mit der Liebeseiscreme. »Du musst nur dafür sorgen, dass beide davon essen.« Dann wandte sie sich an Lilli. »Opa hat einen Freund im Golfclub und der sucht einen Elektroinstallateur.« »Und das Eis mocht einen echt verliebt? wollte Gelatino wissen. Verri klimperte übertrieben mit ihren langen, blonden Wimpern. »Das habe ich dir doch jetzt schon dreimal erklärt.« Hat's einen Namen? Ich muss doch wissen, wie's heißt, wenn ich's verkaufen soll. Lilly, Bob und Verry zuckten gleichzeitig mit den Schultern. Wie wär's mit Amoretto? Die Nonna gähnte. Gelatino nickte und nahm den Eisbehälter mit nach draußen. Mit angehaltenem Atem beobachteten die Küken durch den Türspalt, wie Gelatino zwei Eisbecher mit dem frisch getauften Amoretto-Eis füllte, sie mit Papierschirmchen dekorierte, und schließlich Frau Wilhelms und Opa Hinsken servierte. Sie konnte nicht verstehen, was Gelatino sagte, aber sowohl Frau Wilhelms als auch Opa Hinsken aßen von dem Eis. Opa Hinsken steckte sein Papierschirmchen in sein Knopfloch, wie Frau Wilhelms neulich die Ringelblume. Bobs Tante lachte und wedelte mit ihrem Papierschirmchen vor ihrem Gesicht herum, als wäre das Schirmchen ein Fächer. Ein Fächer, wie ihn die Herzdame auf der Spielkarte hatte. Es funktioniert tatsächlich. Dachte Lilly. Doch plötzlich krähte Cicero in der Schachtel. Die wilden Küken beschlossen, sich aufzuteilen. Verri durfte nicht von ihrem Opa gesehen werden, also müsste entweder Bob oder Lilly den Hahn zurückbringen, während die andere gemeinsam mit Verri weiterhin die Affäre Amoretto verfolgen würde. Bob und Lilly warfen eine Euromünze. Lilly erwischte den Adler und musste sich wohl oder übel um das Federvieh kümmern. Cicero zurückzubringen war noch einfacher, als ihn zu entführen. Lilly lief mit der Schachtel am Hofladen vorbei. Niemand beachtete sie. Sie stellte sich mit der Schachtel an den Zaun vom Hühnergehege und sah sich um. Schnell öffnete Lilly die Schachtel, hob sie über den Zaun und hielt sie schräg. Flatternd landete Cicero, wo er hingehörte. Lilly schaute ihm nach, als er auf seine angestammte Hühnerschar zumarschierte. Da klingelte das Handy in ihrer Tasche. Es war ihr Vater, der sich erkundigte, wo sie war und wann sie heimkommen würde. Ich komme erst nach dem Abendessen. Bob, Verry und ich wollen ins Kino, wenn ich darf. Ihr Vater erlaubte es sofort und wollte nur wissen, welchen Film sie sich ansehen würden. Um, The Flying Cheerleaders, erfand Lilli und legte auf. Sie hasste es, ihren Vater anzulügen. Von ihrem schlechten Gewissen getrieben, ging sie noch schnell in den Hofladen, um die gerösteten Sonnenblumenkerne zu kaufen, die ihr Vater so gerne aß. Gelatino reichte Lilly eine Waffel mit einer großen Kugel Pistazieneis durchs Verkaufsfenster, während Verri und Bob abwechselnd auf Lilly einredeten. Das Eis war ein voller Erfolg! Woher wollt ihr das wissen? Wenn Tante Luisa mit Verrys Opa erstmal zusammen ist, Bob strahlte schon jetzt vor lauter Vorfreude, dann geht er mit ihr golfen und ins Konzert. Nie mehr Nachhilfe. Sie steht doch so auf Ordnung. Da kann sie meinem Opa gleich bei der Chronik helfen. Woran erkennt ihr denn, dass es wirklich geklappt hat? hakte Lilly nach. Bob und verry grinsten. Sie haben noch Eis nachbestellt, und zwar Amoretto, alle beide. Und dann ist sie mit Opa mitgefahren in seinem Geländewagen. Wir sind eine coole Bande. Das sind wir. Und bald haben wir sogar echte Küken. Die Abendsonne verwandelte den Fluss in flüssiges Gold. Auf der Nepomukbrücke ließ Lilly kurz den Lenker los. In ihren Gedanken war ihr Fahrrad jetzt ein Surfbrett und Lilly die Anführerin einer Gang von Surferinnen, die es mit jeder Welle aufnahmen. Ja, sie, Bob und Barry waren eine richtig coole Bande. Zu Hause angekommen, ging Lilly als erstes in die Werkstatt, um nach ihrem Vater zu sehen. Aber da war er nicht. Mit den gerösteten Sonnenblumenkernen in der Hand rannte sie durchs Wohnzimmer. Da stand der fertige Chippendale-Stuhl. Er sah wirklich toll aus, wie eine echte Antiquität. Ein einzelner Stöckelschuh lag neben dem Stuhl. Seltsam. Lilly rannte die Treppe hoch. Papa? Sie drückte die Klinke vom Schlafzimmer ihres Vaters hinunter und erstarrte. Lilly? Ihr Vater schaute sie entgeistert an. Ich dachte, du bist im Kino. Der zweite Stöckelschuh lag unter dem Bett und im Bett neben ihrem Vater zog sich Frau Wilhelms die Decke bis ans Kinn. Eine Welle brach über Lillis Kopf zusammen, der Ozean rauschte in ihren Ohren. Frau Wilhelms sagte etwas, der Mund ihres Vaters bewegte sich, aber Lilly hörte nichts, nur das Tosen der Welle. Lilly holte Luft, um nicht zu ersticken, und schleuderte die Sonnenblumenkerne gegen die Wand über dem Bett. Ein Regen aus Körnern prasselte auf ihren Vater und Frau Wilhelms nieder. Lilly rannte die Treppe hinunter, aus dem Haus und über die Wiese zum Gewächshaus. Dort hockte sie sich zwischen die Hühner und weinte. Lilly stellte sich auf die Schatztruhe und lugte aus dem gekippten Dachfenster des Gewächshauses. Durch die Zweige des Holunderbaums erkannte sie ein Taxischild. Autotüren schlugen zu und das Taxi fuhr ab. Dolly saß in ihrem Nest und machte ein Gesicht, als würde sie brüten. Lilly schob ihre Hand unter Dollys Gefieder. Tatsächlich, Dolly hockte auf einem Ei. Und im Stroh von Kokoschkas Kiste lag ebenfalls eins, aber Kokoschka lief draußen im Freilauf herum, als würde ihr Ei sie nicht das Geringste angehen. Lilly schob Kokoschkas Ei Dolly und das Gefieder. Dolly ruckelte ein wenig ärgerlich hin und her, blieb aber dann brav auf beiden Eiern sitzen. Luisa ist jetzt gefahren. Lillys Vater bückte sich unter der für ihn viel zu niedrigen Gewächshaustür durch. Lilly sagte nichts. Ihr Vater runzelte die Stirn. Das mit Luisa und mir. Lilly verzog die Lippen zu einem Lächeln. Das gelang ihr so gut, als wäre sie eine Schauspielerin. Du musst mir nichts erklären, Papa. Ich bin doch schon groß. Sie hörte sich an wie die Mädchen in Fernsehserien. Du hast dich verknallt und für mich ist das okay. Okay? Wirklich? Ihr Vater wischte sich über die Augen, als wären seine Wimpern mal wieder voller Sägemehl. Lilly nickte. Ja, wirklich. Ihr Vater umarmte sie erleichtert. Lilli lächelte weiter, aber gleichzeitig fühlte sie sich so einsam wie noch nie. Als ihr Vater sie am nächsten Morgen weckte, zog Lilli sich einfach die Decke über den Kopf, damit er ihr nicht ins Gesicht sehen konnte. »Ich bin so müde. Ich kann heute nicht in die Schule gehen.« Mit klopfendem Herzen lag sie unter der Bettdecke und wartete darauf, dass es endlich acht Uhr werden würde. Und es wurde acht, sogar fünf nach acht. Die Schule hatte also inzwischen angefangen, ohne dass ihr Vater Lilli auch nur ein einziges Mal gedrängt hätte, aufzustehen. Bob Ferry und all die anderen hockten jetzt im Klassenzimmer und quälten sich in einer Doppelstunde Englisch bei Frau Wilhelms. Lilli krabbelte unter ihrer Decke hervor. Die doofe Nuss hatte jetzt also Unterricht und konnte nicht gleichzeitig hier sein. Lilli lief barfuß die Treppe runter. Der Chippendale-Stuhl stand noch immer im Wohnzimmer, wie ein Mahnmal. Lilli machte einen weiten Bogen um den Stuhl. Sie hasste diesen Thomas Chippendale. Warum musste der vor Hunderten von Jahren so tolle Möbel entwerfen, dass sich noch heute irgendwelche Englischlehrerinnen solche Stühle schreinern ließen? Lillys Vater machte in der Werkstatt einen Höllenlärm mit dem Schwingschleifer. Lilly hockte sich in ihrem Schlafanzug in die Kiste mit den Hobelspänen, setzte Ohrenschützer auf und schaute ihrem Vater zu, wie er eine Tischplatte abschliff. Zum Mittagessen gab es Nudelauflauf. Lillys Vater hatte eine so große Portion gemacht, dass Lilly zwischen jedem Bissen argwöhnisch zur Tür sah. Aber die Wilhelms ließ sich zum Glück nicht blicken. Beim gemeinsamen Abwasch polierte ihr Vater so lange mit dem Geschirrtuch die immer gleiche Schüssel, dass Lilly ihn schließlich doch fragte. Ist irgendwas? Lillys Vater stellte die auf Hochglanz polierte Schüssel in den Schrank und hielt eine ziemlich lange Rede. Darüber, dass er sich in Luisa verliebt hätte und dass er sich nichts sehnlicher wünschen würde, als dass Lilly Luisa auch ein bisschen gern haben könnte. Trotzdem bist und bleibst du für mich das Wichtigste. Ihr Vater fasste Lilly an den Schultern. Und ich kann nur glücklich sein, wenn du es auch bist. Und Lilly drückte das Wasser aus dem Spülschwamm. Und? Und ist es okay, wenn Luisa heute Abend zu Besuch kommt? Klar! Lilly warf den Schwamm in die Spüle und lief raus in den Garten. Auf der Weihnachtsinsel in ihrer Hängematte liegend, stellte sich Lilli verschiedene Unfälle im Chemieunterricht vor zischende Säure, Verpuffung, Stichflammen, Knallgas und fliegende Stöckelschuhe. Hey, wer macht denn hier Blau? Lilli schlug die Augen auf. Barry und Bob setzten sich zu Lilli in die Hängematte. Zu dritt schaukelten sie hin und her. Ich weiß, was los ist. Tante Luise hat mir alles erzählt. Bob hatte die kürzesten Beine von den dreien und ihre Füße baumelten über dem Boden. Der Amoretto-Plan ist voll daneben gegangen. Das Eis war ein echter Flop, sagte Verry. Oder hat dein Vater auch davon gegessen? Lilli gab Verry eine Kopfnuss. Bob sprang aus der Hängematte. Papa ist gestern von seiner Fortbildung zurückgekommen. Bob machte eine Pause, als würde sie nachdenken, wie sie Lilli das Folgende am schonendsten beibringen könnte. Tante Luisa hat ihn gebeten, mit der Renovierung des Arbeitszimmers zu warten. sah sie verständnislos an. Wieso das denn auf einmal? Bob schaute mitfühlend zu Lilly. Weil sie vielleicht bald woanders wohnt. In Lillys Gedanken explodierte eine ganze Reihe von Reagenzgläsern. Im Schatten der Birken fädelte Lilly ihre Hühnergötter auf eine neue Schnur. Eine von den Steinketten war abgerissen und musste erneuert werden. Bob und Barry hatten sich längst auf den Heimweg gemacht und Lilly war fast ein bisschen froh, mal allein zu sein. Lilly knotete den letzten Stein an die Schnur, machte eine Schlaufe und hängte die Kette wieder an den Birkenast. Ihr Vater kam aus der Werkstatt und öffnete das elektrische Tor. Frau Wilhelms parkte ihren roten Kleinwagen in der Einfahrt. Zur Begrüßung küssten sie sich und hielten sich ziemlich lange an der Hand. Als Frau Wilhelms Lilly entdeckte, setzte sie sich zu ihr in den Schatten und redete mit ihr. Es waren so ähnliche Sachen, wie ihr Vater schon zu ihr gesagt hatte. Lilly war erleichtert, dass Frau Wilhelms nicht danach fragte, wieso sie heute nicht in der Schule gewesen war. Beim Abendessen erzählte Frau Wilhelms, dass sie sich einige Wohnungen in der Innenstadt angesehen hätte. Die eine mit dem kleinen Balkon hat mir am besten gefallen. Sie biss von ihrem Wurstbrot ab. Ich glaub, den nehme ich. Lilly blickte sie erstaunt an. Ist was, Lilly? Lilly schüttelte den Kopf und war heilfroh, dass sie sich umsonst Sorgen gemacht hatte. Noch besser als in der Innenstadt wäre allerdings hinterm Mond, dachte sie und aß weiter. Dann unterhielten sich Lillys Vater und Frau Wilhelms ewig über Chippendale-Möbel, als wäre es irgendein Geheimcode für Verliebte. Ich sehe noch kurz nach den Hühnern. Lilly verzog sich ins Gewächshaus. Dolly flatterte auf die Hühnerstange, setzte sich aber dann brav wieder auf ihr Nest, in dem noch immer die zwei Eier lagen. Huberta hockte inzwischen ebenfalls auf einem Ei. Klara und Kokoschka hatten keins gelegt. In Emmas Nest lag ein Ei, aber Emma kümmerte sich nicht darum. Isolde hingegen brütete eindeutig. Lilly tastete vorsichtig und fühlte das Ei unter Isoldes Bauch. Insgesamt waren es also fünf Eier. Lilly schob das verwaiste Ei von Emma unter Isolde und ging dann zurück ins Haus. Die beiden Verliebten hielten inzwischen Rotweingläser in der Hand. Lilly ging schnurstracks die Treppe rauf. Wir können morgen zusammen mit meinem Auto zur Schule fahren, rief Frau Wilhelms Lilly hinterher. Dann kommen wir garantiert rechtzeitig. Lilly verkroch sich in ihr Bett und wünschte sich so heftig wie noch nie ein Bandenquartier. Ein Bandenquartier, das so weit weg von allem war, wie nur möglich. Lillys Hand suchte nach dem Wecker, bis er aufhörte zu klingeln. Eine Sekunde lang hoffte sie, sie hätte das mit Frau Wilhelms und ihrem Vater nur geträumt. Aber dann hörte sie die Stimme von Frau Wilhelms. Stefan, ich kann den Zucker nicht finden! Oben links über der Spüle, dachte Lilly. Oben links über der Spüle, rief die Stimme ihres Vaters aus dem Flur. Wahrscheinlich hatte er gerade die Zeitung aus dem Briefkasten geholt. Lilly stapfte mit müden Beinen zur Treppe. Spiegel oder Rühr, Luisa? rief ihr Vater aus der Küche. Lilly fiel fast die Treppe runter und riss die Küchentür auf. Nein, nicht! Zu spät. Langsam gewöhne ich mich an deine Hühner. Lillys Vater wischte sich einen Rest Eiweiß von den Fingern. Im heißen Fett brutzelten drei Spiegeleier. Für jeden eins! Einen wunderschönen guten Morgen, Lilly. Frau Wilhelms lächelte Lilly an. Ihr Kükenmörder! Lilly drehte sich abrupt um und rannte wieder nach oben. In Windeseile zog sie sich an und packte ihre Schulsachen. Mit Frau Wilhelms würde sie garantiert nicht fahren. »Einen wunderschönen guten Morgen, Lilly!« äffte Lilly die Stimme von Frau Wilhelms nach, als sie ihren Schulrucksack auf ihr Fahrrad packte. Auf dem Fensterblech des Werkstattfensters lag ein kleiner Schraubenzieher. Sein durchsichtiger Plastikgriff leuchtete wie ein Rubin in der Morgensonne. »Werden wir ja sehen, wer heute rechtzeitig zum Unterricht kommt und wer nicht.« Lilly bückte sich runter zum linken Vorderrad von Frau Wilhelms Auto. Sie schraubte die Ventilkappe ab und drückte mit dem Schraubenzieher den Ventilstift rein. Nach Reifengummi stinkende Luft zischte ihr entgegen. Lilly war schon die halbe Strecke des Schulwegs geradelt, da hörte sie hinter sich ein Fahrrad klappern. Lilly glaubte ihren Augen nicht zu trauen. Mit hochgerafftem Rock und wehenden Haaren kam Frau Wilhelms hinter ihr auf dem Fahrrad von Lillys Vater angestrampelt. Lilli beschleunigte. Sie gab ihr Bestes, aber Frau Wilhelms holte auf und zog schließlich mit einem breiten Grinsen an ihrer Schülerin vorbei. Frau Wilhelms trat barfuß in die Pedale und legte sich in die Kurve. Ihre Stöckeschuhe klemmten auf dem Gepäckträger. Als sie Richtung Nepomukbrücke abbog, sagte Frau Wilhelms Hinterrad in ein Schlagloch, ein Schuh plumpste runter und blieb im Rinnstein liegen, ohne dass die Wilhelms es bemerkte. Lilli hielt an und nahm den Schuh mit. Ab Schuhe wohl schwimmen? fragte sie sich und blickte zum Brückengeländer. An der Schule angekommen, entdeckte Lilli Frau Wilhelms neben einigen Kollegen am Schuleingang. Frau Schley bog sich vor Lachen. Etwas unsicher stand Frau Wilhelms auf nur einem Schuh zwischen den Kollegen. Die Lehrer gingen ins Schulgebäude, und Frau Wilhelms folgte ihnen unglücklich humpelnd. Lilli lief an ihr vorbei die Treppe hinauf und ließ wortlos den zweiten Schuh von Frau Wilhelms fallen. Danke, Lilly. Frau Wilhelm sagte das so erleichtert, dass Lilly es fast nicht mehr bereute, den Stöckelschuh nicht in den Fluss geworfen zu haben. Die nächsten Tage und Wochen behielt Lilly als das große Brüten in Erinnerung. Nach der Spiegeleiaktion waren nur noch zwei Eier übrig, allerdings legten dann Emma und Clara noch jeder eines, und Dolly ein weiteres. Am Ende lag auch noch je eins in Kokoschkas und Hubertas Nest. Als Frieda und Willi mit zwei Handwagen und vier riesigen Kartons ankamen, um die Hühner abzuholen, war es ein tränenreicher Abschied. Lilli, Bob und Verri umarmten jedes Huhn. Bob heulte hemmungslos, Verri liefen stumme Tränen über die Wangen. Lilli war stolz, die tapferste zu sein, aber als sie Huberta zum letzten Mal im Arm hielt und sie dann in den Karton auf Willis Handwagen setzte, weinte auch sie. Aus lauter schlechtem Gewissen wohl nicht allein wegen der Spiegeleier hatte Lillys Vater für die sieben übrig gebliebenen Eier einen Brutkasten geschreinert. Bobs Vater, der Elektriker war, hatte Wärmelampen eingebaut und ein Thermometer, und von Frau Wilhelms hatte Lilly auch noch Bücher über Hühneraufzucht bekommen. Immer wieder befeuchtete Lilly die sieben Eier, immer wieder lauschte sie daran und hielt sie gegen das Licht. In der darauffolgenden Woche kam Bobs Oma, die kannte sich mit Küken aus. Lillys Vater hatte seine Arbeitsleuchte aus der Werkstatt ins Gewächshaus gebracht, jetzt stülpte er einen Holzkasten darüber, in dessen Mitte er ein Loch gebohrt hatte. Vorsichtig nahm die Nonna ein Ei aus dem Brutkasten und legte es zum Durchleuchten auf das Loch. Lilly, Bob und Verry hielten die Luft an. Es sah aus, als würde das Ei glühen. Die Nonna schüttelte den Kopf und legte das Ei beiseite. Lilly reichte ihr das nächste. Diesmal brauchte die Nonna länger. Es herrschte eine fast andächtige Stille. In dem durchleuchteten Ei erkannte man Adern und verschiedenfarbige Schatten. Lilli musste an Bilder aus dem Universum denken, an Galaxien und Sternennebel. Am Ende hatte die Nonna bei vier von den sieben Eiern den Kopf geschüttelt. Es war ein Samstag und die wilden Küken übernachteten im Gewächshaus. Drei Eier dämmerten im roten Licht der Wärmelampen vor sich hin. Nichts rührte sich, nur die wilden Küken flüsterten und flüsterten. Sie konnten ewig nicht einschlafen und dachten sich die halbe Nacht lang Kükennamen aus, aber irgendwann fielen ihnen dann doch die Augen zu. Am nächsten Morgen standen sie zu dritt vor dem Brutkasten und jeder hatte einen Stift in der Hand. Jede nahm ein Ei und schrieb den Namen, den sie sich ausgedacht hatte, auf die Eierschale. Bibi, malte Lilli Buchstabe für Buchstabe auf die Schale. Bussi stand auf dem von Bob, und Veri schrieb Birdie auf das Ei in ihrer Hand. Frau Wilhelms blieb erst jeden dritten Tag über Nacht, dann jeden zweiten, und seit vorgestern war sie jede Nacht da. Wiederholt hatte Frau Wilhelms Lilli das Du angeboten. Sag doch Luisa zu mir. Da hatte sie sich allerdings geschnitten. Lilli sagte weiterhin in fast übertrieben höflichem Tonfall Frau Wilhelms, wie in der Schule. Guten Tag, Frau Wilhelms. Guten Appetit, Frau Wilhelms. Guten Morgen, Frau Wilhelms. Lilly und ihr Vater redeten nicht über Frau Wilhelms. Zumindest nichts, was über Essensplanung hinausging. Lillys Vater pfiff neuerdings nicht nur in seiner Werkstatt, sondern auch beim Staubsaugen oder Bügeln. Und am Samstag radelte er mit Lilly sogar ins Schwimmbad. Nur sie und er, ohne Frau Wilhelms. Lilly spielte toter Mann. Mit den Ohren unter Wasser war all der Lärm weit weg. Lilly Orbit schwebte durchs Weltall. Immer weiter entfernte sie sich von der Raumstation. Hey, du Traumfängerchen! Ihr Vater spritzte sie nass. Vergiss nicht zu schwimmen, sonst gehst du unter. Kaum waren sie vom Schwimmbad zurück, da tuckerte auch schon das kleine rote Auto in die Einfahrt. Lilly schaffte es gerade noch rechtzeitig ins Gewächshaus, um Frau Wilhelms nicht in die Arme zu laufen. Es war ein kühler Tag. Der Himmel war bedeckt und nur selten schaffte es der Wind, eine Lücke in die Wolkendecke zu pusten. Lilly, Bob und Verry standen vor dem Brutkasten und wagten kaum zu atmen. Ein Küken war bereits geschlüpft. Birdie. Es lag auf Verrys Hand unter der Wärmelampe. Birdie hatte einen winzigen Schnabel und große Augen, und ihr Federflaum hatte die Farbe von Verris blonden Wimpern. Die anderen zwei Eier hatten beide einen Knacks in der Schale. Bussys Schnabel bearbeitete die Eierschale von innen. Bob half von außen nach. Die Schale ging auf, und Bob rollten Freudentränen über die Wangen, als sie das kleine Wesen in der Hand hielt, das so lustig mit dem Kopf wackelte. Nur Bibis Ei bewegte sich nicht. Die Schale hatte schon einen Knacks. Vielleicht brauchte auch Bibi Hilfe. Mit den Fingernägeln vergrößerte Lilly ganz vorsichtig den Spalt in der Schale. Das Ei brach in zwei Hälften, und vor Lilly lag ein totes Küken. Niemand sprach, nur Birdie und Bussi fiebten zaghaft. Lilly grub ein Loch unter den Birken. Wütend und traurig zugleich stieß sie den Spaten in die Erde, immer wieder. Schließlich traf sie auf eine dicke Wurzel, rutschte vom Griff ab und der Spatenstiel prallte ihr gegen die Rippen. Es ist tief genug. Very nahm Lilly den Spaten ab. Lilly hielt ihre Hände auf und Bob legte das Küken hinein. Obwohl sie geschlossen waren, konnte man Bibis Augen hinter den dünnen Lidern wie durch einen Schleier erahnen. Lilly streichelte das tote Küken. Es war weniger weit entwickelt als seine Geschwister, der Schnabel sah brüchiger aus und die Flügel hatten eine komische Form. Verry öffnete die Schachtel mit den Hühnerfedern. Sie und Bob breiteten die Hälfte der Federn in das Erdloch, Lily legte die tote Bibi darauf. Mit den restlichen Federn deckten sie das Küken zu. Bob begann leise zu singen. Ninna, nanna, Cocolo della mamma, Ninna, nanna, Cocolo del papa. Und das klang so schön, dass sie sogar vergaßen zu weinen. Sie schoben die Erde über Bibi und steckten Ciceros prächtige Hahnenfeder auf den kleinen Grabhügel. Dann sahen sie nach Birdie und Pussy, Sie lagen ganz ruhig unter den Wärmelampen im Stroh und schliefen man sah deutlich, dass beide atmeten. Lilli, Bob und Veri schlichen sich hinaus und setzten sich in die Hängematte. Eine Weile schaukelten sie schweigend hin und her. Hinter ihnen raschelte es in den Tannenbäumen. Bob hatte den Arm um Lilli gelegt und Veri hielt mit ihren langen Beinen die Hängematte in Schwung. Was war das für ein Lied? Singt meine Oma immer. Bobs Hand lag noch immer auf Lillis Schulter. Es bedeutet ungefähr: Schlaf ein Mamas Liebling, schlaf ein Papas Liebling. In diesem Moment krachte es hinter ihnen in den Tannenbäumen. Und gleich darauf ertönte ein dumpfer Plumps und dann ein Autsch! Die wilden Küken sprangen aus der Hängematte. Ganz am Ende der Weihnachtsinsel lag Little Moos. Während er sich aufrappelte, landete sein Bruder neben ihm. Was habt ihr hier zu suchen? Lilly steuerte auf Ole zu. Was habt ihr denn da vorhin eingegraben? Liebesbrief oder sonst irgendwelchen Mädchenkram? Hätten Bob und Very Lilly nicht festgehalten, wäre sie Ole an die Gurgel gesprungen. Sie sind nur zu zweit. Wir sind in der Überzahl. Aber da ertönte ein Kampfschrei über ihnen und mitschächtete aus dem Baum. Pfoten noch Er richtete eine unsichtbare Maschinenpistole auf die Mädchen. Los! Ich will sie in der Luft sehen, die kleinen Patschehändchen! An seinem Armgelenk prangte, genau wie bei Ole und Little, ein Lederarmband. Jetzt bereute Lilly es im letzten Schuljahr nicht bei der Taekwondo AG mitgemacht zu haben. In Gedanken flog sie in Zeitlupe mit ausgestrecktem Bein auf Ole zu. Aber weder sie tat irgendetwas, noch die anderen. Bis Verri schließlich einen Schritt nach vorne machte. Seine eingebildete Waffe auf sie richtend, wich Mitch zurück. Verris helle Augen sprühten Funken auf ihn. Dauernd spielst du dich auf, als wärst du irgend so ein Held aus deinen bescheuerten Filmen. Mitch der Superman, Mitch der Sternenkrieger, Mitch der coolste aller Coolen, aber in Wahrheit. Verry wurde durch ein lautes Krachen von der Werkstatt her unterbrochen. Lilly blickte sich um. Ihrem Vater war ein Brett runtergefallen, das er jetzt aufhob und zum Holzschuppen trug. Die Jungs nutzten die willkommene Ablenkung und türmten. Lilly sah gerade noch, wie Ole Lidl und Mitch über den Zaun kletterten. Gestern hatte es den ganzen Tag wie aus Eimern geschüttet und die wilden Küken hatten ihr Bandentreffen ausfallen lassen. Aber heute brannte die Sonne vom Himmel und im Gewächshaus herrschten tropische Temperaturen. Wie peinlich! Verry drückte sich die Nase an der Scheibe platt. Zum Glück führen sich Hartmut und die Lona nicht so auf. Sie ist nicht meine Mutter. Lilly warf eine Handvoll Teeblätter in die Kanne und schaute nach draußen. Im Bikini schmiegte sich Frau Wilhelms an Lillys Vater und küsste ihn. Bob goss den Tee mit heißem Wasser aus dem Wasserkessel auf. »Was ist heiß hier?« »Seit sie dauernd hier rumhängt,« seufzte Lilly, »fühlt man sich hier drin wie eingesperrt.« »Immerhin besser als Nachhilfe.« Bob starrte jetzt auch durch die Scheibe. »Vielleicht sollten wir unser Bandentreffen in Zukunft bei mir abhalten,« überlegte Very laut. »Und Bussi und Birdie? Deine Mutter ist doch gegen alles allergisch, was lebt.« Trotz der Hitze im Gewächshaus zog Lilly jetzt Handschuhe an aber lieber schwitzen, als die Brennesseln für das Kükenfutter mit bloßen Händen schnippeln. very Bob und Lilly mischten einen Brei aus kleingehackten Brennesseln, Löwenzahn und gekochtem Reis. Varri streute einige Unkrautsamen darüber und Lilly träufelte noch ein paar Tropfen Dschungelfeuertee hinein. Damit es richtig wilde Küken werden! Die drei wilden Küken schauten den zwei echten Küken beim Fressen zu und schmiedeten dabei Rachepläne gegen Ole, little und Mitch. Wir könnten Ihnen Stinkbomben unter die Fahrradsette klemmen, oder... Lilly hörte schlagartig zu reden auf, weil plötzlich Frau Wilhelms in der Tür des Gewächshauses auftauchte. Sie hatte ein Handtuch um die Hüften gewickelt und die Haare mit einer breiten Haarklammer hochgesteckt. Hier, Kükenstarter, zum Aufpeppeln. Man kann es vom ersten Tag an füttern, ist auch ein bisschen Medizin drin und Vitamine, damit Bussy und Birdie gesund bleiben. Sie hielt Lilly lächelnd eine große Dose hin. Lilly nervte es, wie die Wilhelms Birdie aussprach. Perfekt Englisch natürlich. Und wie sie Bussi sagte, hasste Lilly erst recht. Aber da brodelte noch etwas anderes in ihr. Sie ärgerte sich über sich selbst. Die Haarklammer der Wilhelms erinnerte sie daran, dass sie die silberne Haarspange ihrer Mutter verloren hatte. Frau Wilhelms stellte die Futterdose auf den Tisch. Ich habe natürlich vorher Nonna Paola gefragt, welches ich kaufen soll. Danke, Tante Luisa. Bob grinste. Thank you very much. Kaum war die Wilhelms wieder draußen, holte Lilli den Zettel mit der Geheimschrift aus ihrer Hosentasche. Verry tippte mit ihrem langen Zeigefinger auf den Zettel. Wir haben schon Stunden damit vergeudet und die Geheimschrift nicht entschlüsselt. Ich glaube, die Küken schwitzen schon. Bob schaltete die Wärmelampen ab. Dann öffnete sie die Dose mit Kükenfutter und streute Birdie und Bussi etwas von dem grob geschroteten Mehl auf den Brei. Da kriegt man selbst richtig Hunger, wenn man den Küken so beim Futtern zusieht. Vary guckt in die Vorratskiste unter dem Tisch. Chips oder Cornflakes? Sie spionieren uns aus und tragen neuerdings Armbänder. Also sind sie eine Bande. Lilly strich den Zettel glatt. Vary stellte Chips und Cornflakes auf den Tisch. Du meinst, das ist eine Bandennachricht? Hm. Vielleicht hilft uns die Schatztruhe weiter. Verry klappte den Deckel der Truhe auf und holte die Herzdamekarte, das Blechküken und die griechische Zwei-Cent-Münze raus. Bob stellte das Blechküken auf den Brutkasten. Das hat uns schon geholfen. Und von der habe ich die Schnauze voll. Lilly pfefferte die Herzdame zurück in die Holztruhe. Verry ließ die griechische Zwei-Cent-Münze auf dem Tisch kreiseln. Vielleicht ist ja auf der Münze ein Hinweis, wie wir die Geheimschrift entziffern können. Doch Lillys Blick klebte an der Rückseite der Cornflakes-Packung. Deine eigene Geheimschrift, las Lilly. Das ist es! Schnell die Schere! Auf die Papppackung waren zwei unterschiedlich große, kreisrunde Scheiben gedruckt. Den Rand beider Scheiben zierten die Buchstaben des Alphabets von A bis Z. Lilly schnitt sie in Null, Komma nichts aus. Sie nahm eine der Schrauben, die sie neulich aus dem Throndeckel geschraubt hatten, und stach sie durch beide Scheiben. Drehte man diese jetzt, so konnte man immer einen Buchstaben der großen Scheibe einem der kleinen zuordnen. Die Frage ist nur, welcher Buchstabe ist der Schlüssel? Eine Stunde lang drehten und drehten sie die ABC-Scheiben und notierten sich die unsinnigsten Buchstabenkombinationen. Immer wenn sie sich nicht einigen konnten, welchen Buchstaben sie als nächstes ausprobieren sollten, warfen sie die griechische Münze. »Schiff oder Zahl?«, fragte Verri. Bob beugte sich vor und betrachtete die auf den Boden gefallene Münze. »Zahl, also dein K Knallkopf.« Verris lange Finger fischten nach der Münze. Aber als nächstes probieren wir dann mein Baby-Blödmann. Und genau in diesem Augenblick machte es Klick in Lillys Gehirn. Ich hab's! Es ist O wie Ole. Bob drehte das innere O auf das äußere A. Wer diktierte die Buchstaben der Geheimbotschaft, Bob las den dazugehörigen Buchstaben laut von der ABC-Scheibe und Lilly schrieb mit. Volltreffer! Lilly las vor, was auf ihrem Notizblock stand treff heute um drei am Keltenbuckel. Bob war enttäuscht. Heute um drei, das geht nicht mehr. Die Botschaft ist ja uralt. Und was bedeutet überhaupt Keltenbuckel? Ich weiß, wo das ist. Verri sprang auf. Kommt! Lilly, Bob und Verri gaben den Küken noch frisches Wasser, verschlossen die Gewächshaustür und brachen dann auf. Wir radeln nur zum Gut Feldberg, Papa. Die Hühner besuchen. Dass Lilly ihren Vater anschwindelte, war ihr jetzt egal. Er hatte ihr ja auch nichts von Frau Wilhelms erzählt. Es tat richtig gut, unterwegs zu sein. Der Fahrtwind brachte ein bisschen Kühlung und vor ihnen lag ein Abenteuer. Sie radelten Richtung Gutfeldberg, aber bogen dann in die Straße ab, die zu Opa Hinskens Weiherwiese führte. Da drüben! Varie deutete auf die bewaldeten Hügel jenseits des kleinen Weihers, die nicht mehr zu Opa Hinskens Besitz gehörten. Das ist der Keltenwald. Am Holzsteg und dem alten Weidenbaum vorbei schoben die Küken ihre Fahrräder um den kleinen Weiher herum, dann das letzte Stück Weiherwiese bergauf bis an den Zaun, der das Grundstück einfasste. Hier ketteten sie die Räder an einen Zaunpfosten und marschierten zu Fuß weiter. lilli und Bob folgten Verree einen mit Ziegelschotter aufgeschütteten Feldweg entlang und schließlich auf einem Trampelpfad hinein in den Wald. Nach der flirrenden Hitze umgab sie jetzt kühler Schatten. Sie gingen über einen Hügel. Dann an einer Müllhalde vorbei, auf der sich ein kaputter Sessel, leere Getränkekästen, das verrostete Gestell eines Sonnenschirms, verbeulte Kochtöpfe und kaputte Elektrogeräte übereinander türmten. Verry lief den Abhang hinunter bis an einen Bach. Der Schlangenbach! Der Bach hatte sich tief und breit in den Waldboden eingegraben. Wenn die Küken auf die andere Seite wollten, mussten sie springen. Schaffen wir das? Lilly taxierte die Entfernung des gegenüberliegenden Ufers an einer etwas schmaleren Stelle. Locker. Verry hatte leicht reden mit ihren langen Beinen. Lilli nahm Anlauf und sprang. Obwohl sie die Landung in den Knien abgefedert hatte, kippte sie vornüber. Während sie sich den Waldboden von den Händen wischte, setzte Verry elegant neben ihr auf. Ich pack das nicht. Bob schaute auf ihre Beine. Zu kurz. Lilli und Verry redeten ihr zu, aber Bob schüttelte den Kopf. Geht ohne mich weiter, ich warte hier. Das macht mir nichts aus, ehrlich. Bob hockte sich auf eine dicke Baumwurzel und lächelte tapfer. Keine alleine. Alle oder keine. Lilli sprang. Sie landete sicher und lief zügig den Abhang hoch. An der Müllhalde griff sie sich zwei der leeren Getränkekästen. Wieder am Bach warf sie einen davon ins Wasser. Lilli hielt Bob an einer Hand fest, und Bob trat auf den Getränkekasten. Lilli reichte Bob den zweiten Getränkekasten, Bob setzte ihn vor sich ins Wasser, stieg hinüber, bückte sich nach dem ersten Kasten und stellte ihn vor sich in den Bach. Genial! Begeistert nahm Verry Bob auf der anderen Seite in Empfang. Die wilden Küken wanderten weiter bergauf. Erste Steinbrocken lagen zwischen den Bäumen, und schließlich standen sie vor einem riesigen Felsen, der über und über bemoost war. Der Keltenbuckel, sagte Verry. Hey, Lilly! Bob zog Lilly aufgeregt am Ärmel. Da unten, das muss es sein! Die wilden Küken pirschten sich den Hügel runter und dann die Senke hindurch zu einer Palisade aus Ästen, Zweigen und schlanken Baumstämmen. Lilly hob vorsichtig eine Tarndecke hoch und gab Bob und Verry ein Zeichen, dass die Luft rein war. Die wilden Küken zwängten sich zwischen zwei glattgeschnitzten Baumstämmen durch den Zaun und befanden sich auf einem kleinen, halbrunden Platz, an dessen Ende es fast senkrecht bergauf ging. An diese Steilwand schmiegte sich eine aus Brettern gezimmerte Hütte. An der Hüttenwand lehnte eine Rolle Hasendraht. Verry untersuchte die Plastiktüte daneben. Das ist doch Gipsgewebe. Daraus haben wir letztes Jahr in Werken die Masken gebastelt. Lilly zeigte auf den Eingang der Hütte. Darf ich bitten? Die wilden Küken schlüpften durch die Türöffnung, vor der ebenfalls eine Tarndecke hing. Der Geruch von Moos und Cola empfing sie. Licht fiel in Streifen durch die Ritzen der Bretterwand. Lilly umrundete einen kleinen Klapptisch dabei stieß sie mit dem Fuß gegen eine leere Cola-Dose. Die felsige Rückwand bildete eine Art Höhle, nicht tiefer als Lillis Kleiderschrank und etwa doppelt so breit. Längsseits stand ein Feldbett mit ein paar Decken darauf. Ein kleines Radio war an der Hüttenwand festgebunden, und daneben befand sich ein ganzes Arsenal von Wasserpistolen. Das ist also Ihr Bandenquartier. Lilly platzte fast vor Neid. Sie sind eine richtige Bande, eine richtig coole Bande, sogar mit Bandenbuch. Sie klappte das Buch auf, das auf einem Schemel lag. Nur mit Mühe konnte Lilly im Halbdunkel das Wort entziffern, das in verzierten Lettern auf der ersten Seite stand. Olm. Plötzlich hielt Lilly inne. Sie hörte von draußen bekannte Stimmen. Psst, da sind Ole und seine Bande! Für eine Flucht war es zu spät, wenn sie den Jungs nicht direkt in die Arme laufen wollten. Als Ole, Little und Mitch den Palisadenplatz überquert hatten und die Höhle betraten, steckten alle drei Küken unter dem Feldbett und hielten die Luft an. Lillis Kopf lag auf Bobs Bauch und Veres Knie drückte in Lillis Achsel. Ein Rucksack landete direkt neben dem Feldbett auf dem Boden. Staub kitzelte Lilly in der Nase. Oh, jetzt bloß nicht niesen! Mitch erzählte von irgendeiner Roboterarmee, die nur ein Ziel kannte: Die ganze Menschheit platt machen! Die wilden Küken sahen nebeneinander drei Paar Schuhe. Und dann ließen sich die Jungs gleichzeitig auf das Bett fallen. Die Mädchen quietschten vor Schmerz. Wie von der Tarantel gestochen, sprangen die Jungs in die Höhe und wussten im ersten Schreck gar nicht, wie ihnen geschah. Los! Lilly schnellte hoch. Das Feldbett kippte gegen die Felswand. Ole erwischte Lilly am Arm. Wie habt ihr uns gefunden? Angriff! plärrte Mitch. Lilly trat Ole ans Schienenbein und riss sich los, während Very Mitch gegen Little schubste, der nach Halt suchend Ole mit sich zu Boden riss. Bob warf das Deckenknäuel auf sie und die drei Küken ergriffen die Flucht. Ole Little Mitch, dachte Lilly, und ihre Gedanken rasten genauso wie ihre Beine. Die Anfangsbuchstaben ergaben das Wort Olm, und die Tiere auf den ledernen Armbändern der Jungs, das waren Olme. Schneller, Grottenolme! Ole Mitch und Little waren ihnen auf den Fersen, und der Abstand wurde immer kleiner. Wir rupfen die Küken! Lilly beschleunigte mit letzter Kraft. Klar, ihr Bandenquartier war eine Höhle, eine Art Grotte, also nannten sie sich Grottenolme. Bob keuchte neben ihr. Wo sind die Getränkekästen? Die Küken rannten auf den Bach zu. Auch Lilly konnte die Getränkekästen nirgends entdecken. Hinter ihnen befanden sich die Grottenäume, vor ihnen der Bach. Sie würden Bob auf keinen Fall zurücklassen. Also mussten sie sich auf einen Kampf mit den Jungs einstellen. Lilly verlangsamte ihre Geschwindigkeit. Auch Verry bremste ab. Nur Bob nicht. Die wetzte immer schneller. Und sprang. Mit knapper Not erreichte sie das gegenüberliegende Ufer und trat einen kleinen Erdrutsch los. Klumpen platschten in den Bach, aber Bob hatte es geschafft. Verdammt! Mitch griff ins Leere und verlor das Gleichgewicht. Lilli und Verry hoben gleichzeitig ab und landeten neben Bob. Mitch landete im Bach. Die drei Küken hörten ihn eine Weile fluchen, und als Lilly sich oben am Hügel noch einmal umdrehte, sah sie gerade noch, wie Ole und Liddel den triefenden Mitch aus dem Wasser zerrten. Zufrieden radelte Lilly ihren Freundinnen hinterher. Sie hatten die Grottenäume abgehängt und kannten jetzt deren Bandenquartier. Das war ein echter Erfolg. Müssten wir nicht längst da sein? Bob hielt vor einer Straßengabelung an. very kräuselte ihre spitze Nase. Sieht aus, als hätten wir die Seitenstraße verpasst. Very good Abkürzung, Barry. Bob hob ironisch den Daumen. Und nun? Lilly schaute sich um. Nach links oder rechts? Auf den beiden Wegweisern standen nur Ortsnamen, mit denen die wilden Küken nichts anfangen konnten. Also losen wir! Lilli fischte die griechische Münze aus ihrer Hosentasche. Schiff ist rechts, Zahl ist links! Lilli warf das Zwei-Cent-Stück in die Luft, fing es wieder und klatschte es auf ihren Handrücken. Schiff! Also rechts! Erschöpft stieg Bob wieder auf ihr Rad und bog nach rechts ab. Lilli und Verry radelten ihr hinterher. Die Straße machte eine Kurve und verlief dann am Fluss entlang. Die Sonne blendete, also führte die Straße nach Westen und der Fluss floss neben ihnen her. Lilly war nie eine Leuchte in Erdkunde gewesen, aber so viel wusste sie. Sie mussten umkehren. Lilly bremste. Nicht weit entfernt bellte ein Hund. Sie sah in die Richtung. Jenseits eines Gebäudes, das früher wohl mal eine Tankstelle war, erhob sich ein großer Schuppen. Davor parkte ein Abschleppwagen und dahinter standen verschiedene schrottreife Fahrzeuge herum. Und dann entdeckte Lilly das kleine Schiff. Es war von mehreren Pfählen zur Seite hin abgestützt und warf seinen riesigen Schatten an die Schuppenwand. Staunend radelten die drei wilden Küken auf das Gelände und hielten direkt neben dem Schiff an. Auch wenn der Lack verblichen war und stellenweise abblätterte, konnte man die Buchstaben noch gut erkennen. Milady, las Lilly laut den Schiffsnamen. Wie geheimnisvoll! Verry klappte ihren Fahrradständer herunter. Wem das kleine Schmuckstück wohl gehört? Sieht aus wie die Arche Noah. Toll! Bob lehnte ihr Rad gegen das von Very und die drei gingen noch näher an das Schiff heran. Plötzlich ertönte ein lautes Bellen. Ein Hund sprang auf sie zu. Attention, Lilly, Vorsicht! Bob riss Lilly etwas beiseite. Zurück, Pascha! Ein Mann mit verknautschtem Gesicht und Baseballkappe stiefelte wild gestikulierend hinter dem Hund her. Und ihr Gören, weg da von dem Kahn! Psst, Pascha, Der Hund vor Lilli hörte auf, die Zähne zu fletschen und ließ die Ohren hängen. Lilli tätschelte ihm den Kopf. Braver Hund. Aber da war der Mann auch schon bei ihnen und versetzte dem Hund einen Fußtritt in die Seite. Auf deinen Platz, du Köter! Sie tun ihm doch weh! Lilli wurde ganz heiß unter ihren Haaren. Jaulend verzog sich der Hund hinter das Gebäude, an dessen Tür ein Schild mit der Aufschrift Büro hing. Und ihr macht, dass ihr wegkommt. Das ist kein Spielplatz hier. Obwohl er gut einen Meter entfernt von Lilly stand, konnte sie riechen, dass er Alkohol getrunken hatte. Die alte Lady hier, er deutet auf das Schiff, ist ziemlich baufällig. Die Milady gehört also Ihnen, Herr, ähm, trotz ihrer Wut auf den Mann versuchte Lilly höflich zu sein. Randolph, Kalle Randolph. Ja, sie gehört mir. Ich verkaufe alles, was Geld bringt, auch Schiffe. Und sogar kleine Mädchen. Dabei packte er Bob am Kragen, hob sie kurz in die Luft und setzte sie wieder auf den Boden. Kalle Randolph lachte, und die wilden Küken machten, dass sie auf ihre Räder kamen. Als sie links in die Uferstraße einbogen, blickte sich Lilli noch einmal um. Die Abendsonne stand schon tief und vergoldete das seltsame Schiff, das wohl nie wieder Wasser unter den Kiel bekommen würde. Lilly musste ausnahmsweise nicht nach dem Passwort fragen. Es kam wie aus der Pistole geschossen. Passwort, Milady! Bob war völlig aus der Puste. Während sich das elektrische Tor aufschob, kam auch schon Verry angeradelt. Passwort, Milady! Die wilden Küken versorgten Bussi und Birdie und zeichneten dann eine geheime Karte von der genauen Lage der Olmgrotte. Aber nichts konnte Lilly von ihren Gedanken ablenken. Sie kriegte die Milady nicht aus dem Kopf. Nicht einmal über Frau Wilhelms konnte sie sich aufregen, obwohl die sich spontan mit Lillys Vater für ein Open-Air-Konzert im Park verabredet hatte. Dabei wollte er heute ursprünglich mit Lilly ins Kino gehen. Trotzdem war es Lilly jetzt lieber, wenn ihr Vater am Abend in den Park ging. Du willst was? Very lag in der Hängematte und Birdie saß auf ihrem nackten Bauch. Du machst Spaß, oder? Bob saß im Schneidersitz auf einer Isomatte und Bussi hockte in Bobs aufgehaltenem T-Shirt. Lilly rückte näher und streichelte Bussi sanft über den flauschigen Hals. Ihr werdet Ausreden brauchen für heute Abend. Am besten ihr sagt, dass ihr mit mir und Papa am Kino seid. Das hätten wir heute sowieso gemacht, wenn er nicht mit deiner Tante. Ah, oh, Mist. Bob, du musst dir wohl eine eigene Ausrede ausdenken. Ist doch mysteriös, sagte Lilly, als sie mit den Rädern auf dem Weg zur Uferstraße waren. Das Schiff auf der Münze führt uns ausgerechnet zu einem Schiff. Ob das nur Zufall ist? Und das Blechküken bescherte uns drei Küken, ergänzte Verry. Eins im Himmel und zwei im Gewächshaus. Bob fuhr zwischen sie beide. Es ist alles nur Zufall. Genau wie das mit der Herzdame. Verrys Gangschaltung klickte. Meine Mutter jedenfalls sagt, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können. Also auch Magie und Geister und so. Lilly schaltete ihr Fahrradlicht ein. Es war den ganzen Tag bewölkt gewesen und wurde inzwischen schon dunkel. Wahrscheinlich hatte Bob recht. Es war einfach alles purer Zufall. Und das mit Papa und der Wilhelms war einfach nur Pech. Andererseits, das Schiff Milady und das Schiff auf der Münze, das war doch fast ein bisschen unheimlich. Grübelnd radelte Lilli hinter Bob und Veri her. Wie zwei glühende rote Augen leuchteten die Rücklichter ihrer Freundinnen. Sie hatten Glück. In Kalle Randolphs heruntergekommenem Büro brannte kein Licht und der Parkplatz davor war leer. Herr Randolph war also mit dem Abschleppwagen unterwegs. Lilly nahm die Tüte mit der Schinkenscheibe, die sie vorsorglich für Pascha mitgenommen hatte, vom Gepäckträger und klemmte dafür ihre Sandalen fest. Wir schleichen barfuß, wie die Indianer. Lilly knipste ihre Taschenlampe an. Bob zog ebenfalls ihre Schuhe aus. Ich schleich doch hier nicht barfuß rum, wenn da irgendwo ein rostiger Nagel liegt oder so. Außerdem habe ich extra meine neuen Sneakers angezogen. Verry deutete auf ihre Füße, die in teuren Sportschuhen steckten. Den Schinken hätten wir uns sparen können. Bob leuchtete mit ihrer Taschenlampe auf den Hundenapf unter der Bierbank. Ein halbes Würstchen lag in dem Napf, und neben dem Napf lag Pascha und blinzelte. Lilly legte den Schinken zu dem Würstchen und kraulte Pascha den Nacken. Er wedelte mit dem Schwanz und drückte sich dann platt auf den Boden. Pascha war kein Pascha, sondern ein richtig armer Hund. Als Verry hinzutrat, knurrte Pascha, halb böse, halb ängstlich. Er mag mich nicht! Veri wich zurück. Das Knurren hörte auf, aber wenn sie den Fuß vorstreckte, fing es sofort wieder an. Sieht aus, als hätte er es auf deine Schuhe abgesehen, bemerkte Bob. Los kommt. Lilly lief voraus zu der am Schiff lehnenden Leiter. Bob und Barry folgten ihr. Im Schein ihrer drei Taschenlampen erkundeten sie das Boot. Sie hoben den Deckel der Luke an und kletterten unter Deck. Die Planken hier unten waren zwar sehr dreckig, aber nicht morsch. Die ganze Inneneinrichtung war hinüber. Die Klapptische, die man ursprünglich von den Wänden klappen konnte, waren aus den Halterungen gerissen, die Bullaugen waren mit Folie verklebt, weil die Scheiben fehlten oder zerbrochen waren. Eine schmale Tür führte Richtung Bug, eine zweite zu einem Raum im Heck des Schiffes. Die eine hing nur noch an einer Angel, die Klinke fehlte und das Schloss war kaputt. Dahinter gab es zwei Schlafkojen. Eins steht fest, die Melady wird unser geheimer Bandentreffpunkt, verkündete Lilly. Normale Treffen im Gewächshaus geheimtreffen hier verdammt bob schüttelte ihre flackernde taschenlampe hoffentlich gibt das ding nicht seinen geist auf seinen geist heulte Verry in ihre hohlen hände sie leuchtete zur hecktür die war noch intakt aber abgeschlossen komm büse las sie vom messingschild ab das ist die schiffsküche vergeblich drehte und rüttelte lilli am türknauf bob ging auf die knie da unter der Tür war ein breiter Spalt, leider zu schmal zum Durchkriechen. Bob schüttelte ihre Lampe und leuchtete unter dem Spalt hindurch. Auch Verry und Lilly beugten sich auf den Boden, aber außer zerbeulten Töpfen und einer verbogenen Schöpfkelle und sonstige Müll, der über den Boden der Kombüse verstreut lag, konnten sie nichts erkennen. Bob untersuchte das Türschloss. Wie ist das möglich? Sie ist von innen abgeschlossen. Noch während Bob das sagte, gab ihre Taschenlampe ganz den Geist auf. Ein Schauer lief den Mädchen über den Rücken, und dann schlug eine Uhr. In der Kombüse. Zwölfmal. Und mit jedem Schlag erstarrten die wilden Küken mehr und mehr zu Stein. Es ist noch nicht mal neun, dachte Lilli. Aber als Bob und Verry dann plötzlich aufkreischten und zurücksprangen, sprang und kreischte sie automatisch mit. Sich mit dem Rücken gegen das Bullauge drückend, leuchteten Lilli und Verry auf die Flasche, die langsam auf sie zurollte. Die kam unter der unter der, 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 der unter der Tür durch. Die Flasche berührte Lillys nackten Fuß. Das ist eine Flaschenpost. Lilly wagte nicht, sich zu bewegen. Aus dem Reich der Toten. Schemenza. Bob bückte sich. Das ist doch Quatsch. Sie nahm die Flasche, öffnete sie und schüttelte den Zettel heraus. Insgeheim bewunderte Lilly Bob für ihre Unerschrockenheit. Eigentlich sollte sie als Oberküken die mutigste sein. Gib mal her! Sie nahm Bob den Zettel aus der Hand und gab ihr stattdessen ihre Lampe zum Halten. Rezept von Smutje Skull. Very schauderte. Skull, das heißt Totenschädel. Und was heißt Smutje? fragte Bob. Ist das ein Name? Smutje nennt man den Schiffskoch. Unwillkürlich blickten alle drei zur Kombüsentür. Man nehme, las Lilli die Flaschenpost weiter vor, drei Mädchen. Jungfrauen sollten es sein, und werfe sie in siedendes Öl hinein. Der Zettel war an den Rändern verbrannt, und eingetrocknete blutrote Tropfen waren zwischen die Buchstaben gespritzt. Dort lasse man sie schmoren bis über beide Ohren, zerteile sie in kleine Happen mit dem Messer. Fertig ist das Menü für Menschenfresser. Menü schreibt man mit eh nicht mit ä. Verry tippte kurz auf den Zettel, zuckte aber im gleichen Augenblick zusammen. Habt ihr das auch gehört? Das kam aus der Kombüse. Der Türknauf dreht sich. Alle drei starrten zur Tür und wären vor Schreck fast gestorben. Ein grässliches Geschrei ertönte, die Tür flog auf, und drei Gestalten, mit einem Schneebesen, einer Schöpfkelle und einem Kochlöffel in der Hand sprangen auf die Küken zu. Die Grottenolme. Es hätte mit Sicherheit eine Rauferei zwischen der Mädchen und der Jungenbande gegeben, wenn nicht in diesem Augenblick mit Getöse die Falltür über der Luke zugefallen wäre. Staub rieselte aus den Ritzen der Planken über ihnen. Sie waren im Schiffsbauch gefangen. Seid ihr allein hier? flüsterte Ole kaum hörbar. Ja, und ihr? gab Lilli die Frage zurück. Ole nickte. Dann spukt es hier wirklich? Very stellte sich zwischen Lilli und Bob. Wahrscheinlich habt ihr Idioten das Gespenst erst aufgeweckt! Little räusperte sich. Ich glaube nicht an unkörperliche Wesen mit übersinnlichen Fähigkeiten. Aber ich, Scheiße, Mann! Mitch zog sich die Kochmütze vom Kopf. Außerdem ist jetzt nicht Geisterstunde. Little zeigte auf den MP3-Player am Gürtel seines Bruders. Die Glockenschläge hat Ole hiermit abgespielt. Das war allerdings nur ein geringer Trost, denn über ihren Köpfen hörten sie jetzt ein Tapsen. Was ist das? Einer muss nachsehen. Bob leuchtete mit Lillys Lampe zu Luke, von woher ein unheimliches Kratzen kam. Alle zusammen, entschied Lilly. Und dann drängten sich drei Küken und drei Olme auf der schmalen Treppe gleichzeitig zu Luke. Lilly und Ole standen zuoberst und hoben die Falltür einen Zentimeter an. Durch den Spalt sahen sie gefletschte Zähne und hörten ein böses Knurren. Ole wandte sich an Mitch. Hast du noch ein Würstchen? Mitch klopfte vergeblich die vielen Taschen seiner Überlebensweste ab. Tut mir leid, Boss. Lilly legt ihre Hand auf Ferris Schulter. Zieh einen Schuh aus! Nicht meine Sneakers! beschwerte sich Ferry, zog dann aber den Schuh vom Fuß und reichte ihn Lilly. Lilly stemmte jetzt den Lukendeckel ganz auf, streckte sich und warf Ferris Sneaker über Bord. Kläffend sprang Pascha dem Schuh hinterher über die Reling. Die wilden Küken und die Grottenäume wollten gerade von Bord gehen, da streifte das Licht zweier Autoscheinwerfer über das Gelände. Hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Sie duckten sich hinter die kleine Kajüte. Mit ersterbendem Motorengeräusch hielt der Abschleppwagen neben dem Gebäude. Randolph sprang aus dem Gefährt, trat seine Zigarette aus und steuerte schimpfend auf die Milady zu. Runter da, ihr Pack! Eume und Küken kletterten in Windeseile die Leiter hinunter und rannten los. Zum Glück war Randolph kein sehr flinker Fänger. Und nachdem er sie ein paar Mal in alle Richtungen gejagt hat und immer wieder schimpfte, Ich rufe eure Eltern an, ihr Pack! gab er die Jagd schließlich schwer schnaufend auf. »Fangt bloß nie an zu rauchen!« rief er ihnen noch keuchend hinterher, aber da waren die Küken schon bei ihren Rädern. Die Olme hatten ihre Räder am Straßengraben versteckt, bis dorthin schoben die Küken. Bevor beide Banden losfuhren, blickten sie sich noch einmal um. Bis hierher zur Uferstraße hörten sie Kalle Randolph schimpfen. »Pascha, du verdammter Köter, du Versager, du Niete von einem Wachhund, du!« Im Licht der inzwischen brennenden Außenbeleuchtung des Gebäudes konnten sie sehen... Wie Randolph dem armen Hund einen Fußtritt nach dem anderen versetzte. Pascha jaulte zum Erbarmen. Und sein Jaulen klang Lilli noch in den Ohren, als sie schon längst außer Hörweite waren. Vor dem neuen Theater trennten sich die Wege der Küken und der Olme. Aus dem Park schallte die Musik vom Open-Air-Konzert herüber und bunte Lichtstreifen zerschnitten den Nachthimmel. Also, Waffenstillstand zwischen Küken und Olmen? Ole streckte Lilli die Hand hin. Aber nur, wenn ihr uns bei einer wichtigen Sache helft. Lilly schlug ein. Kurz darauf war nicht nur der Waffenstillstand besiegelt, sondern auch ein gemeinsamer Entschluss. Sechs Fahrräder rollten die Uferstraße entlang. Mal fuhren die wilden Küken voraus, mal die Grottenäume. An Oles Rad hing ein bunter Anhänger, mit dem man normalerweise kleine Kinder transportierte. sah Fragen zu Mitch: Hast du an die Würstchen gedacht? Klar, Boss! Mitch salutierte und musste einen Schlenker fahren, um nicht von der Straße auf den unbefestigten Seitenstreifen zu geraten. An der Abzweigung hielten sie an. Sie hatten Pech. Der Abschleppwagen parkte vor Randolphs Büro und daneben hockte Randolph selbst auf einer Bierbank und rauchte. In sicherer Entfernung schoben beide Banden ihre Räder ins Gebüsch und warteten. Und wenn er heute überhaupt nicht mehr wegfährt? fragte Verry. Little kämmte seine vom Fahrtwind zerzausten Haare glatt. Ein Täuschungsmanöver bewirkt eine vorhersehbare Reaktion des Gegners. Führt der Gegner seine Reaktion aus, ist dies eine günstige Gelegenheit, die eigentlich beabsichtigte Aktion auszuführen. Niemand kapierte, was Little meinte. Nur Ole nickte und holte sein Handy raus. Vielleicht hatten Zwillinge wirklich einen besonderen Draht zueinander, auch wenn sie zweieiig und so verschieden waren wie Ole und Little. Little diktierte seinem Bruder aus dem Kopf eine Telefonnummer. Aus Randolphs Büro hörte man ein leises Klingeln. Lilly spähte zwischen zwei Büschen durch und sah, wie Randolph im Büro verschwand. Dann redete neben ihr Ole ins Telefon. »Ich brauche einen Abschleppwagen. An der Nepomukstraße, Ecke Schleusenweg.« Es klappte. Eine Minute später heulte ein Motor auf und kurz darauf fuhr der Abschleppwagen an ihnen vorbei. Küken und Olme schoben die Räder aus ihrem Versteck. Oben empfing sie Pascha mit einem Knurren. Die Kette, an der er angebunden war, spannte sich immer wieder klirrend, wenn er auf sie zuspringen wollte. Mitch schulte zwei Würstchen raus und warf eines dem Hund hin. Pascha zögerte kurz, doch dann war ihm das Würstchen wichtiger, als das Gelände zu bewachen. Lilli kraulte den Hund zwischen den Ohren. Du wirst nie mehr geschlagen, und Fußtritte bekommst du auch nicht mehr, das verspreche ich dir. Paschas Knurren wurde immer leiser. Lilly schaute hinüber zum Schiff. Eine der Folien, mit denen die Bullaugen zugeklebt waren, hatte sich gelöst und flatterte im Wind. Für ein paar Sekunden gingen Lillys Gedanken auf Reisen. Die Milady schaukelte sanft auf den Wogen. Lilly, Tortuga und ihr Piratenhund Pascha standen am Bug und hielten Ausschau. Der Wind knatterte in den Segeln und »Wenn du ihn weiter so kraulst, pennt er noch ein!« Mitch biss von dem zweiten Würstchen ab und Ole klingte die Hundeleine aus dem Karabinerhaken der Kette. Pascha ließ sich anstandslos führen. Mitch warf das restliche Würstchen in den Kinderanhänger und der Hund hopste hinterher. Hey, da ist ja sogar mein Sneaker! Verry bückte sich und hob ihren Schuh neben einer Mülltonne auf. Er war ziemlich zerbissen, aber Verry nahm ihn trotzdem mit. Ole knöpfte die Regenschutzfolie über den Anhänger, damit Pascha nicht raushüpfen konnte. Dann fuhren sie los. Stolz radelten die wilden Küken und die Grottenäume die Uferstraße zurück. Sie hatten Pascha befreit. Er war jetzt ein Bandenhund. Sie würden sich abwechseln. Mal würden ihnen die Grottenäume nehmen und mal die wilden Küken bei sich verstecken. Auf dem Platz vorm neuen Theater trennten sich ihre Wege. Nur Ole begleitete Lilli, die Pascha als Erste mit nach Hause nehmen sollte, noch mit dem Hund im Anhänger. Als sie bei Lilli ankamen, blieb Ole vorm Tor stehen und Lilli überprüfte, ob die Luft rein war. Dann pfiff sie. Kurz darauf radelte Ole durch das Tor. Er ließ Pascha aus dem Anhänger und machte die Hundeleine an der Papiertonne fest. Also, was ich noch sagen wollte. Pascha ist ein blöder Name, finde ich. Lilly holte Verry's Sneaker aus dem Anhänger und wedelte damit in der Luft herum. Wir könnten ihn ja Sneaker nennen. Der Hund knurrte und schnappte nach dem Schuh. Ole nickte, stieg lachend auf sein Rad und fuhr davon, ohne sich noch einmal umzusehen. Lilly band Sneaker los und ging mit ihm in die Küche. Dort füllte sie ihm Wasser in eine Schüssel und machte für sich eine große Tasse kalten Kakao. Dann ging sie mit ihm in ihr Zimmer und machte ihn los. Sneaker sauste ein bisschen hin und her und legte sich dann auf den kleinen Franzenteppich vor Lillis Bett, als wäre das schon immer sein Lieblingsplatz gewesen. Lilly streichelte sein Fell. Er stank ein bisschen, aber nicht schlimm. Nachher würde sie Sneaker eine Dusche verpassen. Aber jetzt musste sie sich erst einmal um die Küken kümmern. Du bleibst brav hier liegen. Lilly sperrte ihre Zimmertür zur Sicherheit von außen ab. Na, habt ihr eine Idee, wie ich Papa das mit Sneaker verklickern soll? fragte sie Birdie und Bussy, als sie ihnen frisches Wasser und Futter gab. Doch die Küken machten nur leise Piep-Piep. Lilly war schon wieder im Flur. Da hörte sie erst das elektrische Tor und dann das Schlagen von zwei Autotüren. Ihr Vater kam mit einem Stapel Bücher unterm Arm herein. Lilly, ich dachte, du bist noch bei Bobina. Lillys Vater legte die Bücher auf dem Küchentisch ab und ging wieder hinaus. Ich hol noch den Rest aus dem Auto. Frau Wilhelms, die ebenfalls einen Bücherstapel schleppte, lächelte Lilly an. Wir waren im Antiquariat. Alles Bücher über Chippendale-Möbel. Guten Tag, Frau Wilhelms. Frau Wilhelms legte die Bücher neben den anderen Stapel und musterte Lilly. Willst du wirklich nicht Luisa zu mir sagen? Im gleichen Moment ertönte von oben ein Bellen. Was war das denn? Lilly betete, Sneaker möge aufhören, aber den Gefallen tat er ihr nicht. Das kommt doch aus deinem Zimmer! Lilly, jetzt sag schon! Lillys Vater wollte die Treppe hoch, aber Lilly stellte sich ihm in den Weg. Mein Zimmer geht dich nichts an! Sneaker bellte immer lauter. Man hörte ihn an der Tür kratzen und die Klinke klappte ein paar Mal. Lillys Vater schob seine Tochter beiseite und drehte den Schlüssel um, der außen im Schloss steckte. Puff! Die Tür flog auf. Fast wäre Lillis Vater rücklings die Treppe runtergefallen. Sneaker sauste die Stufen hinab, zielstrebig auf Frau Wilhelms zu. Der Hund landete direkt vor ihr und biss sich ganz genüsslich an ihrem Stöckelschuh fest. Frau Wilhelms schlüpfte aus dem Schuh und tumpelte zu Lillis Vater, der sie in die Arme schloss. Sneaker kaute auf dem Leder herum und knurrte voller Genugtuung. Obwohl Sneaker überhaupt nichts mehr anstellte, sondern brav neben Lilly am Boden lag und mit Unschuldsaugen zu ihr hochschaute, ließ ihr Vater nicht mit sich reden. Der Hund muss weg, und zwar sofort. Dann wird er wieder geschlagen. Ein Hund zu entführen, das ist Diebstahl. Wir bringen ihn gleich zurück, und basta. Tränen rollten über Lillis Wangen, als sie schließlich mit Sneaker auf der Rückbank des Autos hockte. Lilly streichelte den Hund. Er war brav und bellte überhaupt nicht. Kurz bevor sie den Schrottplatz erreichten, hielt Lillis Vater an. Du bleibst hier. Er schnappte sich Sneakers Leine und ging Richtung Büro. Ihr Vater redete mit Herrn Randolph und übergab ihm den Hund. Dann stieg er wieder ins Auto. »Es tut mir leid, aber du weißt, ich will keine Tiere und einen gestohlenen Hund erst recht nicht. Ich habe gesagt, wir hätten den Hund an der Uferstraße aufgelesen.« lillis Vater steckte den Schlüssel ins Zündschloss. »Ich will nie mehr für dich lügen müssen, Lilly, klar?« Durch ihren Tränenschleier sah Lilly, wie Herr Randolph Sneaker an der Leine in sein Büro schleifte. Lilly lehnte sich im Schneidersitz an die Ecke vom Gewächshaus. Barry hob Birdie aus dem Brutkasten und gab ihr das Küken. In Lillys über die Knie gespanntem T-Shirt streckte Birdie seine Flügelchen, als wollte es fliegen. Lilly streichelte über seinen gelben Flaum. Von der Straße her hörte man einen Hund bellen, und sofort musste Lilly wieder an Sneaker denken. Es waren inzwischen drei Tage vergangen, seit sie ihn hatte hergeben müssen. Vorgestern in der Schule hatte Ole Lilly das Gefühl gegeben, dass alles nur ihre Schuld gewesen sei und Sneaker noch in Sicherheit wäre, wenn sich gleich die Grottenolme um ihn gekümmert hätten. Dieser Blödmann, dachte Lilly. Damit war die Zusammenarbeit zwischen den beiden Banden natürlich beendet. Ein für allemal. Bob legte ihren Arm in den Brutkasten und Bussi schlüpfte in den ausgeleierten Ärmel von Bobs Pulli. Hey Bussi, das kitzelt! Mit ihrem neuen Handy machte Veri ein Foto von Birdie in Lillys T-Shirt und eins von Bussi in Bobs Ärmel, auf dem man Bussi zwar nicht sehen konnte, aber Bobs glückliches Gesicht. Mit Veris Handy hatte Lilly gestern auch bei Kalle Randolf angerufen. Natürlich mit verstellter Stimme und unter falschem Namen. »Hier spricht Huberta Cicero. Ich wollte nur nachfragen, ob die Milady noch zum Verkauf steht und was sie kostet.« »Also, Veri, was steht auf unserer Liste?« »Kükenfutter? Tee?« in Klammern Dschungelfeuer, Sonnencreme, Schokorosinen und nicht die Einkaufsliste, die geheime Bandenliste. Aktionsplan Milady, las Veri vor. Phase 1, Geld. Phase 2, Ankerplatz. Phase 3, Stefan Holler. Tatsächlich sollte sich Phase 3 des Aktionsplans Milady als die härteste Nuss erweisen. Dafür flutschten die ersten beiden Phasen fast wie von allein. Lilly, Bob und Verry mischten in der Küche der Eisdiele schier unendliche Mengen von Eiscreme. Natürlich streng nach ihrem Liebesrezept. Die Nonna war mit den roten Safranfäden spendabel. Das Amoretto-Eis ist ein richtiger Kassenschlager, freute sich Bobs Mama, die mit Sigis kleinem Fahrrad in der einen und Sigi an der anderen Hand reinkam. Sigi quengelte, weil er weiter Fahrrad fahren wollte. Sigis Nähfahrer! Aber seine Mutter schüttelte den Kopf. Er fährt draußen dauernd Slalom um die Tische. Sie probierte einen Löffel von der neuesten Amoretto-Mischung. Köstlich! Was haltet ihr davon, wenn wir euch das Rezept abkaufen? Also Nonna Paola und ich. Tja, Frau Wilhelms, Verisa ihrem Großvater auf einmal ungeheuer ähnlich. Um ehrlich zu sein, halten wir eine Umsatzbeteiligung für deutlich lukrativer auf lange Sicht. Quatsch! Lilly kippte Zucker in die Eismaschine. Uns ist schnelles Geld lieber. An wie viel hätten Sie denn gedacht? Drei Schiffsanteile und ihr macht die Vertretung an Gelatinos freiem Tag. Lilly konnte es nicht fassen. Das Angebot war natürlich super, aber es zeigte auch, dass Bobs Mutter schon über alles Bescheid wusste. Bob hatte also bereits das ganze Geheimnis ausgeplaudert. Ich habe Mama davon erzählt, weil ich meine, irgendwann. Bob wurde immer kleinlauter. Keine Sorge, bei mir ist euer Geheimnis gut aufgehoben. Bobs Mutter strich Bob über die kurzen Haare. Wir erlauben das natürlich alles nur wenn auch die anderen Eltern ihre Einwilligung geben. Seid ihr mit dem Preis einverstanden? Die Nonna streckte Lilli die Hand hin. Lilli schlug ein. Den ganzen Donnerstagnachmittag standen die wilden Küken hinter der Eistheke der Cantarellas und verkauften tausend und eine Eiscremekugel. Alle drei trugen schwarze Hosen und weiße Blusen und hatten sich die Haare nach hinten gekämmt. Geschickt schwangen die Mini-Gelatinos ihre Eisportionierer und jonglierten mit Waffeltüten. Bei strahlendem Sonnenschein klingelte es nur so in der Kasse der Eisdiele. Den Freitagnachmittag verbrachten die wilden Küken im Wohnzimmer der Gräfis. Der riesige Raum war licht durchflutet und fast leer. An den Wänden hingen Gemälde, bei denen man nicht sagen konnte, wo oben und unten war. Lilly fragte sich, ob das wohl hinten drauf stand oder ob Verys Eltern einfach wussten, wie man sie aufhängen musste. Auf dem Olivenholzboden lagen unzählige Fotos, Zeitungsausschnitte und Werbebroschüren. Bob legte einen Zeitungsausschnitt auf einen der vielen um sie herum ausgebreiteten Stapel. Verri kippte eine neue Schachtel mit Fotos aus und Lilly suchte einen Werbeprospekt für Hinskin küchen nach dem Datum ab. Drei Stunden später lag kein einziger Zeitungsausschnitt mehr herum, kein Foto und kein Prospekt. Dafür türmten sich feinsäuberlich beschriftete Schachteln entlang der Wand mit den Gemälden. Opa Hinskin war begeistert und als Verri sagte, »Opa, es geht um deine Wiese und den Weiher«, da ließ er sie gar nicht ausreden. Ich habe vorhin mit Bobinas Vater telefoniert. Er wollte sich noch einmal für den Job bedanken, den ich ihm vermittelt habe. Opa Hinskin strich sich über die grauen Bartstoppeln in seinem schmalen Gesicht. Meinetwegen könnt ihr euren Kahn dorthin schaffen. Aber nur, wenn auch Stefan einverstanden ist. Nein, Lilly, nein. Lillys Vater schüttelte den Kopf. Wie stellst du dir das denn vor? Das ist eine heidene Arbeit, so ein Schiff wieder auf Vordermann zu kriegen. Du müsstest es nur transportieren. Mein Anhänger ist für so eine Last nicht zugelassen. Und mit dem Transport ist es ja nicht getan. Wenn das Schiff erst auf der Wiese von Veris Opa steht, dann können wir das dort in aller Ruhe herrichten. Aber so sehr Lilly sich auch ins Zeug legte, ihr Vater blieb bei seinem Nein. Am nächsten Morgen unternahm Lilly gleich beim Frühstück einen neuen Versuch mit einer neuen Strategie. Wir würden lernen, selbstständig zu arbeiten. Nein. Lillys Vater schnitt ein Brötchen durch und reichte die obere Hälfte Frau Wilhelms. Und Verantwortung übernehmen. Das würden wir auch lernen. Und wir wären von der Straße weg. Frau Wilhelms schien zu schmunzeln. Von der Straße weg, von der Straße weg. Ihr seid ja sowieso nicht auf der Straße. Ihr trefft euch doch entweder hier oder in der Eisdiele. Noch. Ich kenne viele Jugendliche, die sich rumtreiben, weil sie keine sinnvolle Aufgabe haben. Guter Versuch. Jetzt musste auch lillis Vater grinsen. Und auf dem Weiher, da kann nichts passieren. Sinken kann die Milady nicht. Dafür ist der Weiher viel zu seicht. Und wir können alle drei schwimmen. wäre hat sogar irgend so ein Abzeichen. Vergiss es. lillis Vater schüttelte den Kopf. Aber die anderen Eltern würden es erlauben. Lilly blickte flehend zu Frau Wilhelms. Die hob nur abwehrend die Hände. Also, ich halte mich da raus. Papa, bitte. Du könntest dann auch dein Gewächshaus wieder haben und jederzeit Knochenleim kochen. Nein, wir kaufen kein baufälliges Schiff und wir schleppen es nicht auf die Hinskinwiese. Und Ende der Diskussion. Ihr Vater schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Lilly schlug ebenfalls mit der flachen Hand auf den Tisch und rannte raus. Heute war Samstag und Lillys Vater arbeitete nicht in seiner Werkstatt. Lilly starrte auf das Schild über der Tür: Schreinerei Stefan Holler. Schreinerei Holzkopf sollte da stehen. Papa war so ein Dickschädel. Aber Lilly auch. Gleich nach dem Mittagessen stibitzte sie sich den Werkstattschlüssel vom Schlüsselbrett. Lilly sägte Bretter, klebte sie mit wasserfestem Holzleim zusammen und spannte sie zwischen Schraubzwingen. Als sie ein weiteres Brett zurechtsägte, steckte ihr Vater den Kopf zur Werkstatttür herein. Sag mal, was machst du denn da? Das darf ich doch in deiner Werkstatt arbeiten. Hast du selbst gesagt, solange ich keine Maschinen einschalte. Ja, klar. Lillis Vater drehte an den Schraubzwingen, bis etwas Leim zwischen den Brettern hervorquoll. Achte darauf, dass du die Einzelteile immer quer zur Maserung verleimst. Ein paar Stunden ließ Lilly ihr Werkstück trocknen. In der Zeit mistete sie den Brutkasten der Küken aus und säuberte den Freilauf. Dann arbeitete sie in der Werkstatt weiter. Sie raspelte und raspelte, und ihre Arme wurden immer schwerer. Ihr Vater kam und sah nach ihr. Willst du nicht morgen weitermachen? Lilly schüttelte den Kopf. Beim Rausgehen schaltete ihr Vater die Werkstattbeleuchtung an. Als Lilly endlich die grobe Form hatte, nahm sie eine etwas feinere Raspel. Lilly, es ist längst Bettgehzeit. Ihr Vater stand schon wieder in der Werkstatttür. Na und? Lilly raspelte weiter. Morgen ist keine Schule. Was wird dann das überhaupt? Eine Galionsfigur. Mit sowas verziert man den Bug eines Schiffes. Vergiss es, Lilly. Ich bleib bei meiner Entscheidung. Ihr Vater knallte die Tür zu. Lilly ging vom Raspeln zum Pfeilen über. Und schließlich kam das Schwierigste, das Schnitzen. Erst klopfte sie mit dem Hammer auf das Stemmeisen und stach große Späne ab. Dann grub sie mit dem Hohlbeitel Vertiefungen ins Holz. Lilly konnte kaum mehr die Augen offen halten, aber sie schnitzte weiter und weiter, bis erneut die Tür aufging. In seiner kurzen Schlafhose stand Lillys Vater vor ihr. Du hast gewonnen. Ich helfe euch mit dem Schiff. Lilli fiel ihm um den Hals und wäre am liebsten auf der Stelle in seinen Armen eingeschlafen, so müde war sie. Die ist ja wirklich toll geworden. Langsam fuhr ihr Vater mit der Hand über die ausgebreiteten Flügel und den Kopf der Galionsfigur. Es ist ein Huhn, das fliegen kann. Dann klappten Lilli die Augenlider zu. Birdie und Bussi hüpften im Gras herum wie zwei gelbe Tennisbälle. Sie hatten jeden Tag ein paar Gramm zugelegt und wogen jetzt zusammen 225 Gramm, Birdie 110 und Bussi 115 Gramm. Lilli, Bob und Veri notierten alles im Bandenbuch und klebten die beim ersten Federwechsel verlorenen Kükenfedern daneben. Ohne Bussy und Birdie wäre die Schulwoche wohl überhaupt nicht vergangen. Die Zeit wälzte sich so träge dahin, dass Lilly schon dachte, es würde nie mehr Freitag. Aber jetzt war es soweit. Lillys Vater hatte mit Herrn Randolph telefoniert, sich von einem Kollegen einen größeren Anhänger ausgeliehen und alle zusammengetrommelt. Und jetzt standen etliche Männer und drei wilde Küken um die Milady herum. Der arme Sneaker, der wieder zu Pascha geworden war, bellte und zerrte an seiner Kette. Randolph kam mit einem Vorschlaghammer aus dem Schuppen und versetzte dem Hund einen Fußtritt. Das Bellen wurde zu einem leisen Winseln. Lilly war drauf und dran hinzurennen und Randolph ihre ganze Wut und Verachtung ins Gesicht zu schreien, aber Bob hielt sie am Arm fest. »Konzentrier dich auf das Schiff!« Die Küken, Opa Hinsken und Veris Vater umklammerten Seile, die an der Milady festgebunden waren. Vier Kumpels von Randolph standen neben den Schlaufen der Hebeseile, die quer unter dem Bug der Milady lagen. Lillys Papa und Jens Wilhelms hatten eine Rampe gebaut, die sich jetzt zwischen dem Schiff und dem Anhänger befand noch war das Schiff seitlich mit Pfählen abgestützt, aber die Leiter war entfernt worden und auch das ganze Gerümpel aus dem Bauch des Schiffes. Randolphs Kumpels spannten die Hebeseile. Randolph machte ein paar Testschwünge mit dem Vorschlaghammer und schlug dann die erste Stütze weg. Also dann, volle Kraft voraus! Randolphs Hammer traf die zweite Stütze. Lily, Bob und Verry zogen an ihren Seilen. Randolphs Kumpels ächzten. Opa Hinsken und Hartmut legten sich ebenfalls ins Zeug. Das ist ehrliche Arbeit. Was, Schwiegersohn? Opa Hinskens Kopf war knallrot. Ja, anders als auf dem Golfplatz, was, Schwiegervater? Hartmut wickelte sich das Seil um den Arm und zog. Randolph schlug die letzte Stütze weg. Es war, als würde ein Aufatmen durch die Milady gehen. Lillis Herz klopfte wie wild. Das war ihr Schiff. Das Schiff der wilden Küken. Lillis Vater stand auf dem Anhänger und dirigierte die Männer. Alle hörten auf sein Kommando. Mehr nach links, zu mir, und jetzt gleichzeitig. Hau, ruck! Das Schiff glitt ganz langsam über die leicht abschüssige Rampe auf den Anhänger. Sneaker bellte aufgeregt, die Männer schwitzten, die Küken zogen und fühlten, wie ihre Kraft dazu beitrug, das Schiff zu bewegen. Lilly hätte nicht sagen können, ob es nur ein paar Minuten oder eine ganze Stunde gedauert hatte, aber schließlich war es geschafft. Die Milady stand fest verteut auf dem Anhänger. Als die meisten schon wieder in die Autos stiegen, ging Lilly zu Sneaker hinüber und streichelte ihn. Er sah sie so traurig an, dass es ihr fast nicht gelang, sich an Bobs Rat zu halten und an nichts anderes als an das Schiff zu denken. Lillys Vater gab Herrn Randolph das Kuvert mit dem selbstverdienten Geld der wilden Küken. Lilly kletterte zu ihren Freundinnen auf die Rückbank. Bobs Vater, der auf dem Beifahrersitz saß, zeigte nach hinten Richtung Anhänger. Da habt ihr drei aber jede Menge Arbeit im Schlepptau. Lillys Vater startete den Motor, und im Schneckentempo schleppten sie die Milady erst auf die Uferstraße, dann ein paar Kilometer am Fluss entlang und schließlich über den Feldweg bis zur Weiherwiese. Julia und ihr Freund waren noch gekommen und hatten Bobs Mutter, die Nonna und Gelatino mitgebracht. Die Nonna saß auf einem Klappstuhl am Ufer und schaute zu, wie langsam das Gerüst aus Balken wuchs und wie jung und alt das Schiff dann gemeinsam vom Anhänger hinüber auf das Gerüst schoben. Die Sonne berührte schon die Wipfel des Keltenwaldes, als alle nach Hause fuhren. Im Bauch des Schiffes verstaut waren mehrere Kisten mit Werkzeug, das hauptsächlich aus der Schreinerei stammte und auf seinen Einsatz am nächsten Morgen wartete. Die wilden Küken hatten sich schon ganz früh verabredet und radelten an noch samstäglich verschlafenen Häusern vorbei zur Weiherwiese. Wie ein Wunder stand das Schiff kaum zwei Meter vom Ufer des Weihers entfernt im Gras. Als wäre die ganze Wiese früher ein Meer gewesen, von dem inzwischen nur noch ein Weiher übrig war. Lilly kletterte an Bord und verteilte Werkzeug. Als erstes mussten sie den alten Lack abschaben, dann morsche Teile durch neues Holz ersetzen. Dabei würde ihnen Lillys Vater helfen. Und am Schluss musste das Schiff neu bemalt werden. Die Küken machten sich an die Arbeit. Nachdem sie ein paar Stunden geschuftet hatten, lagen auf der Wiese ausgebreitet alle abmontierten Teile zum Schleifen und Lackieren bereit. Und daneben stapelten sich Farbeimer. Blau, Gelb und Klarlack. Die hatte Lillis Vater mitgebracht, sowie zusätzliches Werkzeug. Während Vary schon fleißig gelbe Farbe verteilte und Bob die Tür der kleinen Kajüte blau bemalte, waren Lilly und ihr Vater unter Deck. Er klopfte den Boden der Milady ab und nickte zufrieden. Die Bohlen sind wohl noch gar nicht so alt. Überhaupt nicht morsch. Wahrscheinlich ist es noch gar nicht so lange her, dass der Schiffsboden erneuert wurde. Auch mit den Seitenwänden war er zufrieden. Es sind nur Kleinigkeiten. Die Rahmen der Bullaugen, die Geländer, die Wand zu Kombüse könnten wir einfach rausreißen. Dann wäre der ganze Schiffsbauch ein Raum. Da könnt ihr Hängematten aufhängen. Und hier, wo ursprünglich mal der Motor war, bauen wir einen Kasten drüber. Ihr Vater redete weiter. Aber Lilly hörte ihm nicht mehr richtig zu, sondern horchte auf die Stimmen draußen. Das waren Ole, Lidl und Mitch. Lilly kletterte die Schiffstreppe hoch durch die Luke an Deck. Die Räder der Grottenäume lagen im Gras und Lidl und Mitch redeten auf der Wiese mit Ferry. Ole stand an Deck ganz vorn am Bug und stieß mit dem Fuß gegen die Reling. Eine Leiste ging splitternd zu Bruch. »Sag ich doch, total baufällig!« »Ich dachte, du findest den Kahn total cool!« rief Mitch nach oben. Ole griff sich ein Stück Rundholz, das zum Ausbessern bereit lag, und klopfte damit prüfend gegen die Reling. Lidl zeigte auf einen offenstehenden Farbeimer das ist ein angenehmer farbton blau beruhigt ich finde das gelb schön mitschlächelte vary an vorsicht du tropfst vary streifte ihren pinsel ab und legte ihn über die farbdose ole kümmerte sich weder um das blau noch das gelb sondern schlug mit dem rundholz eine weitere leiste aus der reling viel spaß mit dem schrott Oberküken! lillis vater kam ebenfalls aus der luke geklettert gute methode die morschen teile zu entfernen Ole schien nicht mit ihm gerechnet zu haben. Unsicher blickte er zu den anderen Grottenäumen. Lillis Vater hielt Ole eine Säge hin. Ihr könnt ruhig mit anpacken, Jungs. Ole schüttelte den Kopf, stapfte an Lilly vorbei und kletterte die Leiter runter. Mitch, der sich schon einen Pinsel genommen und ihn in die gelbe Farbe getaucht hatte, stand unentschlossen da. Hey, Boss, jetzt warte doch! Ole. Lilly stieg auf die Reling. Wir könnten ja echt Hilfe gebrauchen. Ole blieb stehen und drehte sich um. »Meinetwegen!« Und dann packten tatsächlich alle mit an. Mitch half Barry mit der gelben Farbe, Little half Bob mit der blauen, Ole und Lilly knöpften sich gemeinsam die Leisten der Reling vor. Lilly passte gekonnt ein Stück Rundholz ein, während Ole seine Mühe mit der Säge hatte. Immer wieder verklemmte sich das Sägeblatt. Lilly nahm ihm die Säge aus der Hand. »Nicht zu viel Druck! So!« Gleichmäßig schob und zog Lilly die Säge vor und zurück. Am Abend hatten sie schon viel erreicht. In der Reling steckten 24 neue Leisten. lillis Vater hatte die Schiffstreppe und die Luke ausgebessert. Die Kajüte strahlte blauer als der Abendhimmel, und eine Unzahl von gelben Kleinteilen lag zum Trocknen auf der Wiese verstreut. Auch am Sonntagmorgen und an den darauffolgenden Nachmittagen kamen die Grottenäume zum Helfen. Von Tag zu Tag liegt das Schiff mehr dem Bild, das die Küken in ihren Köpfen hatten. Am Donnerstagnachmittag war auch Lillys Vater wieder mit von der Partie. Die wilden Küken und er fuhren gemeinsam mit dem Auto zu Opa Hinskens Grundstück. Die ganze Fahrt über war Lilly aufgeregt, was Bob und Verry wohl zu ihrer Überraschung sagen würden, die unter einer Decke hinten im Kofferraum lag. Kaum hatte ihr Vater den Motor abgestellt, sprang Lilly aus dem Auto, öffnete den Kofferraum und zog die Decke weg. Wow! Was ist das denn? rief Bob. Ein Huhn! Lilly strich stolz über ihr Werk. Unsere Galionsfigur. Während sie das hölzerne Huhn mit den ausgebreiteten Flügeln zum Schiff schleppten, kamen die Grottenäume angeradelt. Was ist das denn für ein Gänsegeier? fragte Ole. Echt cool, der Flattermann. Mitsch ließ sein Rad ins Gras fallen und strich bewundernd über das Gallionshuhn. Dagegen kann unser Olm echt nicht anstinken. Wenn ihr wollt, können wir es gemeinsam bemalen, schlug Lilly vor. Ei, ei, Oberküken. Mitch half Lilly, die Kiste mit den Farben aus dem Auto zu holen. Lillys Vater arbeitete unter Deck an den Rahmen der Bullaugen weiter, während Küken und Olme die Galionsfigur bemalten. Es wurde ein sehr buntes Huhn. Lilly wusch gerade den Pinsel aus, mit dem sie den Kamm des Huhns rot bemalt hatte, da bemerkte sie, dass Ole verschwunden war. Suchend schaute sie sich um. Mitch stand mit hochgekrempelten Hosenbeinen im Weiher und jagte den kleinen Fischen nach, die dort im seichten Wasser hin und her huschten. Little bemalte den Steg mit dem Rest des blauen Lachs. Seltsamerweise ließ er immer eine Planke frei und bemalte nur jede zweite. Hast du Ole gesehen? Der ist gegangen. Little Zungenspitze berührte seine Oberlippe. Konzentriert führte er den Pinsel. Aber er hat gesagt, Mitch und ich können ruhig noch hier bleiben. Niemand bemerkte, wie Lilly sich davonschlich. Sie lief zum Wald dann an der Müllhalde vorbei den Abhang runter, sprang über den Schlangenbach und rannte weiter bis zum Keltenbuckel. Gegen den bemoosten Fels gelehnt verschnaufte sie und beobachtete die Olmgrotte. Nichts regte sich dort. Vielleicht hatte sie sich doch geirrt. Leise pirschte Lilli sich näher und spähte durch die Palisaden. Auf dem Klapptisch vor der Bretterhütte lag ein großes aus Hasendraht geformtes Reptil, das wohl einen Olm darstellen sollte. Ole tauchte eine Gipsbinde in einen Wassereimer und wickelte sie um den Draht. Von seinen Händen tropfte weißer Gips. Lilly rührte sich nicht. Ole tauchte immer neue Gipsbinden in den Eimer und schlang sie um den Olm. Aber unter der Last des nassen Gipsgewebes sank das Drahtgerüst in sich zusammen, als würde dem Olm die Luft rausgelassen. Lilly wagte nicht zu atmen, und auch Ole schien kurz wie erstarrt. Aber dann stieß er wütend den Tisch um. Der unfertige Olm platschte auf den Boden, und Ole trampelte auf ihm herum. Gipstropfen spritzten umher. Plötzlich hielt Ole inne und stand mit hängenden Armen im weißen Matsch. Lilli konnte sein Gesicht nicht sehen, aber sie wusste, dass er weinte. So leise sie konnte, schlich sie sich davon. Zurück am Weiher hockte sie sich an zu Ufer und starrte ins Wasser. Sie berührte die Hühnerfeder um ihren Hals, und ein bisschen fühlte sie sich wie damals auf der Brücke, als sie die Feder in den Fluss werfen wollte. Das Lachen von Mitch riss sie aus ihren Gedanken. Hey Lilly, rief er vom Deck der Milady aus. Was machst du denn da? Ich brauchte nur eine Verschnaufpause. Lilly kletterte wieder an Bord und lackierte schweigsam den letzten Rest der Reling. Als es Abend wurde, war alles fertig. Sogar das Galionshuhn hing am Bugsprit der Milady. Und es sah wirklich aus, als würde es fliegen. Der ganze Steg war blau gestreift. Little hatte die gesamte blaue Farbe aufgebraucht. Sie hatte auf den Tropfen genau für jede zweite Stegplanke gereicht. Lily lud Mitch und Little beim Abschied zur Schiffstaufe ein. Am Samstag, nicht vergessen! Und bringt Ole mit! Die wilden Küken räumten noch auf. Wir haben das hier vergessen! Es lag unter den Holzresten! Bob hielt das Namensschild der Milady hoch. Sie hatten es abgeschraubt, um die Außenwand besser lackieren zu können. Das Rot der Buchstaben war schon fast ganz verblichen. Veri öffnete die kleine rote Farbbüchse, tunkte den Pinsel ein und zog das M von Milady nach. Sieht doch schon viel besser aus. Eigentlich sollten wir dem Schiff einen neuen Namen geben, schlug Bob vor. Zum Beispiel Gänsegeier. <laughs> war nur Spaß. Oder Schnäpfe. Oder Küken 3. Zu spät. Jetzt habe ich schon das M und das Y fertig. M und Y überlegte Lilly. Ich weiß, wie wir es nennen. Obwohl es noch nicht trocken war, schraubten sie das Schild mit dem neuen Namen sofort am Schiffsrumpf fest. Am Freitag kam Frau Wilhelms gleich nach der Schule zum Mittagessen. Dauernd erkundigte sie sich nach dem Schiff. Die Wilhelms konnte so neugierig fragen, wie sie wollte. Lilly lud sie nicht zur Schiffstaufe ein, aber die wilden Hühner sollten natürlich dabei sein. Lilly tippte die SMS an Sprotte in ihr Handy und mit jedem Buchstaben wuchs ihre Vorfreude. Was würden Sprotte, Frieda, Trude, Melanie und Wilma für Augen machen? Die wilden Hühner hatten ja nicht die geringste Ahnung, was ihre Schatzkiste den wilden Küken für Abenteuer beschert hatte. Lilly stellte sich vor, wie die wilden Hühner erst das frisch renovierte Schiff und dann Bussi und Birdie bestaunen würden, als das Klingeln des Telefons sie aus ihren Gedanken riss. Ihr Vater ging ran. Es war einer seiner Kunden, der auf der Baustelle sofort seine Hilfe benötigte. Also hockte Lilly kurz darauf alleine mit ihrer Lehrerin in der Küche. Toller Freitagnachmittag. Bob musste in der Eisdiele aushelfen und Verrie war mit ihrer Familie zum Jahresturnier vom Golfclub gefahren. Und die Wilhelms hatte offensichtlich nicht vor, so bald zu verschwinden. Sie las eins der Bücher über Möbel und Lilli wollte gerade rausgehen und nach Bussi und Birdie sehen. Da klingelte das Telefon schon wieder. Einen Augenblick lang war unklar, wer rangehen sollte. Dann nahm Frau Wilhelms ab. Luisa Wilhelms bei Stefan Holler? Frau Wilhelms gab Lilli ein Zeichen zu warten. »Also eine Stunde sind Sie noch da. Okay, Herr Randolph, dann komme ich das jetzt gleich abholen.« Sie legte auf und wandte sich an Lilly. »Herr Randolph hat in seinem Schuppen noch ein Steuerrad gefunden, von eurem Schiff. Komm!« Sie redeten die ganze Fahrt lang kein Wort, nur das Radio dudelte. An Kalle Randolfs Schrottplatz angekommen, stellte Frau Wilhelms den Motor ab. Schon als Lilly die Autotür aufmachte, bellte Sneaker freudig und zerrte an seiner Kette. Herr Randolph kam aus dem Büro und warf ihm eine leere Bierdose an den Kopf. Sneaker zog den Schwanz ein und verkroch sich unter die Bank. Frau Wilhelms holte Luft, als wollte sie etwas sagen, streckte Randolph aber dann die Hand hin. Wir haben vorhin telefoniert. Randolph bat sie kurz zu warten und verschwand im Schuppen. Unter der Bank heraus schaute Sneaker hoch zu Lilli, seine Hundeohren zuckten. Lilli hätte ihn so gerne gestreichelt, blieb aber neben Frau Wilhelms stehen. Was für schwarze Augen er hat sagte Frau Wilhelms. Dann schauten beide schweigend den Hund an, bis Randolph mit einem kleinen hölzernen Schiffssteuerrad wiederkam. Er legte es auf den Tisch. Das kostet natürlich extra. Randolph schob Sneaker grob mit dem Fuß beiseite und setzte sich auf die Bank. Es gehört zum Schiff, und das hat mein Freund bezahlt, sagte Frau Wilhelms mit ihrer Lehrerin Stimme. Randolph kratzte sich das stopplige Kinn. Hm. Aber nur, weil ich zu so einer hübschen Frau nicht nein sagen kann. Schnäpschen gefällig? Er zog zwei kleine Fläschchen aus seiner Hosentasche und stellte sie auf den Tisch. Sneaker hatte sich inzwischen aufgerichtet und schnupperte Richtung Lilly. Als die einen Schritt näher kam, rannte er auf sie zu. Seine Kette klirrte. Randolph fasste flink danach und riss Sneaker an der Kette mit solcher Wucht zurück, dass der Hund strauchelte. Randolph stieß ihm mit dem Fuß in die Flanke. Platz, Pascha! Winselnd verdrückte der Hund sich hinter die Mülltonne. Fast gleichzeitig lief Frau Wilhelms um den Tisch herum, klinkte blitzschnell die Hundeleine von der Kette und drückte sie Lilly in die Hand. Schaff ihn ins Auto! Hey, das ist mein Hund! Randolph stapfte wütend auf das kleine rote Auto zu. Jetzt nicht mehr! Frau Wilhelms stellte sich mit dem Steuerrad in den Händen zwischen ihn und Lilly. Das ist Diebstahl! Randolph richtete seinen Finger bedrohlich auf Frau Wilhelms. Der Hund gehört mir! Ich ruf die Polizei! Frau Wilhelms wippt auf ihren Stöckelschuhen. Tun Sie das ruhig. Dann hetze ich Ihnen und Ihrer Klitsche hier das Finanzamt auf den Hals, den Tierschutzverein, das Gewerbeaufsichtsamt und das Bundesamt für, für Strontium. Randolph schluckte. Frau Wilhelms warf das Steuerrad auf den Beifahrersitz. Lilly sprang hinter Sneaker auf die Rückbank und schon brausten sie die Auffahrt hinunter. Was ist das Bundesamt für Strontium? fragte Lilly. Mir ist nichts mehr eingefallen. Frau Wilhelms setzte den Blinker und bog ab auf die Uferstraße. <laughs> das gibt's gar nicht. Strontium ist ein chemisches Element. <laughs> Gehört zu den Erdalkalimetallen.« Und noch während sie das sagte, musste sie lachen. Und Sneaker kläffte, als würde er mitlachen. Frau Wilhelms wurde wieder ernst. Am Montag gehe ich mit ihm zum Tierarzt. Also behalten wir Sneaker? Aber du bist für ihn verantwortlich. Lilli streichelte ihren Schützling. Und Frau Wilhelms erzählte, dass sie sich als Kind immer einen Hund gewünscht hatte, aber meine Eltern, keine Chance. Ah, äh, kenne ich. Lilli versuchte nicht daran zu denken, wie ihr Vater wohl reagieren würde. Eine Weile fuhren sie schweigend dahin. Über den Rückspiegel sahen sie sich kurz in die Augen und dann berührte Lillis Hand die Schulter von Frau Wilhelms. Wenn du unser Schiff sehen willst, musst du jetzt links abbiegen, Luisa. Lilly wickelte sich die Hundeleine ums Handgelenk und stieg aus. Luisa folgte ihr über die Wiese. Da habt ihr echt ganze Arbeit geleistet. Das Boot ist ja nicht wiederzuerkennen. Sie kletterte die Leiter darauf an Deck. Lilly reichte ihr das Steuerrad hoch, und Sneaker bellte das Schiff an, als würde er eine alte Bekannte begrüßen. Da erst bemerkte Lilly es. Er blieb kurz die Luft weg, als hätte ihr jemand einen Magenhieb versetzt. Die Galionsfigur. Ein Flügel des fliegenden Huhns war abgebrochen. Wie konnte das nur passiert sein? Lilly suchte das Gras danach ab, fand das fehlende Teil aber nicht. Suchst du das hier? Das lag hier oben neben der Luke. Luisa hielt den abgebrochenen Flügel hoch. Von allein konnte er nicht abgebrochen sein, sonst hätte er irgendwo unten am Schiff liegen müssen, ging es Lilly durch den Kopf. Luisa lehnte den Flügel neben das Steuerrad an die Kajüte, Kletterte von Bord und begutachtete kopfschüttelnd die demolierte Galionsfigur. Wer macht denn sowas? Ole, dachte Lilly und wurde unendlich traurig. Da half es auch nichts, dass Sneaker seinen Kopf an ihrem Knie rieb. Natürlich schimpfte Lillys Vater wegen Sneaker, und zwar ziemlich laut, und je lauter er schimpfte, desto lauter bellte der Hund. Und als kurz niemand auf ihn achtete, hatte Sneaker auch schon das Schuhregal umgeworfen und ein Loch in die neuen schwarzen Schuhe von Lillis Vater gebissen. Am besten gehst du jetzt mal kurz Gassi mit ihm, sagte Luisa zu Lilli und klopfte dann an die Wohnzimmertür, die Lillis Vater soeben zugeknallt hatte. Stefan, jetzt lass uns doch vernünftig darüber reden! Lilli führte Sneaker den weiten Weg bis runter zum Fluss. Als sie wieder zurückkamen, blieb Lilli im Flur stehen und lauschte. Es war nichts zu hören, aber das Schuhregal war leergeräumt. Wo waren all die Schuhe hin? Sneaker machte Männchen vor dem Garderobenschrank und knurrte. Ganz oben, außerhalb von Sneakers Reichweite, standen aufgereiht auf dem Garderobenschrank Papas Wanderstiefel, Lillys Gummistiefel, Papas Mokassins, Lillys Sandalen und die Stöckelschuhe von Luisa. Lilly ging ins Wohnzimmer. Ihr Vater und Luisa hatten es sich barfuß auf dem Sofa gemütlich gemacht. Lillis Vater begrüßte seine Tochter mit einem strengen Blick. Der Hund gehört Luisa, aber du bist für ihn zuständig. Ist das klar? Lilly nickte. Seine Gesichtszüge wurden etwas milder. Was ist das überhaupt für einer? Ich meine, ein Beagle oder ein Bernardiner oder was? Auf alle Fälle ist er ein ganz süßer. Luisa rutschte vom Sofa herunter und knuddelte Sneaker. Lillis Vater seufzte. Lilly umarmte ihn. Nicht nur wegen Sneaker, sondern überhaupt. Wegen allem. Als Lilly aufwachte, war es noch früher Morgen. Sneaker schnarchte auf dem Fransenteppich. Mucksmäuschenstill schlich Lilly die Treppe hinunter. Zum Glück war auch Sneaker mucksmäuschenstill. Offenbar hatte er kapiert, dass niemand geweckt werden sollte. In der Küche schrieb Lilly einen Zettel für ihren Vater. Ich bin schon losgeradelt. Bis später dann bei der Schiffstaufe. P.S. Bitte bring Bussi und Birdie mit. Und Luisa. Dann radelte Lilli durch den hellen Samstagmorgen. Keine Wolke war am Himmel. Der Schlüssel für das Schloss der Schiffsluke hing zusammen mit dem Schlüssel für ihr Fahrrad an ihrem Hosenbund. Sneaker lief neben ihr her, seine Leine hatte sie am Handgelenk, und im Gepäckträger klemmte die Schatztruhe. Flache Dunstschwaden hingen noch über der Wasseroberfläche. Kurz sah es aus, als würde das Schiff direkt aus dem Nebel auftauchen. Lilli schob ihr Rad bis zum Steg. Als sie es abstellte und hinüber zum Schiff sah, Entdeckte sie eine Gestalt an Bord. Die Gestalt beugte sich über den Bug des Schiffes zur Galionsfigur. Es war Ole. Lilly band Sneaker schnell an ihrem Rad fest und rannte los. Was tust du da? Im ersten Augenblick dachte Lilly, Ole wollte der Galionsfigur auch noch den zweiten Flügel abbrechen. Aber dann sah sie, dass er einen Hammer in der einen und Nägel in der anderen Hand hielt. Sie kletterte die Leiter rauf an Deck. Ich wollte das nicht. Ich war gestern nach der Schule hier. Oles lange Wimpern lagen wie ein Fächer vor seinen Augen. Ich wollte nur sehen, wie weit ihr mit dem Schiff seid. Und da ist mir die Leiter weggerutscht und gegen den Flügel geknallt. Ich wollte es gestern gleich reparieren, aber das Werkzeug war eingeschlossen. Er deutete mit dem Hammer auf das Vorhängeschloss an der Luke. Lilly schwieg. Sie war hin und hergerissen. Sie war wütend auf Ole, aber er tat ihr auch leid. Nervös drehte er den Hammer zwischen den Händen. Den habe ich von zu Hause mitgebracht. Lilly nahm ihm den Hammer und die Nägel weg und schlug zwei weitere Nägel in den Flügel, der ziemlich schief aus dem Gallionshuhn ragte. Ole war wirklich ein miserabler Handwerker. Und dann hockten sie auf dem blaugestreiften Steg und Sneaker zeigte ihnen, wie gut Hunde schwimmen können. Lilly erzählte, wie Luisa Randolph den Hund weggenommen hatte und Ole erzählte, wie er und Lidl die Höhle am Keltenbuckel entdeckt hatten. Und was ist das für eine Kiste? Ole zeigte auf Lillys Gepäckträger. Lilly zögerte einen Augenblick. Schwöre, dass das immer ein Geheimnis bleibt. Ole hob die Hand zum Schwur. Großes Grotten eurem Ehrenwort. Lilly holte die Schatztruhe. Nur um Mitternacht öffnen, las Ole. Was bedeutet das? Abenteuer. Lilly öffnete die Truhe. Die haben die wilden Hühner vor Jahren vergraben. Der herz haben wir ein ziemlich leckeres Eis zu verdanken. Dem Blechküken unsere Küken Bussi und Birdie. Und die hier sie nahm die griechische Zwei-Cent-Münze heraus, die hat uns ein Bandenquartier verschafft. Ole nahm Lilli die Münze aus der Hand und betrachtete sie genauer. Hm, aber das kann eigentlich nicht stimmen. Und ob das stimmt? Lilli deutete erst auf das Schiff auf der Münze, dann über die Schulter auf das, das hinter ihnen aufragte. Nein, dass die wilden Hühner das alles vor ewigen Zeiten eingegraben haben. Hier, die Münze ist erst in diesem Jahr geprägt worden. Lilly starrte auf die Jahreszahl. Es dauerte eine Weile, bis sie es kapierte. Die wilden Hühner haben uns reingelegt! Na, warte! Sie warf die Münze zurück in die Truhe und klappte den Deckel zu. Da ertönten vier Fahrradklingeln und Bob und Barry radelten hinter Little und Mitch über die Wiese. Sofort berief Lilly eine Bandenbesprechung ein: Wilde Küken und Grottenolme. Danach machten sich Ole, Mitch und Little auf den Weg zur Olmgrotte. Die drei Küken schmückten das Schiff mit der Glitzergirlande, die Bob aus der Eisdiele mitgebracht hatte. Da trafen auch schon die Gäste ein, gleich mehrere Autos parkten am Wiesenrand. Lillis Vater und Luisa holten Bussis und Birdys Brutkasten aus dem Kofferraum. Bobs Vater baute zusammen mit Gelatino einen Grill auf und Opa Hinsken zeigte den Pokal herum, den er beim gestrigen Golfturnier gewonnen hatte. Sigi fuhr mit seinem kleinen Fahrrad herum und Julia und Bobs Mutter schmierten jeden, den sie erwischen konnten, mit Sonnencreme ein. Die Nonna saß auf einem Klappstuhl im Schatten der Weide. Ilona war ganz begeistert von dem neuen Namen, den das Schiff erhalten sollte, und Veris Vater lobte die gute Arbeit. Als die Grottenäume von ihrem kurzen Ausflug zurückkamen, schleppten sie ein Bündel aus Tarndecken möglichst unauffällig an Bord. Fast wollte Lilly die Hoffnung schon aufgeben, da trudelten die wilden Hühner doch noch ein. Sie hatten Steve, Willy und Fred im Schlepptau, wie erwartet staunten Sprotte, Frieda, Trude, Melanie und Wilma nicht schlecht, als die Küken ihnen Bussi und Birdie zeigten. Bussi sieht ein bisschen aus wie Huberta, meinte Sprotte. Sie stand mit Fred vor dem Brutkasten und die beiden hielten Händchen. Ich dachte, Liebe ist kompliziert, flüsterte Lilli Sprotte zu. Manchmal ist sie auch ganz einfach. Sprotte gab Fred einen Kuss. Trude war so gerührt von den Küken, dass sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel wischen musste. Sie hielt Bussi so lange im Arm, bis die ihr ein Loch in ihre Häkelbluse biss. Eindeutig Hubertas Tochter! Und dann war es soweit. Die Männer lösten die ersten Gerüstteile links und rechts des Schiffes. Sein Bug war etwa zwei Meter vom Wasser entfernt. Mehrere Baumstämme lagen bereit. Jens Wilhelms und Gelatino hatten Badehosen angezogen und standen bis zum Bauch im Weiher. Jeder hatte ein Seil in der Hand. Lillis Vater legte den ersten Baumstamm vor den Bug. Los. Alle halfen mit. Einige schoben, andere zogen oder stützten den Schiffskörper zur Seite hinab. Willis Tief und Fred stemmten sich zusammen mit Hartmut und Opa Hinskin gegen das Heck. Und dann bewegte sich das Schiff. Der Baumstamm rollte unter den Bug, und Willis Vater legte den nächsten aus. Hau, ruck. Die Grottenäume schoben Backbord mit den wilden Küken. Luisa und Bobs Mutter schoben Steuerbord mit den wilden Hühnern. Und jetzt mit Schwung. Der Schiffsbug reckte sich über das Ufer, und dann glitt das Schiff hinaus und hatte endlich wieder Wasser unter dem Kiel. Die Nonne applaudierte von ihrem Platz unter der Weide aus herüber, die Helfer jubelten, und die Spätsommersonne schien, als gäbe es keinen Herbst. Das Schiff schaukelte nur eine Viertelstunde lang auf dem Wasser. Dann lag es fest verteut längsseits des Stegs. Alle versammelten sich am Ufer. Nur die wilden Hühner hatte Lilly auf den Steg dirigiert, Sie sollten das Schiff taufen. Die Küken und die Olme standen an Deck. Hinter ihnen lag das Bündel aus Tarndecken. Sprotte, Frieda, Trude, Melanie und Wilma hielten jede eine Flasche Holunderlimo in der Hand. Erst Daumen drauf, dann schütteln und dann taufen, rief Lilli runter. Die wilden Hühner standen auf dem blaugestreiften Steg und schüttelten. Olme und Küken bückten sich nach den Tarndecken. Sprotte setzte einen feierlichen Gesichtsausdruck auf. Hiermit taufen wir dich auf den Namen Mystery. Und im gleichen Augenblick, in dem die wilden Hühner das Schiff mit Holunderlimonade besprühten, wurden sie selbst klatschnass. Auf dem Steg hatten sie keine Möglichkeit, den Wasserstrahlen zu entkommen, die auf sie niederprasselten. Willi lachte auf. Diese Küken sind schlimmer als wir damals. Wilma duckte sich. Coole Wasserpistolen, aber meine damals war auch Schon traf sie eine neue Wassersalve. Lachend standen die wilden Küken und die Grottenäume an der Reling und verpassten den wilden Hühnern eine richtige Breitseite aus sechs Wasserpistolen. Womit haben wir denn das verdient? Sprotte ging hinter Fred in Deckung. Damit! Lilly ließ ihre Wasserpistole fallen und hob die Schatztruhe hoch. Das war alles nur ein Schwindel von euch. Hat doch geklappt, oder habt ihr etwa keine Abenteuer erlebt? Doch. Grinsend ließ Lilly ihre leergeschossene Wasserpistole sinken. Und das feiern wir jetzt. Und das taten sie auch. Bobs Vater briet Würstchen auf dem Grill. Julias Freund brachte eine Kühlbox voller Eiscreme. Und Sneaker nahm für die vielen Fußtritte seines Lebens Rache an den unterschiedlichsten Schuhen. Lange nachdem die Erwachsenen schon heimgefahren waren, verabschiedeten sich die wilden Hühner. Sprotte sah Lilly tief in die Augen. Und vergiss nie. Die wahren Abenteuer warten um die Ecke. Und manchmal liegen sie auch vor den eigenen Füßen. Die Grottenolme halfen noch beim Aufräumen. Gemeinsam schafften sie Bussi und Birdie an Deck und stellten den Brutkasten in der kleinen Kajüte auf, die ab jetzt die Kükenkajüte war. Die Sonne war schon hinterm Keltenwald verschwunden, da brachen auch die Olme auf. Mitch und Little schwangen sich auf die Räder. Nur Ole ließ sich seltsam viel Zeit. Sorgfältig untersuchte er seine Ventile. Und pumpte etwas Luft in den Hinterreifen. Very und Bob schleppten gemeinsam Sneaker die Leiter hoch an Bord. Ole stand noch immer neben seinem Rad. Vorne am Feldweg warteten Mitch und Little. Lilly lief zu Ole. Keine Bandenaktivitäten heute Nacht. Wir halten uns an die Abmachung. Dann beugte Ole sich zu ihrem Ohr. Eigentlich wollte ich dir das schon die ganze Zeit geben. Er drückte Lilly schnell etwas in die Hand, schwang sich auf sein Rad. Und trat in die Pedale. Lilly öffnete die Hand. Darin lag die silberne Igelhaarspange. Ganz sacht wiegte sich die Mystery auf dem Weiher. Leise knarzten die Seile, mit denen das Schiff am Steg festgebunden war. Lilly, Bob und Ferry lagen vor der kleinen Kajüte in ihre warmen Schlafsäcke gehüllt auf den Isomatten und schauten in den sternenklaren Nachthimmel. Sneaker lag zu Lillys Füßen und schnarchte. »Sprotte hat recht sagte Lilly. Die wahren Abenteuer liegen vor den eigenen Füßen. Man muss nur die richtigen Freundinnen haben. Bob kuschelte sich tiefer in ihren Schlafsack. Und Freunde, murmelte Vary. Und dann hörte man nur noch Bussi und Birdie in der Kajüte. Die beiden gackerten so leise miteinander, dass es schon eher ein Flüstern war als ein Gackern. Bob und Vary waren längst eingeschlafen. Fast wären auch Lilly die Augen schon zugefallen. Sie streckte ihre Füße aus, und stutzte. Irgendetwas fehlte. Sneaker! Er lag nicht mehr auf ihrem Schlafsack. Lilly richtete sich auf. Sie tastete nach der Taschenlampe neben sich und kletterte durch die offene Luke hinunter in den Bauch der Mystery. Sneaker scharrte an einer Bodenplanke. Lilly zog ihn zur Schiffstreppe, um ihn wieder mit nach oben zu nehmen. Aber Sneaker riss sich los und kratzte erneut an der gleichen Stelle. Was ist denn da, Sneaker? Sneaker bellte aufgeregt. Kurz entschlossen griff Lilly in der Werkzeugkiste nach einem Stemmeisen und hebelte die Planke aus dem Schiffsboden. Was ist denn los? Bob kam heruntergeklettert und hinter ihr erschien Verry. Lilly zog einen alten staubigen Ballettschuh aus dem Hohlraum unter der Planke. Verry hielt Sneaker am Halsband fest. Was hat das zu bedeuten? Lilly verstaute den Ballettschuh in der Schatztruhe und schloss den Deckel. Keine Ahnung, aber wir werden es herausfinden. Keiner alleine. Alle oder keine.